Vormittag heute überschrieben und ich selbst kann da ganz entspannt sein an dieser Stelle, weil ich bin komplett durchreguliert. Ich bin der Vertreter einer öffentlich-rechtlichen Anstalt an dieser Stelle. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Steffen Jenter, ich bin der Programmchef von BR24, dem Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Manch einer kennt es vielleicht noch unter dem Namen B5 aktuell. Ich bin aber neugierig, weil es natürlich etwas ist, was auch unseren Markt bestimmt, in dem wir uns bewegen. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute dieses Thema mit ganz vielen Fachleuten diskutieren können. Und die Begrüßung hat natürlich der Präsident der BLM, Siegfried Schneider. Bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Jenter, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Sitzungssaal des Medienrats der BLM, aber auch online zu Hause oder wo auch immer Sie im Büro sind. Es freut mich sehr, Sie heute zum Workshop Vielfalt sichern, neue Regeln für ein hybrides Mediensystem herzlich begrüßen zu dürfen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, weil ich mich in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 10 Jahren, an der ich der Spitze der Landeszentrale stehe, stets für ein modernes Medienkonzentrationsrecht auch stark gemacht habe. Für ein Medienkonzentrationsrecht, das der konvergenten Medienwelt mit den zusätzlichen Angeboten, den zusätzlichen Playern auch gerecht werden kann. Und deshalb nutze ich gerne auch die Chance, vor einem hochkarätig besetzten Publikum, vor einer Runde, auch einige Anmerkungen zu diesem wichtigen Thema zu machen. Aber lassen Sie mich vorher die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die heute mit ihrer Expertise teilnehmen und die Diskutantinnen und Diskutanten hier in der Landeszentrale sehr herzlich begrüßen. Ich sage ein herzliches Grüß Gott dem Forschungskonsortium und Frau Professor Dr. Stark von der Johannes Gutenberg Universität Mainz und Herrn Professor Dr. Rinnemann von der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München, jeweils mit ihren Teams. Ich begrüße herzlich Frau Prof. Dr. Just von der Universität Zürich mit ihrem Team, die im Rahmen des Projekts ein internationales Gutachten erstellt haben. Und ich begrüße Herrn Prof. Dr. Kostomczyk von der Technischen Universität Dortmund, der uns aber digital zugeschaltet ist. Genauso gerne hätte ich Herrn Dr. Dreyer vom Leibniz-Institut für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut in Hamburg begrüßt, aber er musste krankheitsbedingt leider kurzfristig absagen. Mein Gruß gilt Herrn Prof. Dr. Müller-Terpitz von der Universität in Mannheim, mit dem ich in den letzten Jahren gemeinsam in der KEK saß und auch des Öfteren zu diesem Thema diskutiert habe. Ich heiße willkommen Frau Staatsrätin Caroline Gernbauer, die als Chefin der Staatskanzlei viele Jahre Bayern in der Rundfunkkommission vertreten hat. Und ich begrüße meinen Nachfolger im Amt als BLM-Präsident, Herrn Dr. Thorsten Schmiege. Ich sage Ihnen allen ein herzliches Wort des Dankes für Ihr Engagement. Und ich bedanke mich selbstverständlich nicht zuletzt beim Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation, dem BIDT. Stellvertretend seien Sie herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Hess. Aber nun zum Thema. Tatsache ist, dass das aktuelle Medienkonzentrationsrecht nicht mehr zeitgemäß ist. Seit 1997 und damit seit 24 Jahren gilt das Zuschaueranteilmodell mit Blick nur auf das lineare Fernsehen. Und um die Grundlage eines modernen Konzentrationsrechts zu schaffen, hat die Landeszentrale bereits 2009 begonnen, ein gattungsübergreifendes Gesamtmarktmodell mitzuentwickeln. Und daraus entstand der Medienvielfaltsmonitor, der bewusst an das bestehende Modell der Medienkonzentrationskontrolle anknüpft. Allerdings fließen neben den Zuschauermarktanteilen auch die Anteile der Medienunternehmen im Fernseh, im Radio, im Tageszeitungs- und Zeitschriftenmarkt sowie im Markt der publizistischen Internetangebote mit ein. Und zusätzlich befragen wir die Menschen, welche Mediengattung sie für ihre Informationsnutzung als die wichtigste ansehen. Und auch dieses Gewicht, diese Mediengewichtung fließt in die Berechnung mit ein. Seit 2015 ist der Medienvielfaltsmonitor ein Gemeinschaftsprojekt der Landesmedienanstalten
Und er dokumentiert damit die Entwicklung der Rundfunkmedienlandschaft in Deutschland und sorgt auch für Transparenz in ihrer strukturellen Vielfalt. Dennoch hat es das Gesamtmarktmodell nicht in den neuen Medienstaatsvertrag geschafft. Ich bedauere das sehr, denn bisher ist mir auf Grundlage des bestehenden Konzentrationsrechts noch kein besseres Modell auch genannt worden. Dabei war uns bewusst, und wir haben das ja auch immer deutlich gemacht, dass die Messung der Meinungsmacht der Medienintermediäre und der mögliche Einbeziehung in unseren Vielfaltsmonitor eine noch offene Frage ist. Und auf der Suche nach möglichen Ansätzen haben wir gefunden und uns auch dafür entschieden, das Forschungskonsortium bei der Ausschreibung des BEDT zum Thema »Wie kann eine medienspezifische Konzentrationskontrolle zukünftig aussehen?« auch zu unterstützen. Heute haben wir gemeinsam eine erste Bestandsaufnahme, wie letztlich eine zeitgemäße Regulierung aussehen kann. Denn die Sicherung der Medienvielfalt in der digitalen Welt ist wichtiger denn je. Kernaufgabe der Medienpolitik ist es, Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen frühzeitig zu erkennen. Es gilt also, einen zu großen Einfluss bestimmter Gruppen, Unternehmen oder auch einzelner Personen auf die Meinungsbildung zu verhindern. Diese Norm und dieser Auftrag gelten nach wie vor, auch wenn sich die Medienwelt im Zuge der Digitalisierung radikal verändert hat. Längst sind die Vermittlung und Einordnung politischer Information und gesellschaftlich relevanter Themen nicht mehr den klassischen Medien und traditionellen journalistischen Quellen vorbehalten. Neue Meinungsmacher treten auf, ihr Publikum erreichen sie vor allem über soziale Medien, die allen und jedem auch eine Plattform bieten. Und keine Frage, diese Entwicklung bringt auch echte Chancen für die Meinungsvielfalt. Aber man muss die neuen Angebote genauso im Blick haben, denn die zentrale Frage ist, wie kann das Funktionieren politischer Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter gesichert werden? Medienintermediäre wie Google, Facebook, Twitter und Co. müssen, so ist man sich zumindest im großen Teil einig, müssen in die Regulierung mit einbezogen werden. Kontrovers wird seit Jahren diskutiert, wie groß ihre Meinungsmacht wirklich ist. Konsens wiederum besteht darin, dass sie den öffentlichen Diskurs beeinflussen. Wie frei sind Meinungen tatsächlich, wenn Unternehmen wie Twitter und Facebook darüber entscheiden und entscheiden können, wer welche Nachrichten an welcher Stelle zu sehen bekommt oder gar wer vom Netz genommen werden kann? Seit Jahren beobachten die Landesmedienanstalten in der Mediengewichtungsstudie die zunehmende Relevanz der Medienintermediäre bei der Nutzung von Informationen. Und gleichzeitig werden auch die Informationsangebote der klassischen Medienanbieter immer häufiger online genutzt. Sie sind oft darauf angewiesen, dass auch Google, Facebook und Co. notwendig sind, um wahrgenommen zu werden. Die Frage nach der Macht und nach der Verantwortung der Plattformen stellt sich also dringender denn je. Mit dem neuen Medienstaatsvertrag haben die Länder das Problem angepackt. Medienintermediäre sind erstmals in die Regulierung mit einbezogen. Einmalig in Europa sind sie in Deutschland verpflichtet, ihre Such- und Sortierlogiken offenzulegen und journalistisch-redaktionelle Angebote diskriminierungsfrei darzustellen. Damit sind die Länder einen wichtigen Schritt in Richtung zeitgemäße Regulierung gegangen. Doch am Ziel sind wir damit nicht. Denn Transparenzgebot und Diskriminierungsverbot allein können vorherrschende Meinungsmacht nicht verhindern. In einer sich rasant wandelnden digitalen Welt Meinungsvielfalt zu sichern, ist vielmehr eine Aufgabe, die sich kontinuierlich ändert, immer wieder weiterentwickelt und auch immer wieder neue Antworten braucht. Die aktuellen Ergebnisse der Mediengewichtungsstudie der Medienanstalten macht es deutlich. Voraussichtlich schon im kommenden Jahr werden sich in Deutschland mehr Menschen über das Internet zum Zeitgeschehen informieren als über das Fernsehen, und zwar in der Gesamtbevölkerung. Bei den Jüngeren unter 50 Jahren ist das seit Jahren der Fall. Wir brauchen neue Regeln für ein hybrides Mediensystem,
Deshalb fördert die BLM gemeinsam mit dem BEDT dieses Projekt, das heute im Mittelpunkt steht und im Sinne einer zeitgemäßen Regulierung von Meinungsmacht sollte auch bei der kommenden Überarbeitung des Medienstaatsvertrags dieses Thema mit angegangen werden. Ich freue mich auf den heutigen Vormittag, wünsche uns allen eine inspirierende Veranstaltung, vor allem spannende Erkenntnisse, durchaus viele offene Fragen, die zur Diskussion anregen werden. Dazu haben wir auch die Wissenschaftler gebeten. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Vielen Dank an Siegfried Schneider. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz herzlich und besonders alle begrüßen, die uns per Zoom zugeschaltet sind an dieser Stelle. Und damit wir vielleicht noch mehr von Ihnen sehen können, lade ich Sie herzlich ein. Machen Sie die Kamera an. Dann haben wir ein bisschen Gefühl dafür, ob das spannend ist oder nicht, was wir gerade machen an der Stelle. Und dann einfach die technischen Spielregeln. Solange hier gesprochen wird, es Keynotes gibt, wir diskutieren gerne das Mikro aus. Dann, wenn Sie sich beteiligen wollen später, dazu gibt es Gelegenheit in der Diskussion, einfach das Handzeichen geben. Sie haben bei Zoom unten diesen Button mit Reaktionen, da können Sie das Handzeichen geben und dann natürlich, Sie wissen es alle, das Mikro anmachen, wenn Sie dran sind. Und das Mikro an ist für unseren nächsten Redner, den ich herzlich begrüße, Thomas Hess, den Co-Direktor des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation. Herr Professor Hess, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Jenter, für die Einführung, meine Damen und Herren. Sie haben es schon gehört, die Veranstaltung heute ist letztlich eine Co-Produktion. Das heißt, wir freuen uns sehr, auch vielen Dank an die BLM, dass wir heute hier in den Räumen sein können. Das ganze Projekt, was heute vorgestellt wird, ist, glaube ich, auch ein Projekt, was sehr gut in der Kooperation von Wissenschaft und Praxis durchgeführt werden kann und ist sicherlich ein Thema, was für das BEDT besonders wichtig ist. Warum ist es wichtig? Und warum auch gerade in der Ausprägung? Ganz kurz dazu nur zwei Worte. Einmal von der Ausprägung her, Sie wissen alle, wenn Sie sich mit der Medienbranche beschäftigen, dass die Digitalisierung der Medienbranche sowas wie ein vorgezogenes Experiment oder ein vorgezogenes Feld ist. Also man sieht hier viele Sachen, die mittlerweile auch in viele andere Branchen hineingekommen sind. Und deswegen ist für uns als BDT so interessant, letztlich uns mit der Digitalisierung der Medienbranche zu beschäftigen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, warum auch dieses Feld so interessant ist, speziell natürlich auch das Thema Meinungsvielfalt, weil dort wirtschaftliche und letztlich auch gesellschaftliche Aspekte zusammenkommen, die man auch letztlich nicht isoliert betrachten kann. Das werden Sie heute Vormittag auch immer wieder sehen. Es gibt wirtschaftliche Aspekte der Branchenentwicklung zum Beispiel, es gibt gesellschaftliche Aspekte, etwa Meinungsvielfalt, und die kann man natürlich nicht unabhängig voneinander sich anschauen. Das ist genau das, was wir am BDT machen wollen. Wir wollen wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen zusammen betrachten. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass dieses Projekt, was 1,5 Jahre schon läuft und Kern dieser Veranstaltung ist, genau das tut und auch noch externe Akteure aus der Praxis und auch aus Mainz, also ganz weit weg aus Bayern, mit integriert. Freut uns sehr, dass das gekommen ist und dass wir heute nach 1,5 Jahren dort schon einen ersten Eindruck bekommen. Es werden keine Ergebnisse sein, können sie auch nicht sein. Herr Schneider hat es schon gesagt, es werden erste Ideen sein, gerade zum Thema Konzentrationsmaße, Meinungsvielfalt. Und sicherlich ist man auch gut da beraten, ein dickes Brett zu bohren, nicht zu Schnellschüssen zu kommen, sondern fundiert etwas zu entwickeln, weil es natürlich wieder in den beiden Dimensionen, die ich angesprochen hatte, Wirtschaft und Gesellschaft, breite Auswirkungen hat. Von daher, glaube ich, ein gutes Projekt und auch eine, glaube ich, passende Veranstaltung dazu. Aber zweiter Punkt noch, warum ist das Projekt und auch die Veranstaltung so wichtig für unser BDT? Beim BDT haben wir uns zwei Dinge vorgenommen. Einmal, wir wollen verstehen, wie etwas heute funktioniert, aber zweiter Teil, wir wollen auch gestaltend wirken, sowohl auf der Ebene der Unternehmen, der einzelnen Akteure, aber natürlich auch gesellschaftlich. Und das ist gerade, glaube ich, bei dem Thema hier wichtig, dass es nicht darum geht, nur das Bestehende sich anzuschauen und vielleicht noch zu bewerten, sondern genauso auch neue Dinge zu schaffen. Und darum geht es ja auch genau in diesem Projekt, dass letztlich neue Kennzahlen zum Beispiel oder neue Verfahren entwickelt werden. Das heißt, dieser Gestaltungsauftrag, der für uns am BDT sehr wichtig ist, ist heute auch mit dabei. Von daher glaube ich, dass aus dieser zweiten Perspektive heraus auch das Projekt und auch die Veranstaltung heute sehr wichtig sind. Von daher aus Sicht des BDT, ich kann es nur mal betonen, wunderbar, dass wir gerade mit dem Projekt gestartet sind. Wir freuen uns heute Vormittag
einzelne Aspekte noch kennenzulernen. Ich hatte es schon eben erwähnt, eher als Zwischenstand, denn als Endergebnis, das Projekt läuft noch dann anderthalb, zwei Jahre weiter, das heißt, es wird weitergehen. Und am Ende wird es sicherlich auch konkrete Ergebnisse geben, die hoffen wir natürlich dann auch in die Politik einfließen. Also wir wollen nichts produzieren hier, was rein im Schrank steht. Wir alle begeistert draufschauen und sagen, ja schön, haben wir schon publiziert, macht man als Wissenschaftler auch gerne. Sondern wir wollen wirklich, dass das Ganze in die reale Welt mit reingeht. In dem Sinne wünsche ich uns allen einen interessanten Vormittag, einen guten Erarbeitung des Zwischenstands und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute mit dabei sind, sowohl als Akteure heute, aber auch über die virtuelle Teilnahme. Auch die, hat Sie ja schon gesagt, sollen auch mit eingebaut werden. Von daher haben wir sicherlich ein zeitgemäßes Format gefunden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich darf Ihnen zurückgeben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Hess. Ja, jetzt hatten wir schon einen schönen Auftakt und diskutieren können wir natürlich leichter, wenn wir gute Impulse haben und die haben wir heute in mehrfacher Hinsicht. Den Anfang macht jemand, der hat mich heute früh im Radio interviewt, knallhart zum Thema Wahlberichterstattung. Wie funktioniert das eigentlich im Thema des Tages und haben wir das gut oder schlecht gemacht, können Sie sich als Podcast anhören. Aber heute ist er mit seinem eigentlichen Fachgebiet bei uns, Professor Carsten Reinemann von der LMU. Politische Öffentlichkeit zwischen Vielfalt und Fragmentierung, bitteschön. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich heute Morgen hier zu sein und ich freue mich auch, dass Herr Hess die Vorläufigkeit der Ergebnisse betont hat. Das ist natürlich immer gut, haben wir immer einen kleinen Disclaimer vorneweg. Ich starte mal die Präsentation. Tatsächlich ist das Projekt, was wir machen, dieses Teilprojekt, was ich zusammen mit meiner Mitarbeiterin Lisa Zieringer mache, im Prinzip ein Blick erstmal tatsächlich in die Bestandsaufnahme, das, was im derzeitigen Konzentrationsrecht und im Vielfaltsmonitor läuft. Und um zu reflektieren, was passiert da eigentlich gerade, und zwar auch gerade aus Sicht der politischen Kommunikationsforschung. Ich bin von Hause aus Medienwirkungsforscher, kein Medienrechtler, kein Jurist. Und von daher ist das sicherlich ein ganz spezifischer Blick, den wir jetzt zunächst mal darauf richten. Und der Hintergrund ist natürlich eben schon angesprochen worden, die dramatischen Veränderungen, die in den Medien stattfinden, die die Kontrolle medialer Meinungsmacht ja durchaus grundsätzlich in Frage stellen. Viele Fragen, die man stellen kann, ist eigentlich Regulierung überhaupt noch nötig von Meinungsmacht, von Vielfalt angesichts dieser unglaublichen Angebotsexplosion, die wir haben? Stellt sich Angebotsvielfalt nicht eigentlich von alleine her? Ist nicht eigentlich angesichts dieser Tatsache vielmehr eigentlich ein Blick auf die Nutzung vielmehr wichtig. Wenn Regulierung von Meinungsmacht, sind dann eigentlich auch die Ziele überhaupt noch angemessen? Muss man nicht viel stärker gesellschaftliche Problemfragen, Entwicklungen in den Mittelpunkt stellen, wie wir sie in anderen Ländern als Probleme auch gerade sehen? Fragmentierung, Polarisierungsentwicklungen wie in den USA, das Problem der Desinformation, sind das nicht eigentlich die Punkte, um die es ankommt? Und auch die Zentrierung des Fernsehens, die immer wieder bemängelt wird, ist das eigentlich wirklich das Problem? Muss eigentlich dann man nicht ganz grundsätzlich darüber nachdenken, wie auch Medien in die bisherige Logik integriert werden können, ob das überhaupt der Fall sein kann und müssen nicht eigentlich auch diese neuen Intermediäre beispielsweise völlig separat betrachtet werden? Ist es überhaupt möglich, so etwas wie ein Gesamtmarktmodell überhaupt zu entwickeln? Etc., etc., etc. Viele Fragen, die sich stellen. Was jetzt ich hier in den 20 Minuten, die ich habe, vorstellen möchte, sind so ein paar Punkte aus einem Working Paper, das wir vor einigen Monaten oder Wochen vielleicht eher publiziert haben, dass sich eben mit diesem Status quo im Konzentrationsrecht und in dem Medienvielfaltsmonitor auseinandersetzt. Da ist eine Fülle von Punkten drin, die von theoretisch konzeptionellen Fragen über Details der Berechnung von bestimmten Kennziffern tatsächlich reichen. Und ich werde verzichten auf diese eher technischen Kleinigkeiten, die aber, wenn man genau hinguckt, tatsächlich erhebliche Auswirkungen haben. Wenn man genau hinschaut, was passiert da eigentlich, was ist eigentlich die innere Logik dieser Berechnung, was stecken da eigentlich für Annahmen dahinter? Aber da würde ich sagen, das können Sie nachlesen in diesem zum Download bereitstehenden Working Paper auf der Seite des BIDT. Ich möchte mich hier einfach auf ein paar Punkte konzentrieren und nochmal ein bisschen auch an das anzudocken, was Herr Schneider gesagt hat, durchaus
Und was ich dabei voraussetze, ist allerdings, dass die meisten hier ja Fachpublikum sind. Das heißt, die Eckpunkte sowohl des Medienstaatsvertrags im Hinblick auf die Konzentrationskontrolle als auch des Vielfaltsmonitors bekannt sind. Ich möchte auf vier Punkte eingehen. Die Fernsehzentrierung nochmal, die fehlende Differenzierung bei der Gattung Internet im Bereich des Medienvielfaltsmonitors. Frau Deck hat mich darauf hingewiesen, dass das missverständlich sein kann. Es geht tatsächlich da an der Stelle um die Berechnung des Meinungsbildungsgewichts, wo sozusagen dann das Internet als Gattung auftaucht. Ein wichtiger Punkt, den ich sehe, ein großes Problem, die fehlende Fokussierung auf die politische Öffentlichkeit im bisherigen Konzentrationsrecht insbesondere. Und dann die Sehdauer als Indikator, die der Kern ist für die Konzentrationskontrolle im Medienstaatsvertrag und die aber auch dann im Medienvielfaltsmonitor tatsächlich auftaucht. Da wird es dann ein bisschen technischer, aber ich hoffe, das kriegt man hin. Wir haben eine kleine zu diesen Punkten und es gibt natürlich viele, viele andere Punkte noch in diesem Working Paper. Wir haben einen kleinen Vergleich gemacht, damit man auch sehen kann, dass tatsächlich sich der Vielfaltsmonitor einer ganzen Menge von Punkten unterscheidet vom Staatsvertrag. Und das hat jetzt nichts was damit zu tun, dass wir sozusagen ein Teilprojekt von der BLM finanziert haben, sondern das ist sozusagen ehrliche Meinung, dass wir der Ansicht sind, dass das ein deutlicher Schritt nach vorne ist, ja, im Vergleich zum traditionellen Konzentrationsrecht. Ich werde gleich vielleicht an der einen oder anderen Stelle begründen, warum ich das so sehe aus Sicht der politischen Kommunikationsforschung. Wir haben den Einbezug fast aller Medien bei dem Vielfaltsmonitor. Wir haben diese unterschiedliche Art von Differenzierung dann in dem, was die KEK macht, beziehungsweise was im Vielfaltsmonitor stattfindet. Wir haben zumindest zum Teil einen größeren Schwerpunkt auf die politische Öffentlichkeit beziehungsweise die aktuelle Information im Medienvielfaltsmonitor, was im Staatsvertrag überhaupt nicht enthalten ist. Und wir haben die Sehdauer als einzigen Punkt im Staatsvertrag und das ist im Vielfaltsmonitor zumindest etwas abgeschwächt, obwohl ich da argumentieren würde, immer noch eigentlich ein Stück zu viel. Die Fernsehzentrierung, das haben wir eben schon gehört und man kann ja sagen, das ist irgendwie wie so eine Platte, die man immer wieder abspielt, um das zu kritisieren, aber da es auch im neuen Medienstaatsvertrag wiederum so ist, glaube ich, ist es wichtig, dass man da immer noch mal darauf hinweist, dass da eine ganz starke Fokussierung da ist und dass deswegen eigentlich die derzeitige Konzentrationskontrolle, so wie sie ist, eigentlich immer irrelevanter wird. Und das kann man ganz gut sehen, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Belegen dafür. Ich habe Ihnen Zahlen mitgebracht aus Allensbach, die Nutzung der verschiedenen Mediengattungen zur Information über die letzten Jahre. Und dann sieht man eben sozusagen, der Fernsehmarkt wird immer irrelevanter als Informationsmarkt. Also nur noch etwa die Hälfte der Menschen, die sich da täglich informieren im Fernsehen. Und man sieht, wie das beim Internet ansteigt, die anderen Mediengattungen auch. Und Herr Schneider hat es eben schon erwähnt, wenn man sich die Jungen anschaut, dann ist eben das Internet tatsächlich die Quelle mittlerweile. Das ist uns ja auch allen irgendwie bekannt. Das bedeutet auch gleichzeitig, wenn man sich mal anschaut, das Ganze crossmedial, und das ist sozusagen ein Chart, was abbildet unterschiedliche Medienrepertoires. Das heißt, die Frage, welche Medien kombinieren eigentlich Menschen online und offline, um sich Informationen zu holen, das sind Daten aus der Reuters Digital News Study für Deutschland, dann sieht man, dass es nur noch 20% der Menschen gibt, die sich allein im Rundfunk informieren. Und da ist jetzt sozusagen schon Rundfunk online und offline gemeint. Das heißt, da sieht man auch nochmal sozusagen die Vorstellung, man könne mit der Kontrolle des linearen Fernsehens Meinungsmacht gesellschaftlich irgendwie abbilden. Die wird einfach immer irriger. Man kontrolliert da zwar was, aber einen kleiner werdenden Markt, der eigentlich für die Meinungsbildung als Einzelmarkt überhaupt nicht mehr die Bedeutung hat, die er früher mal hatte. Und dabei kann man natürlich immer auch daran denken, dass es Anbieter gibt, die meisten Anbieter, die eigentlich crossmediale unterwegs sind. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei. Eine Annahme, die ja für das Bundesverfassungsgericht insbesondere ja ganz zentral ist, ist ja die Annahme, dass das Fernsehen irgendwie besonders wirkungsstark ist. Und auch da muss man sagen, wenn man sich mal die Forschung dazu anguckt, dann kann man das einfach nicht so sagen. Wir sind gerade dabei im Rahmen des Projekts, wir gucken uns die Forschung aus den letzten Jahren an, seit 2015. In diesen über 200 Studien, die wir da bis jetzt uns angeschaut haben, gibt es 60 Studien mit einem Gattungsvergleich. 48 davon machen explizite Aussagen zum Unterschied zwischen dem Fernsehen und anderen Gattungen. 16 davon
finden stärkere Effekte des Fernsehens. Und 32 Studien finden entweder keine Unterschiede zwischen sozusagen allein auf Basis der Gattung oder finden stärkere Effekte einer anderen Gattung. Das heißt auch erstens, das Fernsehen ist nicht mehr das alleinige Medium im Informationsrepertoire. Die Kriterien Aktualität, Breitenwirkung und Suggestivkraft, die sind als besondere Merkmale des Fernsehens schon immer fragwürdig gewesen, sind aber heute tatsächlich umso fragwürdiger. Die Studienlage zu Effekten spricht gegen eine generelle Überlegenheit des TV und diese anderen Merkmale, Aktualität, Suggestivkraft, die können, weil eben auch audiovisuelle Inhalte natürlich im Internet vorkommen, nicht als Alleinstellungsmerkmal des Fernsehens herhalten. Das heißt, wenn man annehmen würde, dass es eine grundsätzliche Wirkungsdifferenz zwischen Text, Audio und Video gibt, dann müsste man das eigentlich als Kriterium heranziehen für eine Regulierung. Aber selbst das ist eigentlich auf Basis der Forschungslage fragwürdig. Also, das passt nicht mehr. Das Internet als homogene Gattung, das habe ich eben schon erwähnt, dass es hier sozusagen mehr so um ein Spezialproblem geht beim Medienvielfaltsmonitor. Da wird gefragt, welche Gattung ist eigentlich die Gattung, die für Sie die wichtigste ist im Bereich der Information und zum Zeitgeschehen. Und diese Aggregatwerte, diese Prozentzahlen der Menschen, die das dann sagen, die werden dann in die Berechnung des Meinungsbildungsgewichts mit eingezogen. Und da wird sozusagen das Internet als Gattung betrachtet. Ich weiß, es gibt die Befragung zur Rolle der Intermediäre etc., das wissen wir, aber es geht mir jetzt sozusagen um diesen speziellen Punkt und das ist natürlich auch im Medienstaatsvertrag schon erkannt, dass die Intermediäre hier ganz besonders sind. Ich möchte nur diesen Punkt nochmal stark machen, dass wir eben tatsächlich unterscheiden müssen zwischen dem, was an Web-Angeboten, beispielsweise von traditionellen Rundfunkanbietern oder Medienanbietern da ist und dem, was in den Intermediären passiert. Und das sieht man ganz schön, finde ich, an Daten aus einer Befragung, die wir im Rahmen des Projekts gemacht haben im Frühjahr, wo wir ganz stark auch zur Corona-Krise uns Sachen angeguckt haben und den Zusammenhang von Corona-Einstellungen, Wissen zu Corona und der Nutzung unterschiedlicher Medien und Mediengattungen. Wir haben unter anderem ein paar Wissensfragen gestellt. Wir haben unter anderem gefragt, glauben Sie eigentlich, dass das Coronavirus tödlicher ist als das Influenza-Virus oder nicht? Und was ich Ihnen gleich zeige, ist die Differenz von Menschen, die sagen, sie halten das Internet, das TV, das Radio, Zeitungen für das wichtigste Medium für ihre Information und dem Anteil der Menschen, die wissen, dass Corona tödlicher ist als die Influenza. Und dann haben wir das in zwei unterschiedlichen Versionen. Wir sehen einmal hier jeweils die Menschen, die gesagt haben, für mich ist das Fernsehen die wichtigste Informationsquelle, die Tageszeitung, das Radio und das Internet. Und dann jeweils den Anteil der Menschen, die sagen, okay, Corona ist tödlicher. Und dann würde man sagen, wenn man der Überzeugung ist, wie ich würde sagen, der Stand der Wissenschaft das hergibt, dass Corona tödlicher ist, dann sagt man, okay, TV, Tageszeitungen, die Leute, die die Mediengattung für am wichtigsten halten, die sind am besten informiert. Und hier würde man jetzt den Schluss ziehen, oh, die Leute, die das Internet für sich subjektiv am wichtigsten halten, die sind eher schlecht informiert. Was passiert jetzt, wenn man die Gattung Internet aufspaltet? In Menschen, die Webseiten, Angebote von Medien und Behörden für am wichtigsten halten, versus Menschen, die Suchmaschinen, soziale Medien etc. für am wichtigsten halten. Und da passiert Folgendes. Die Leute, die Internetseiten für wichtig halten, die sind eigentlich ziemlich gut informiert. Die sind sozusagen nicht das Problem. Das Problem taucht hier bei den Social Networks und bei den Suchmaschinen auf. Die Leute, die Suchmaschinen oder Social Networks für wichtig halten, sind sehr viel schlechter informiert. Das heißt, man muss, und das kann man noch weiter treiben, dass man selbst innerhalb der Social Media, und damit ist das sozusagen der Übergang zum nächsten Punkt, selbst innerhalb der Social Media muss man sich natürlich eigentlich angucken, was machen die Leute da ganz genau? Wo sind die da unterwegs? Welche Kanäle haben die dort abonniert? Das macht natürlich einen himmelweiten Unterschied, ob ich da nur irgendwelchen Influencern folge oder dem TikTok-Kanal von der Tagesschau. Und das haben wir gerade in einem jetzt gerade publizierten Beitrag uns angeschaut, wo wir uns angeguckt haben, wie Jugendliche mit Social Media unter anderem umgehen, welche Angebote sie dort nutzen und wie das mit ihrer Politikverdrossenheit zusammenhängt. Und da kann man ganz klar zeigen, dass nicht einfach nur Social Media Nutzung per se einen Unterschied macht, sondern
ist dort eher eine Unterhaltungsorientierung oder ist da eher eine Informationsorientierung? Das heißt, selbst die Gattung Social Media muss man eigentlich, wenn man auf Meinungsbildung auch raus will, muss man eigentlich nochmal gesondert sich anschauen auf der Inhaltsebene. Das heißt, das habe ich im Prinzip alles schon gesagt. Das heißt, man muss diese Differenzierungen auf jeden Fall machen. Die Gattungsgrenzen sind schwer festzulegen und deswegen ist es auch so problematisch. Das sieht man jetzt nur am Beispiel Internet, aber es gilt natürlich für die anderen Gattungen auch. Diese ganze Gattungsfixierung ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Man muss von den Inhalten her denken und weniger von den Gattungen, weil es keine pauschalen Wirkungen von Gattungen gibt. Das wissen wir aus der Wirkungsforschung, sondern es gibt immer nur Wirkungen von Inhalten. Und das ist tatsächlich auch ein Kernpunkt, über den man immer wieder sprechen kann und auch in der Wissenschaft immer wieder kritisiert worden ist. Viele der Punkte sind ja eigentlich alte Kritikpunkte, das ist vollkommen logisch. Aber ein großes Problem sehen wir tatsächlich immer noch in der Tatsache, dass einfach insbesondere im fernsehzentrierten Modell tatsächlich einfach alle Inhalte vollkommen unterschiedslos betrachtet werden, was ihre Meinungsbildungsfunktion angeht. Das heißt, da ist keine genaue Vorstellung davon, um welche Meinung geht es eigentlich, beziehungsweise es wird eigentlich alle Meinungen zu allem und jedem von den Meinungen über die bayerische Bergwelt, über die Meinungen zu irgendwelchen Fußballspielern bis hin zu Meinungen über politische Sachverhalte eigentlich implizit in einen Topf geworfen. Und das Problem dieser Fokussierung liegt unter anderem darin, dass man unter Umständen Entwicklungen im Bereich der Information tatsächlich verpasst, die sich ja auch in Fernsehsendern abspielen können. Also wenn jetzt beispielsweise RTL und ProSieben ihre Informationsschiene stärken und das verändert die Reichweiten nicht, dann macht das keine Veränderung im Konzentrationsrecht oder in der Meinungsmachtkontrolle, einfach weil einfach nur unterschiedslos Inhalte betrachtet werden. Also es spielt keine Rolle, ob es um den Beteiligung an Let's Dance geht oder um Fußball oder um Bares für Rares oder um Politikberichterstattung, alles wird unterschiedslos einbezogen. Und das widerspricht eigentlich allem, was wir wissen über Medienwirkungen, dass Medienwirkungen nämlich inhaltsspezifisch sind und deswegen auch Meinungsmacht. Und ich habe hier nur aus der Vielzahl der Literatur, die es dazu gibt, zwei Zitate rausgesucht, die genau das sagen. Es gibt natürlich Einflüsse von Nutzungsdauern, aber diese Nutzungsdauereinflüsse sind immer moderiert, sind immer beeinflusst von den Inhalten. Das heißt, es gibt im Prinzip keine Inhalte oder keine Wirkungen, die irgendwie wenige Wirkungen, die unabhängig von Inhalten sind. Dann kann man argumentieren, das Argument findet man ja auch häufig, ja, aber auch unterhaltende Inhalte können ja politische Wirkungen haben. Überhaupt nicht abstreiten. Es gibt sozusagen Wirkungen auf Stereotype, es gibt Wirkungen auf alles Mögliche, gibt es auch eine große Forschung zu, aber die Frage ist ja, sind die Effekte, auf die wir gucken wollen, wenn wir Meinungsmacht kontrollieren, tatsächlich diese Effekte? Oder geht es uns nicht eigentlich im engeren Sinne um politische Öffentlichkeit? Und ist nicht eigentlich die politische Öffentlichkeit das, worauf wir aufpassen müssen gesellschaftlich? Und wenn man da etwas genauer nachfragt, und das haben wir auch in dieser Befragung im Frühjahr gemacht, und mal fragt die Menschen, wenn sie Unterhaltungsangebote im Fernsehen nutzen, nehmen sie da eigentlich was mit? Denken Sie dann über politische Sachverhalte nach oder gesellschaftliche Fragen? Oder reden Sie darüber, recherchieren Sie darauf hin, wenn Sie das gesehen haben im Internet? Ja, das passiert. Und dann sieht man tatsächlich, und jetzt denken Sie, ich konterkariere mein eigenes Argument, aber es kommt noch eine Folie danach, von daher freuen Sie sich nicht zu früh. Dann sieht man tatsächlich, wir haben also unter anderem gefragt, unterhaltende Angebote lassen mich darüber nachdenken, was für unsere Gesellschaft wichtig ist, bringen mich dazu, über politische, gesellschaftliche Fragen nachzudenken. Sieht man, ja, das sind schon so zwischen 30% und 40% der Menschen, die zumindest ein bisschen sagen, ja, das passiert schon. Ja, also wenn ich so eine Sendung sehe, die ich als Unterhaltung wahrnehme, dann kann das auch entsprechende Effekte haben. Wir haben aber dann auch gefragt, welche Genres sind das dann eigentlich, die solche Anlässe geben? Und wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, also insgesamt war es so, dass etwa ein Viertel der Menschen gesagt haben, nee, das kommt eigentlich überhaupt nicht vor, das ist sozusagen diese obere blasse Färbung. Und dann
gibt es tatsächlich ein paar Genres, die tatsächlich aus naheliegenden Gründen irgendwie solche Anlässe bieten können, also Satire, Kabarett, dann gibt es so ein paar Promi-Talkshows, da kann man schon sehen, oder Sportsendungen, dann sieht man, wahrscheinlich sind die Dinge, über die die Menschen dann nachdenken, eher nicht die letzte Steuerreform, ja, sondern sind vielleicht andere Dinge. Aber viele der anderen Formate, auch der reichweitenstarken Formate, da gibt es nur ganz wenige Menschen, die sagen, okay, das sind Sachen, die wirklich, die mir wirklich Anlass sind, um über entsprechende Fragen nachzudenken. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt insgesamt, dann muss man einfach sagen, dass sozusagen diese unterschiedslose Betrachtung inhaltsunabhängig, dass die tatsächlich ein Problem ist. Also wir wissen, also wir kritisieren tatsächlich diese fehlende Fokussierung auf die politische Öffentlichkeit, auch wenn wir wissen, was der Hintergedanke, sozusagen die innere Logik dabei ist, von dem Vorsorgeprinzip her ausgedacht, trotzdem auch insgesamt der Fülle von Angeboten, ja, die wir mittlerweile haben, auch allein sozusagen aus praktischen Gründen, ist so eine Fokussierung vielleicht kein Fehler. Wir haben also dieses Problem, dass Sender mit gleicher Sehdauer, aber unterschiedlichem Informationsanteil dort gleiche Meinungsmacht attestiert wird, implizit. Dem wird im Medienvielfaltsmonitor tatsächlich Rechnung getragen, zum Beispiel durch die Auswahl von Webseiten. Und da ist es halt so, im Bereich des Internets wird so eine Auswahl getroffen, bei anderen Medien sozusagen implizit nicht, ja, über die Einschaltquoten. Und das ist tatsächlich eine grundsätzliche Entscheidung, die man sich jetzt, glaube ich, gut überlegen muss im Bereich der Medienpolitik. Wollen wir das eigentlich, dieses unterschiedslose Betrachten von Inhalten, weiterführen oder wollen wir nicht tatsächlich dort einen Schritt weiter gehen? Als letztes, vielleicht ein bisschen technisch, aber um nochmal den Punkt zu unterstützen, dass wir tatsächlich an dieser starken Stellung der Sehdauer als Indikator, sowohl natürlich gerade im Staatsvertrag, aber sozusagen mittelbar oder teilweise auch im Vielfaltsmonitor, dass wir das für ein Problem halten, einfach ein paar Argumente, weshalb wir glauben, dass das ein Problem ist. Herr Huber aus M sitzt vor seinem Fernseher und guckt den ganzen Tag Krimiserien bei ProSieben und Vox und vermeidet aber Nachrichten, informiert sich bei Spiegel Online. Die derzeitige Konzentrationskontrolle schießt daraus implizit die Meinungsbildung von Herrn Huber. Da ist ProSieben und Vox wichtig und das erhöht die Meinungsmacht dieser Sender, obwohl es mit sozusagen politischer Meinungsbildung überhaupt nichts zu tun hat. Kann man sagen, okay, wenn wir auf den Indikator Sehdauer schauen, dann ist es wahrscheinlich schon irgendwie ein Indikator, der uns was darüber sagt, wie wichtig dieses Medium eigentlich ist, weil sozusagen über die Sehdauer auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand mit Informationen konfrontiert wird. Man kann das übrigens auch umdrehen, das Argument. Man kann argumentieren, je länger die Sehdauer ist, umso geringer ist sozusagen der Impact des einzelnen Inhalts. Und sowas sehen wir ein bisschen auch hier. Wir haben hier abgetragen zwei Dinge. Einmal wieder die Menschen, die entweder das Fernsehen, die Presse, das Radio oder das Internet für ihre wichtigste Quelle für politische Informationen halten. Und dann die Sehdauer des Fernsehens. Und zwar abgefragt in verschiedenen Kategorien, von gar nicht bis hin zu anderthalb Stunden oder mehr als zwei Stunden. Und dann sieht man, von den Menschen, die also das Fernsehen als wichtigste Quelle nennen, da sind es, ich würde jetzt mal sagen, gerade mal 60%, die also dort in diesen höchsten Nutzungskategorien sitzen, während 40% der Menschen zwar sagen, sie haben das Fernsehen als wichtigste Informationsquelle, aber sie nutzen eigentlich das Fernsehen relativ gering. Und andersrum ist es so, dass auch von den Menschen, die sagen, die Presse ist eigentlich für sie das Wichtigste, dass es da relativ viele Leute gibt, die sagen, ja, oder relativ hohe Nutzungszeiten für die Informationen im Fernsehen angeben. Das bedeutet, es gibt hier einen Zusammenhang zwischen der Nutzungsdauer und der subjektiv wahrgenommenen Bedeutung der Mediengattungen, und das gilt auch für die anderen Mediengattungen, das haben wir uns auch angeschaut, aber dieser Zusammenhang ist eigentlich überraschend schwach. Das heißt, es gibt viele andere Dinge, die man berücksichtigen muss, außer der Sehdauer, um sozusagen aus der Perspektive der Menschen zu verstehen, warum halten die eigentlich ein Medium für besonders wichtig. Und wir haben uns ganz kurz übrigens angeguckt auch, wie kann man eigentlich dann diese subjektive Einschätzung erklären. Und da ist es
schon unglaublich hilfreich, wenn man die Nutzung der anderen Medien mit einbezieht. Also wenn ich nicht nur weiß, wie lange nutzt jemand das Fernsehen, sondern auch, wie lange nutzt jemand das Internet oder Radio oder Presse. Das heißt, wenn wir diese Medienrepertoire-Perspektive einnehmen, dann können wir sehr viel besser erklären, warum die Menschen das subjektiv für wichtig halten. Es gibt angesichts der Zeit ein bisschen flotter, es gibt eine Reihe von anderen Problemen, die diesen Indikator Sehdauer betreffen. Die Tatsache, dass diese Sehdauer extrem ungleich verteilt ist zwischen Altersgruppen, das heißt, und zwischen soziodemografischen Gruppen. Das heißt, wenn ich die Sehdauer nehme, dann habe ich unglaubliche Verzerrungen drin. Wir würden immer für so eine Reichweiten, für so eine sozusagen Anteile an der Gesamtbevölkerung betrachtungsweise plädieren, einfach weil man dann nicht diese Verzerrungen durch Unterschiede zwischen Nutzergruppen hat. Das Problem löst sich übrigens nicht, wenn man ins Internet geht. Also wenn man sozusagen die Nutzungsdauer online sich anschaut, dann stellt man auch fest, dass die extrem ungleich verteilt ist. Also Nachrichtennutzung im Internet, das sehen hier, das sind Daten aus einem Projekt von Birgit Stark, wo tatsächlich online gemessen wurde, wie lange die Leute Nachrichtenangebote nutzen. Dann sieht man halt, 10% der Nutzer erzeugen über fast 2/3 der Nutzungsdauer. Und dann können Sie sich vorstellen, dass das auch Menschen sind, die ein relativ spezifisches Internetverhalten haben. Und wenn ich dann jetzt sozusagen Gesamtsehdauern oder Nutzungsdauern als Indikator in so eine Konzentrationsbetrachtung mit reinnehme, da habe ich halt ein unglaubliches Gewicht einer relativ kleinen Gruppe von Menschen mit relativ spezifischen Merkmalen, die hier in diese Berechnungen eingehen. Das heißt, die Gesamtsehdauer sagt Wirkung und subjektive Bedeutung nur relativ schlecht voraus. Vorhersagen werden durch die Berücksichtigung weiterer Größen stark verbessert. Ich habe sowohl im Fernsehen als auch im Online-Bereich viel Nutzer, viel Seher, die mit spezifischen Merkmalen und es gibt starke Gruppendifferenzen und das beeinträchtigt natürlich die Aussagekraft von Marktanteilen auf Basis dieser Sehdauern und damit mittelbar auch die Aussagen zur Bedeutung von einzelnen Sendern oder Angeboten. Das Problem auch, sozusagen, wenn man es weiterdenkt, wie kann man eigentlich andere Gattungen mit einbeziehen, ist, dass wir leider, wenn wir in dieser Sehdauerlogik bleiben, einfach diese Daten wahrscheinlich auf absehbare Zeit für die anderen, gerade die Intermediäre, nicht kriegen werden. Das heißt, auch das wäre ein Anlass dafür, tatsächlich andere Wege zu gehen, wenn man tatsächlich das Gesamt betrachtet werden, als einfach das zu perpetuieren, weiterzuführen, was wir jetzt hier haben. Okay, also, wir sagen das so, ja, es gibt tatsächlich erhebliche Mängel im Medienstaatsvertrag, da sind wir natürlich nicht die Einzigen und nicht die Ersten, die das sagen. Und wir sind eigentlich auch der Überzeugung, dass man da nicht einfach feintunen kann, sondern dass man das neu aufsetzen muss, dass man das neu denken muss. Wir haben noch keine finalen Antworten für Sie, es tut uns sehr leid, wir sind dran. Was man immer tatsächlich bedenken muss, ist tatsächlich auch die absehbare Verfügbarkeit von Daten, weil das ja eher schwieriger werden wird vermutlich oder immer ja auch schwieriger geworden ist. Das heißt, auch der Glaube an technische Messungen ist unter Umständen ein Problem. Wir, und das sagen wir wirklich nicht pro domo, ja, also wir haben auch in unserem Working Paper viel Kritik an dem Vielfaltsmonitor, aber wir sagen trotzdem, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben auch schon so ein paar Ideen für die Intermediäre, da sagt Birgit Stark gleich was zu. Eine Single-Source-Studie, da überlegen wir gerade dran, ob man da nicht was machen kann. Wir arbeiten jetzt dann in den kommenden Monaten an systematischen Vergleichen auch zwischen den unterschiedlichen Ergebnissen von unterschiedlichen Arten von Berechnungen, auch aus, was die KEK macht, der Vielfaltsmonitor und alternative Messungen von Meinungsfacht. Man muss, glaube ich, auch darüber nachdenken, ob wir wirklich mit einem Indikator auskommen, das heißt das Starren auf die Schwellenwerte oder ob man nicht sozusagen mehrere Dinge betrachten sollte. Genau, ein Set von Indikatoren. Und wir finden auch die Idee wichtig, dass man sozusagen bei der ganzen Diskussion nicht immer nur versucht, sozusagen in Richtung eines Schwellenwertes zu denken, sondern dass man tatsächlich auch überlegt, wie kann ich auch unter Umständen rechtlich verankert Transparenz über Medienmacht herstellen, die dann als eigenständiges Ziel sozusagen, ja, also im Prinzip ist es ähnlich, was der Vielfaltsmonitor macht, das auch zu verankern, abseits einer Überlegung zu Schwellenwerten. So. Ich bin am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Professor Reinemann. Und jetzt sind wir neugierig, wie der Blick aus Mainzer Sicht aussieht. Vielfaltsicherung im Spannungsfeld zwischen Angebot und Nutzung. Das ist Ihr Thema, Frau Professor Stark, bitte. Gut. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich möchte den Blick etwas erweitern. Es ist vielleicht nicht der Mainzer Blick insbesondere, sondern es ist der Nutzerblick. Wir haben jetzt schon unheimlich viel gehört über mögliche Problembereiche und vor allem von einem bestimmten Fokus, von dem wir ausgegangen sind. Und genau diesen Fokus möchte ich erweitern. Ich möchte zeigen, wie in der heutigen Welt der Medienintermediäre, auch über die haben wir schon viel gehört, einen Blick aus der Nutzerperspektive Vielfaltsicherung erweitern kann oder bestimmte die Punkte ansetzt, an den Punkten ansetzt, die eigentlich die wirklich zentralen sind aus meiner Perspektive. Dazu möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich die Vielfaltsicherung in analogen Fernsehwelten einfach nochmal in den Blick nehmen, ganz kurz, weil davon haben wir schon sehr viel gehört. Ziel ist, und das ist mir wichtig, weil ich möchte am Anfang auch nochmal über diese Norm der Vielfalt ein bisschen stärker auf diese Vielfaltsnorm eingehen, weil um zu verstehen, was das im Meinungsbildungsprozess bedeutet und wie diese Vielfalt im Meinungsbildungsprozess dann wirklich auch gefährdet sein kann, muss man vielleicht auch nochmal den Blick zurückwenden, nämlich auf diesen Ausgangspunkt. Also wir möchten eine Medienordnung, die eine freie Meinungsvielfalt gewährleistet, da sind wir uns alle einig. Und das bisherige Konzentrationsrecht, kann ich ganz kurz machen, ist in erster Linie dazu da, um Meinungsmonopole zu verhindern. Also wir möchten keine hohe Konzentration des Medienangebots auf einzelne Anbieter, weil dann könnte wirklich, wie Herr Schneider betont hat, ein Einfallstor für die Manipulation der Bevölkerungsmeinung entstehen. Es könnte eine Homogenisierung entstehen der Berichterstattung in Sachen Themen und Meinungen. Und das könnte bedeuten, dass eben diese freie Meinungsvielfalt und die freie Meinungsbildung und damit auch die Implikation für den demokratischen Willensbildungsprozess natürlich eingeschränkt sind. Wir machen das mit einer speziellen Methode, da muss ich nicht mehr darauf eingehen, das haben Sie gehört. Aber im Prinzip ist es eine bestimmte Annahme, die dahinter steckt. Und deswegen möchte ich das auch noch mal am Anfang betonen. Es ist nämlich ein Monitoring von Angebotsbeteiligungen und wir gehen von einem linear negativen Zusammenhang aus von Meinungsmacht und Meinungsvielfalt. Das heißt, implizit gehen wir davon aus, dass ein hoher Marktanteil einzelner Anbieter auch automatisch zu dieser Verengung der Vielfalt führt. Sollten wir mal im Kopf behalten, also wir sehen hier Medienvielfalt als Anbietervielfalt. Und mein Blick geht weiter und geht vor allem auf die Medienintermediäre. Auch wir haben im Rahmen des Projektes ein Working Paper verfasst, was vor wenigen Monaten publiziert wurde. Und aus dem möchte ich ein paar zentrale Punkte aufnehmen. Die Zielsetzung ist, nochmal zu zeigen, was Vielfalt überhaupt bedeutet in der öffentlichen Kommunikation und vor allem für die Meinungsbildung, um diese Nutzerperspektive zu erklären. Und ich möchte darauf eingehen, warum Vielfaltsicherung wirklich jetzt so wichtig ist, aus der Nutzerperspektive zu denken. Und dann möchte ich die Implikationen für die Regulierung aufzeigen, auch für dieses kontinuierliche Monitoring, damit wir überhaupt die empirischen Erkenntnisse sammeln können, um die richtigen Regulierungswege einzugehen. Und dazu möchte ich drei Beispiele nennen, auch methodische neue Wege aufzeigen, weil das Ganze wird natürlich komplizierter, das ist schon angeklungen. Wir können uns jetzt nicht nur auf ein Medium konzentrieren, wir haben eine Vielzahl von Medien und die haben ganz unterschiedliche Wirkungsweisen. Und wie wir da rangehen, mit welcher Methode, hängt eben auch von diesen komplizierten Logiken ab, wie Social Networks funktionieren und wie diese Plattformen bestimmte Inhalte eben präsentieren und dadurch vielleicht auch Vielfalt beeinschränken. Gut, nochmal vielleicht ein kleiner Blick zurück. Was bedeutet Vielfalt als normatives Leitbild? Es ist angeklungen, dass wir Sichtweisen und Meinungen zu bestimmten Themen hören müssen, damit wir uns eine Meinung bilden können.
Und je mehr und je unterschiedlicher die Informationen sind, umso besser ist es eigentlich für uns. Das ist schon mal die Ausgangsannahme. Es soll berücksichtigt werden, die Meinungen, die in der Gesellschaft existieren, aber auch soziale, kulturelle Gruppen sollen abgebildet werden. Und diese bestehenden Perspektiven in der Gesellschaft abzubilden, ist wichtig, dass man erstmal Lösungsoptionen findet und eine Auseinandersetzung mit diesen Positionen sollen dann idealtypisch zu Lösungen finden. Da gilt es natürlich auch Toleranz, ein ganz wichtiges Schlagwort in der heutigen Gesellschaft, gegenüber anderen Meinungen zu entwickeln, auch Toleranz in einer pluralen Gesellschaft zu finden. In der Rechtsprechung ist es wichtig, die Interpretation, die Ausgewogenheit der Berichterstattung hinsichtlich aller gesellschaftlicher Meinungen, die ist zentral. Das ist so die idealtypische Norm auch aus demokratietheoretischer Perspektive. Und wie wirkt sich jetzt diese Vielfalt im eigentlichen Meinungsbildungsprozess aus? Meinungsbildungsprozesse sind keine einfachen Prozesse, die laufen auch immer auf ganz unterschiedliche Art und Weise ab. Also man kann vielleicht idealtypisch verschiedene Ebenen identifizieren, aber das wissen Sie selbst aus eigener Erfahrung, Meinungen werden ganz unterschiedlich gebildet. Und auch hier gilt es wieder, eine freie Meinungsbildung zu gewährleisten. Und wenn man die verschiedenen Stufen des Meinungsbildungsprozesses mal so durchdekliniert, dann ist der erste Punkt Medienaufmerksamkeit. Medien bauen erstmal Druck auf, um sich mit Themen zu beschäftigen. Sei es durch eine bestimmte konsonante Berichterstattung, sei es überhaupt durch die Quantität, also sprich durch die Vielzahl der Berichte und auch wenn ganz viele Kanäle immer die gleichen Themen thematisieren. Fundierte Meinungen basieren erstmal in aller Regel auf glaubwürdigen Informationen, die schaffen und verändern Wissen, auch idealtypisch gedacht. Nicht nur Wissen spielt eine zentrale Rolle, natürlich auch Emotionen. Viele Meinungsbildungsprozesse sind stark emotional geprägt. Und wir gehen davon aus, Meinungsbildung ist umso erfolgreicher, je solider diese Wissensgrundlage ist. Und deswegen sind ja die Informationen so wichtig. Und je gründlicher diese verschiedenen Standpunkte gegeneinander abgewogen werden, umso besser. So entstehen eben Bilder in unseren Köpfen, bestimmte Realitätsvorstellungen. Und mit diesen Vorstellungen gehen wir in diesen Meinungsbildungsprozess. Entlang des Kommunikationsprozesses, so wie es auch in der Wissenschaft abgebildet wird, kann man dann Vielfalt auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Dimensionen betrachten. Hier mal abgebildet, nämlich zuerst wirklich auf gesellschaftlicher Ebene, also wie sieht es in der Realität aus, wie sieht es in den Medienstrukturen aus, bei den Anbietern, kann man an verschiedenen Kriterien messen, wie sieht es auf der Inhaltsebene aus, also Themen, Akteure, Meinungen, das sind so die zentralen Kriterien, wenn wir messen und die Berichterstattung versuchen zu bewerten. Und das wird jetzt hier im Folgenden eben zentral sein, was bleibt davon hängen beim Publikum? Was kommt an? Welche Themen werden aufgenommen? Welche Themen werden überhaupt nicht realisiert oder überhaupt nur ganz wenig wahrgenommen? Und kann man sehr fein differenziert erfassen, auch welche Akteure und welche Meinungen kommen dann überhaupt beim Rezipienten an. Das ist die Vielfalt entlang vom Kommunikationsprozess. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, kann man von der Publikumsperspektive her nochmal entscheiden. Und das ist der entscheidende Schritt eben in Zeiten von Medienintermediären. Nämlich das, was im Netz, in den vielfältigen Angeboten wirklich dokumentiert ist und was abrufbar ist, kommt nicht immer alles an beim Nutzer. Die Exposure Diversity, wie wir sie nennen, ist die genutzte Vielfalt. Also das ist die Vielfalt, die beim Nutzer erreicht wird, mit der sie konfrontiert werden. Die ist auffindbar, die ist sichtbar, die ist in erster Linie wahrnehmbar. Das ist der erste wichtige Schritt und da setzt auch die Regulierung oder nur da kann eigentlich die Regulierung im strengen Sinne ansetzen. Die zweite Ebene ist die Verarbeitung, die wahrgenommene Vielfalt. Also was passiert dann in den Köpfen? Wie geht es weiter mit diesen Themen und mit den Meinungen? Das ist die kognitive Verarbeitung von Vielfalt. Auch da gibt es Ansatzpunkte, komme ich gleich noch darauf zu sprechen, aber die geht dann natürlich ganz speziell aufs einzelne Individuum ein und zum Beispiel in Sachen Kompetenz. Also nochmal der Punkt, warum ist jetzt die Nutzerperspektive so wichtig? Dazu stelle ich die Frage, mit welcher Vielfalt die Nutzer im Netz überhaupt konfrontiert werden. Wir haben schon gehört, es sind hybride Nachrichtenwelten, vor allem Menge und das Spektrum hat sich enorm erweitert. Das heißt, wir haben es mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Quellen zu tun, redaktionelle und nicht redaktionelle. Wir haben die sozialen Medien als festen Bestandteil im Medienrepertoire, je nach Altersgruppierung stärker oder weniger stark verankert.
Und wir haben jetzt auch so eine ganz neue Art der Präsentation dieser Informationen. Wir haben in den Newsfeeds, wir haben in den Timelines, wir haben eine ganz bunte Informationsumgebung und Nachrichten werden in der Regel entbündelt und neu gebündelt eben in diesen Feeds. Und das präsentiert sich dem Nutzer auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und diese Präsentationslogiken werden natürlich auch sozial kuratiert, das heißt in Form von Empfehlungsalgorithmen, in Form von Interaktion, also was liken, was sharen die Nutzer und wie interaktiv sind die einzelnen Nutzer, kombiniert mit einer Personalisierung durch Algorithmen, durch Medienintermediäre, und das macht es so schwierig. Sie merken schon, es ist eben eine Reihe von Faktoren, die eigentlich diese Vielfalt dann präsentiert und neu strukturiert. Und im Prinzip ist es lange Zeit in den letzten Jahren war es vor allem die Personalisierung, die so viel Gefährdungspotenziale sichtbar gemacht hat, oder es war so der erste Ansatzpunkt auch in der Forschung davon auszugehen, dass die Personalisierung der entscheidende Punkt ist. Und ich habe hier mal versucht zu bündeln, unter welchen Schlagworten oder unter welchen Phänomenen diese möglichen Gefährdungsrisiken für die Meinungsvielfalt inzwischen untersucht werden. Da gibt es natürlich die viel zitierte Filterblase mit den sehr homogenen Informationsumgebungen, die allein durch die technische, also wenn man es ganz eng sieht, ist es durch die technische Personalisierung, durch die Algorithmen. Und es gibt natürlich aber dann auf der individuellen Ebene eine Art von Meinungspolarisierung, und die können wir stärker nachweisen als die Filterblasen, nämlich in Form von Echokammern, wenn sich die Leute wirklich abschotten und in ihren einzelnen Echokammern bleiben und keine konträren Meinungen mehr mitbekommen, sondern nur die Meinungen, die eben in ihrem Netzwerk abgebildet sind und vielleicht auch entsprechend ihrer Interessen und Präferenzen. Das Ganze kann man nicht nur auf individueller Ebene nachweisen, sondern auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Es kommt zu einer Art Polarisierung, nicht so stark wie in den USA in Deutschland, aber wir haben hier im Moment auch die Debatte über die Impfquote, die nicht steigen möchte. Also auch hier sehen wir in bestimmten Themenbereichen eine bestimmte Polarisierung. Und was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, diese verzerrte Wahrnehmung des Meinungsklimas. Dadurch, dass diese Themen durch soziale Netzwerke so rasch aufkommen und sich auch virulent ganz rasant verbreiten, kommt es zu einer ganz bestimmten Dynamik. Es kommt zu Medienhypes, die gehen entweder aus von den sozialen Netzwerken oder werden unterstützt und verstärkt durch die klassischen traditionellen Medien. Und so hören wir Themen, wo wir gar nicht wissen, ist das jetzt wirklich die Mehrheitsmeinung, ist das die Bevölkerungsmeinung? Also wir hören oft Themen von einer kleinen Minderheit, oft auch radikalen Minderheit, und die hören wir sehr extrem und sehr laut. Und da kann es im Prinzip im Kontext im Sinne der Schweigespirale zu einer verzerrten Wahrnehmung des Meinungsklimas kommen. Das sind so die typischen Risiken, die wichtigsten, die Medienintermediäre durch ihre Logiken, durch ihre Algorithmisierung auf die Meinungsvielfalt ausüben können. Und wenn man das jetzt nochmal diesen Hintergrund in der Nutzerperspektive modelliert und in diesem Feld, dann sehen wir ganz klar, wir können eigentlich nur eingreifen bei der Automatisierung, bei der Technik, bei der Filterung, bei der Sortierreihenfolge, bei der Personalisierung. Das war die Idee auch im Medienstaatsvertrag, nämlich zum Beispiel so Schlagworte wie Transparenz oder Diskriminierungsfreiheit oder das Pushen von bestimmten Inhalten, die interessanter, die wichtiger sind für die Meinungsbildung als andere. Und hier auf der zweiten Ebene sehen Sie nochmal das, was dann wirklich ankommt beim Nutzer, die rezipierte Vielfalt. Da müssen Sie viel stärker noch auf die individuellen Auswahlentscheidungen eingehen, nämlich zum Beispiel auf die Interessen, auf die Einstellungen. Da kann man jetzt weniger von der Regulierungsseite her denken. Ein kleines Beispiel, wie diese Logiken, weil es so aktuell ist und weil es jetzt auch in die Wahlkampfdebatte passt, zu der letzten Analyse, die publiziert wurde vor wenigen Tagen von der Süddeutschen Zeitung in Kooperation mit Algorithm Watch. Sie haben versucht, in dem Projekt den Instagram-Algorithmus näher aufzufächern und haben versucht nachzuweisen, ob es wirklich einen Bias in der Timeline gibt, und haben das versucht mit Datenspenden zu machen. Das Projekt musste dann frühzeitig abgebrochen werden, weil Facebook interveniert hat. Aber das, was sie sammeln konnten, waren 200.000 Datenspenden, sprich Nutzer haben ihre Accounts bereitgestellt. Man kann gewährleisten Einblick in die Accounts, die sie abonniert haben von bestimmten Politikerinnen und Politikern. Und was gezeigt werden konnte, war, dass bestimmte Themen und Parteien wirklich weiter oben platziert werden in der Timeline bei Instagram.
Und diese Unterschiede zum Beispiel in der Platzierung bei der AfD, die sind jetzt nicht extrem, aber die AfD wird im Schnitt weiter oben präsentiert als die anderen Parteien. Die werden prominenter präsentiert. Das Team von der SZ hat das sehr gut versucht zu analysieren mit einer Reihe von Einflussfaktoren und man merkt in dieser Analyse Aktualität, Popularität, die Likes, die Kommentare, die Zahl der Accounts und auch diese Interaktion, wie viele Accounts hat zum Beispiel ein Nutzer abonniert, wie stark interagiert er mit seinem Netzwerk, wie stark kommentiert er, das alles hat Einfluss. Und ein interessanter Aspekt ist, dass die AfD ja diese Plattform sehr stark nutzt und auch ihre Community sehr stark aktiviert. Und dadurch kann es auch zu diesen Rückkoppelungseffekten kommen, weil diese aktivere politische Community, die auch stärker kommentiert, auch stärker emotional kommentiert, dann natürlich Themen nach oben pusht. Das heißt, andere Parteianhänger, die vielleicht jetzt nicht so aktiv sind, kriegen dann diese Themen aber auch gar nicht so gepusht. Wichtig auch noch bei Instagram, da sieht man auch nochmal einen wichtigen Punkt, der vielleicht dann auch nochmal eine Rolle spielen kann, nämlich der visuelle Fokus. Die Bildposts werden eindeutig bevorzugt, auch besonders Gesichter. Damit kann man natürlich auch entsprechende Botschaften vermitteln und pushen. Und insgesamt sind es plakative, kontroverse Themen, die bevorzugt werden, natürlich auch stark emotional geprägt. Und es zeigt einfach nochmal diese Logiken von diesen Netzwerken, von den Plattformen, wie sie wirklich funktionieren. Komme ich zum nächsten wichtigen Punkt, nämlich welche Implikationen ergibt jetzt diese Nutzerperspektive? Also wir haben gehört, dass es eine Reihe von Risiken gibt, die aus der Nutzerperspektive im Meinungsbildungsprozess auftreten können und die eben durch diese Logiken der Algorithmen gesteuert werden. Wo können wir jetzt hier aus dem Blick des Kommunikationsprozesses wirklich ansetzen? Also im Prinzip, idealtypisch brauchen wir ein Monitoring, was teilweise findet es schon statt in Deutschland, teilweise noch nicht. Es ist so ein Wunschdenken, weil es müsste eigentlich ein Monitoring entlang des kompletten Kommunikationsprozesses stattfinden. Das heißt, wir müssen das tun, was schon getan wird, nämlich die Anbieterstrukturen wirklich immer im Blick zu haben, bestimmte Kennwerte, auch die Besitzverhältnisse wirklich darzulegen. Wir müssen aber auch viel, viel stärker diesen Effekt berücksichtigen, ja, welche Anbieterstrukturen produzieren dann welche vielfältigen Inhalte oder nicht vielfältigen Inhalte. Das heißt, wir müssen uns die Inhalte kontinuierlich anschauen, passiert in bestimmten Bereichen, passiert aber jetzt so in Deutschland nicht mehr, nämlich Themen und Akteure und Meinungen in diesen vielfältigen Kanälen anzuschauen und die in Bezug zu setzen zum Angebot. Und der Wunsch geht weiter, nämlich natürlich auch die Nutzung anzuschauen, zu gucken, was passiert beim Nutzer, wie viel Vielfalt kommt an, was wird überhaupt genutzt und man kann das sehr differenziert betrachten bis zur Meinungs- und Informationsvielfalt. Man kann das aber auch, so wie es schon angeklungen ist, und da wird auch mein nächstes Beispiel hinführen, nämlich in der ersten Perspektive aus der Medienrepertoire-Perspektive anschauen, um einfach zu gucken, wie wichtig sind dann bestimmte Plattformen in diesem Repertoire oder was passiert mit bestimmten Nutzergruppen. Da bin ich jetzt bei meinen drei Beispielen, die ich noch bringen möchte, nämlich wie kann dieses Monitoring auf der Nutzerebene wirklich aussehen, mit welchen Methoden können wir da rangehen und welche Erkenntnisgewinne können wir dann gewinnen, um dann wieder Implikationen für die Regulierung zu machen. Erstes Beispiel kommt aus der Schweiz, nämlich, Sie kennen das wahrscheinlich alle, das Jahrbuch der Qualität der Medien. Eine Schweizer Forschergruppe um den Kollegen Marc Eisenegger, seit über 10 Jahren, aufgebaut von Kurt Imhof, gibt es ein kontinuierliches Monitoring der Inhalte, verbunden mit einer Analyse der Strukturen. Aber sehr früh hat diese Forschergruppe auch eins gemacht, nämlich die Repertoires angeschaut in der Schweiz. Das heißt, Nutzergruppen gebildet und versucht zu beschreiben, wie entwickelt sich die Nutzer. Und sie gehen von den alten Welten aus und den neuen Welten und haben sechs Typen gebildet, aber die sind jetzt im Detail gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir eine Gruppe, weil die ist die Gruppe, auf die wir dann speziell schauen müssen und die auf einem Wege Nachrichten nutzt, die eben Risiken beinhaltet, nämlich die sogenannten News Deprivierten, so wie sie die Schweizer nennen. In den internationalen Studien sind es vor allem die News Avoider, also das sind Menschen, die Nachrichten komplett vermeiden oder jetzt hier in dieser Typologie, die wirklich unterdurchschnittlich nutzen Nachrichten.
Und zwar über alle Angebote hinweg. Und in dieser Typologie gibt es ein wichtiges Medium, was sich in dieser Gruppe durchsetzt, das sind die sozialen Medien. Und wenn man mal guckt, altersspezifisch, 50% der 16- bis 29-Jährigen in der Schweiz sind in dieser News-deprivierten Gruppe zu finden. Das heißt, das ist eine Gruppe, die erreicht man vielleicht auch gar nicht mehr mit den Nachrichten. Oder nur eben in einem bestimmten Kanal mit den zitierten Risiken. Und diese Perspektive macht es natürlich auch noch sehr spannend, wenn man so eine Perspektive im Zeitvergleich anschaut. Das können die Schweizer auch. Seit 10 Jahren haben sie diese Typologie aufgebaut und im Zeitvergleich sieht man, dass dieser Anteil der News-deprivierten zunimmt. Das heißt von 21% im Jahr 2009 auf 37% im Jahr 2020 angestiegen. Das ist die erste Kurve da im rechten Bild. Das heißt, die Leute erreicht man weniger mit Nachrichten und da muss man, egal wie man jetzt Angebot steuert, Angebotsvielfalt, solche Menschen muss man auf anderen Wege versuchen, wieder zu Nachrichten zurückzuführen oder vielleicht zu einer bestimmten Art von Nachricht, damit sie vielleicht ihr Nachrichtenrepertoire ergänzen. International kann man solche Vergleiche auch machen, über Länder hinweg. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht aus einer Forschergruppe, die in 17 europäischen Ländern so eine Art Typologie aufgebaut hat und analysiert hat. Und da ist es interessant zu schauen, macht man solche Analysen ländervergleichend, kann man das natürlich immer in Bezug setzen zu den Marktstrukturen. Das heißt, guckt man hier mal Deutschland in dieser Typologie an, fällt auf, Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind auch sehr traditionelle Mediennutzer. Die Gruppe der Traditionalisten ist dort sehr groß und die haben das dann versucht, in der geografischen Darstellung nochmal zu veranschaulichen. Das sieht man in diesem lila Bereich, eben in den genannten Ländern sind es hauptsächlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, hat eine hohe Bedeutung und das spiegelt sich natürlich in der Nutzung auch wieder. Und ich will einfach nur damit sagen, vergleicht man sowas über die Länder hinweg, kann man natürlich noch viel, viel detailgenauer die Marktstrukturen anschauen, wie sich die dann auch in der Nutzung repräsentieren und abbilden und wie man vielleicht dann auch bestimmte Strukturen verändern muss, um Nutzung auch wieder entsprechend anzuteasern. Zweites Beispiel ist aus unserer eigenen Forschung, nämlich dem erwähnten DFG-Projekt, wo wir versuchen, Publikumsfragmentierung mit neuen technischen Methoden zu messen. Und wir haben zwei Dinge verbunden. Wir haben die Angebots- und die Nutzungsvielfalt betrachtet. Und zwar haben wir über einen bestimmten Zeitraum, über 4 Monate hinweg, mit einem speziell entwickelten Tool ganz breit Angebote im Netz gesammelt und archiviert und abgespeichert, der 100 wichtigsten Nachrichtenangebote über die Reichweite definiert, haben manuell kodiert mit einer Inhaltsanalyse, haben dann auch nochmal automatisiert kodiert, um so bestimmte Themen zu identifizieren und arbeiten jetzt damit 17 Makrothemen in unseren Analysen und stellen diese inhaltliche Nutzung, inhaltliche Vielfalt jetzt der Nutzung gegenüber. Das machen wir mit Tracking-Daten, wo wir auf das GfK-Panel zurückgreifen konnten. Und wir haben jetzt in dem finalen Datensatz über 600.000 Visits von über 10.000 User, die abbilden, eben über welche Zugangswege sie zu Nachrichten kommen im Internet und welche Inhalte sie damit wahrnehmen. Und wir vergleichen die Effekte über die verschiedenen Intermediäre, über die Suchmaschinen, über Social Media, über Twitter, über Nachrichtenaggregatoren, über Facebook, um zu sehen, ob es Unterschiede gibt, ob Zugangswege eben Vielfaltsbeschränkungen aufweisen oder Vielfalt sogar erweitern. Was finden wir? Wir finden ein gemischtes Bild, nämlich weil wir haben mit einer spezifischen statistischen Analyse nämlich lang- und kurzfristige Effekte unterschieden. Und kurzfristig, das heißt, wenn man mal ab und zu Intermediäre nutzt, kommt es zu einer Vielfaltserhöhung, ganz klar. Und langfristig können wir aber negative Effekte aufweisen, denn Suchmaschinen und Twitter schränken die Nutzungsvielfalt zum Beispiel ein, während Nachrichtenaggregatoren diese erhöhen. Das sehen Sie abgebildet hier über diese Kreise. Das sind die Heavy User sind die etwas größeren Kreise, die gelegentlichen User sind die kleineren Kreise. Und da sehen Sie, von diesem neutralen Effekt von der Linie aus, geht es nach oben oder geht es nach unten? Und es geht eben nach unten bei Suchmaschinen und bei Twitter und
Und es geht aber nach oben bei Nachrichtenaggregatoren, das heißt bei Seiten, die vielfältige Inhalte bündeln und ja auch wieder streuen, eigentlich logisch. Und Facebook, ambivalente Ergebnisse, also weder nach oben noch nach unten, das bleibt irgendwie gleich, schwierig was zu sehen. Das war das Beispiel aus unserer Forschung, wo man einfach sieht, mit welchen Methoden man eigentlich arbeiten muss, um solche, vor allem aber auch um die Effekte zwischen den Intermediären dann wirklich unterscheiden zu können. Drittes und letztes Beispiel ist es eigentlich im positiven Sinne gemeint, wie kann ich denn jetzt Algorithmen nutzen und weitertragen, damit ich da die Nutzer jetzt dahin bringe, wo ich sie gerne hätte. Also wenn es jetzt eine eingeschränkte Nutzung ist oder wenn jetzt bestimmte Inhalte nicht auftauchen, wie kann ich dieses Feld erweitern? Und wenn man in die Verhaltensökonomie schaut, das ist kein neuer Gedanke, in den USA schon sehr früh diskutiert, dieses Nudging. Also was kann ich versuchen, um Algorithmen, die Technik eben auf eine spezielle Art und Weise zu nutzen, um das Feld, um die Wahrnehmung zu beeinflussen. Und auch hier kann ich wieder unterscheiden, ich kann die algorithmischen Nudges, das ist wirklich die Priorisierung, die Reihenfolge von bestimmten Inhalten. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich kann bei Suchmaschinen vielleicht so ein Zufallsfeld aufmachen, wo ich sage, sortiere mir meine Suchergebnisse neu, wenn ich was gesucht habe. Sortiere mir es mal anders, sortiere mir die ersten 10 Treffer anders, damit ich sehe, was passiert. Oder ich, klar, ist eine positive Vielfaltsicherung, wird in vielen Kontexten diskutiert, ich priorisiere bestimmte Inhalte, wird auch im Medienstaatsvertrag schon so reguliert, aber ich priorisiere vielleicht auch bestimmte öffentlich-rechtliche Inhalte. Also eine bestimmte Priorisierung von Inhalten, die dann für mehr Vielfalt auf Plattformen sorgen. Man kann das auch über populäre Inhalte steuern, das ist aber, da muss man schon vielleicht noch genauer hinschauen, was das für Effekte hat. Das ist wirklich der Ansatzpunkt der Algorithmen. Und der zweite Ansatzpunkt, was dieses letzte Paper, was ich jetzt hier eigentlich vorstelle, auch thematisiert, nämlich Präsentationsnudges. Also nicht nur die Art und Weise der Reihenfolge, des Ranking, sondern auch die Art der Darstellung, der Präsentationsform. Also zum Beispiel auch personalisiert hier Input zu geben. Da gibt es einen Vorschlag in dem Paper, nämlich in Form von Pop-ups, dass ich zum Beispiel konträre Meinungen auch eingeblendet sehe. Also ich informiere mich zu einem bestimmten Thema, lese die Ansicht oder die Position von meiner Partei, der ich vielleicht auch folge, aber ich kriege vielleicht auch andere Ansichten. Also ich kann da eine Mischung reinbringen in die Inhalte und kann versuchen, so Vielfalt zu erweitern. Da gibt es noch mehr Vorschläge, nämlich beispielsweise in Form von so einer Art Selbstaktualisierung, wo mir das immer wieder widergespiegelt wird, bin ich in Feedbackschleifen, bin ich in der Blase oder wie informiere ich mich eigentlich? Was habe ich jetzt genutzt die letzten Wochen und bin ich sehr einseitig? Vielleicht in meiner Nutzung kann ich die verbessern. Das sind Ideen und diese Ideen muss man vielleicht mitdenken, weil die ein wichtiger Weg sind, weil was nützt es, wenn wir wissen, dass diese Reihenfolge, die Sortierung zu einem bestimmten Effekt führt und wir das aber so wenig beeinflussen können, weil wir auch keine Macht ausüben können auf die Plattform, weil sie ihren eigenen Weg gehen und wir vielleicht von der Nutzerseite her gedacht, von der anderen Perspektive aus mehr erreichen können als oder in einer Vielzahl von Maßnahmen mehr erreichen. Deswegen mein Plädoyer, die Vielfaltsicherung auch aus der Vielfalt, aus der Nutzerperspektive zu denken, weil eben Vielfalt des Angebots nicht zwangsläufig zur Nutzungsvielfalt führt. Und da gibt es bestimmte Fragestellungen, die habe ich versucht darzulegen, nämlich wie vielfältig sind jetzt zum Beispiel die Medienrepertoires, das ist so die erste Ebene, welche Effekte hat diese vielfältige Mediennutzung, nicht immer ist der Effekt auch positiv, auch da muss man drauf schauen. Welche Rahmenbedingungen können dann auch in den Medienstrukturen, also zum Beispiel durch andere Vielfaltsförderungsmaßnahmen, vielleicht eingesetzt werden? Und wie können Algorithmen eben für eine vielfältigere Nutzung eingesetzt werden? Im Prinzip, was das Ziel ist, ist mehr Transparenz für die Nutzer, Bewusstsein zu schaffen, mehr Kompetenz, wie man sie auch nennt, Meinungsbildungskompetenz, Nachrichtenkompetenz, aber auch Kompetenz in Sachen Algorithmen, um natürlich immer im Kontext auch die Nutzerautonomie zu berücksichtigen und die im Kopf zu behalten. Auf diese neuen Wege möchte ich aufmerksam machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Stark. Ich lade Sie ein, gleich hier Platz zu nehmen und auch Herrn Reinemann, weil wir wollen unsere Runde erweitern. Wir werden jetzt kompakt diskutieren mit Blick auf die Uhr und lade Sie dennoch ein, sich auch online zu beteiligen. Und da vielleicht nochmal der Hinweis, Chat ist in dem Fall nicht das Mittel der Wahl, sondern einfach melden. Wir können Sie dran nehmen, weil das wird sonst zu schwierig, wenn wir es jetzt auch versuchen, noch textlich einzubeziehen. Aber wir haben noch einen festen Teilnehmer in dieser Runde, den möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen, nämlich Professor Tobias Gostomczyk, Professor für Medienrecht, zugeschaltet vom Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund. Grüß Sie. Sie können uns hören, das ist wunderbar, und weiter in der Runde natürlich Professor Stark und Professor Reinemann. Ich mache mal ein bisschen den Versuch, dieses Thema zu gliedern, wie wir vorgehen könnten. Der erste Teil in unserem Roundtable ist für mich, wenn ich mir das alles so angehört habe, ein bisschen unter der Fragestellung zu sehen, wie ist es, was wissen wir und was fehlt uns? Das sehe ich zunächst im Fokus und heute später in der zweiten Runde, wo wir uns ja auch ein bisschen auf das Rechtliche konzentrieren können und wollen, würde ich gerne den Fokus darauf legen, auf die Fragestellung, und nun, was machen wir daraus? Ist das ein Handlungsauftrag? Wenn ja, in welcher Form? Und haben wir dafür einen Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen können? Mir ist völlig klar, es gibt Schnittmengen an dieser Stelle und dann haben wir gleich einen Medienrechtler dabei, deswegen möchte ich natürlich schon auch reingehen in diese Schnittstellen. Herr Professor Gostomczyk, wenn ich mir das jetzt angehört habe, die Probleme um Meinungsmacht, Marktmacht zu erfassen und die Frage, wie man das dann auf den Nutzer runterbricht. Da gibt es so einen Werkzeugkasten, es gibt Kriterien. Wie weit sind denn die Kolleginnen und Kollegen gekommen aus Ihrer Sicht, um früher oder später daraus dann auch einen rechtlichen Rahmen machen zu können? Ja, erstmal herzlichen Dank, und ich hatte eigentlich gehofft, dass auf dem Sitz ein kleines Notebook steht und ich in klein zu sehen bin. Jetzt bin ich für Sie alle riesig zu sehen, aber wir müssen das alle ertragen. Erstmal die Frage, wie weit sind die Kolleginnen gekommen? Ich finde, sie sind sehr weit gekommen, weil sie genau den Punkt aufgegriffen haben, dass der verfassungsrechtliche Zielwert zur Sicherung von Meinungsvielfalt einer ist, der an der Nutzerperspektive ansetzt, nämlich dort eine freie, öffentliche, aber auch individuelle Meinungsbildung zu gewährleisten, und in der Vergangenheit immer ein Bindeglied gewählt worden ist, nämlich mit dem Medienkonzentrationsrecht oder Rundfunkkonzentrationsrecht, wo abstrakt eine Annahme gewählt worden ist, wie diese Vielfalt hergestellt werden kann. Und jetzt mit dem Wandel von einer Medienordnung hin zu einer Kommunikationsordnung wird eben zunehmend deutlicher, dass das eine Fiktion war. Das war es wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit, weil diese Regeln ja kaum angewendet worden sind oder nahezu nicht angewendet worden sind, jedenfalls im Konfliktfall, hin zu einer Frage jetzt, wie mit einem geänderten Nutzungsverhalten umzugehen ist. Und da stimme ich völlig zu, dass ich auch der Meinung bin, dass die Lösung alleine darin aussehen kann, stärker eine Nutzerperspektive einzunehmen und sich zu fragen, was kann dem Nutzer, wie kann der Nutzer denn jetzt in die Lage versetzt werden, sein eigenes Nutzungsverhalten zu verstehen, wie Birgit Stark auch schon gesagt hat, also besser zu verstehen, und wie kann die Infrastruktur, die er dabei nutzt, so ausgestaltet sein, dass da auch eine Varianz eingeführt wird. Da gibt es verschiedene Modelle, die sind auch genannt worden, die man dort andenken kann, und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. An einem Punkt würde ich ein bisschen widersprechen oder wäre skeptisch mit der Annahme, dass man jetzt das Kommunikationsverhalten aller Einzelnen so stärker trackt. Das wäre ja auch digital verständlich, dass man das macht, weil alles Mögliche getrackt wird, aber dass man sich das genauer anguckt und dann von diesem Punkt ausgehend sich ansieht, wie die Meinungsvielfalt herzustellen sein soll. Weil das wäre eine Abkehr, wo man aus regulatorischer Perspektive eigentlich immer eher zurückhaltend ist. Da freut sich der Gesetzgeber oder freuen sich auch Juristen, wenn sie sich auf formale Kriterien stützen können. Und das war bei dem Zuschauermarktanteil ja der Fall. Jetzt wäre die Frage, soll man stärker auf inhaltliche Kriterien gehen? Und da war ja auch der Vorschlag von Herrn Reinemann zu sagen, dass man stärker sich die politischen Inhalte ansehen soll.
Das wäre natürlich vorstellbar, empirisch das zu leisten. Die Frage ist nur, welche Rückschlüsse dann für die Medienvielfaltsicherung daraus gezogen werden und ob das nicht auch wiederum kontraproduktiv sein könnte, wenn man zu stärkeren Vorgaben kommt, was denn eigentlich einzelne Personen jeden Tag konsumieren sollen. Also das ist ja in der Vergangenheit auch nicht vorgegeben worden und sollte aus meiner Sicht auch nicht vorgegeben werden, sondern da käme es vielleicht eher darauf an, sich Umkipppunkte anzusehen. Das hat auch Birgit Stark gesagt, sich die anzusehen, wo man zu besonderen Vermachtungsstrukturen kommt, wie mit denen umzugehen ist. Und da wäre natürlich auch nach wie vor eine Möglichkeit, sich anzugucken in Bezug auf die Medien. Da könnte man sogar eher Vielfaltsgesichtspunkte auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Aber für das gesamte Kommunikationskonzept wäre ich eher skeptisch. Herr Gostomczyk, vielen Dank. Das gibt den Ball zu mir, weil ich wollte genau Sie beide nochmal fragen. Jetzt haben Sie zwei Dinge in den Fokus gestellt. Einmal die Frage, lasst uns mehr auf die politische Kommunikation schauen und bei Ihnen, Frau Stark, lasst uns auf die Nutzer schauen. Wer hat denn eigentlich die Legitimation, das zu definieren, wie man auf die schaut und welche Kriterien da gelten? Sind das Sie als Wissenschaftler? Wollen Sie haben, dass das Ihnen jemand abnimmt? Wie gehen Sie damit um? Ich fange mal an. Also es geht natürlich nicht darum, einzelnen Nutzern vorzuschreiben, was sie zu nutzen haben oder sie sozusagen zwangsweise zu nudgen. Ja, sozusagen, man kann natürlich argumentieren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da steckt schon sozusagen über die Vielfaltsvorgaben, so eine Art paternalistische Vorgabe darüber, dass wir als Gesellschaft sagen, ich will sozusagen ein Mindestmaß an vielfältigem Angebot geben. Aber in dem Kontext, den ich jetzt sozusagen gemeint habe, geht es vor allem erstmal darum, dass man sich auf der Angebotsseite entsprechend fokussiert, weil jetzt ja der derzeitige Gedanke ja zwischen dem, was man, glaube ich, auch eigentlich unter Sicherung von demokratischer Öffentlichkeit mal die Ursprungsidee war, der Sicherung von Meinungsvielfalt, dass man sich dem tatsächlich bei dem, wenn man auf das Angebot schaut, etwas stärker wieder annähert, weil ich kann das nur noch mal betonen, wir gucken eben jetzt im Moment in der Angebotsseite vollkommen unterschiedslos auf jegliche Art von Inhalten und allein schon sozusagen im Sinne der Transparenz, wenn wir sagen, wir interessieren uns vor allem für politische Öffentlichkeit als Zielwert, dann muss man an der Stelle, glaube ich, auf der Seite des Angebots gucken, dass man diese Dinge auch entsprechend in den Blick nimmt. Also Gefährdungen für Meinungsbildungsprozesse, die rühren, glaube ich, weniger von Let's Dance her, sondern die rühren eben her von Dingen, die was mit aktueller Nachrichtenvermittlung etc. zu tun haben. Ich kann nur immer wieder verweisen in unseren Diskussionen auf das, was in den USA über die Ausbildung von sowohl im Bereich von Talk Radio als auch im Bereich des Fernsehens von einem extrem einseitigen Bereich der Medienlandschaft entstanden ist. Und da spielen natürlich fiktionale Inhalte für diese Entwicklung keine Rolle, sondern es sind aktuelle Informationen, die da eine Rolle spielen. Also das ist ein Stück weit vielleicht missverständlich, aber darum geht es, beim Blick auf die Inhalte diese Dinge stärker in den Fokus zu nehmen. Frau Stark, wie sehen Sie es? Ja gut, mir ist schon klar, wir können den Nutzern nicht vorschreiben, was sie nutzen und wie sie sich bewegen im Netz. Darum geht es, glaube ich, auch nicht. Es geht aber darum, dass wir jetzt, glaube ich, nach mehreren Jahren der Forschung wissen, wie zum Beispiel die Priorisierung von bestimmten Inhalten in der Suchmaschinentrefferliste unsere Aufnahme, die Informationsaufnahme und die Themenwahrnehmung beeinflusst. Und mir ging es darum zu zeigen, dass einfache Wege, das haben wir schon ganz früh in der Suchmaschinenforschung auch diskutiert, einfache Möglichkeiten, die immer quasi freiwillig genutzt werden könnten und die natürlich auch offengelegt werden müssen, damit die Nutzerautonomie nicht beeinschränkt wird. Das ist klar, dass es eine Art Bevormundung ist und solche Tools oder Instrumente werden dann vielleicht auch schnell als Bevormundung wahrgenommen werden. Das sollen sie nicht sein, das sollen sie nicht darstellen, nicht abbilden, aber sie könnten auf einfache Art und Weise Perspektiven erweitern und es könnte quasi eine Wahloption sein, also man kann auswählen, möchte man sowas oder möchte man sowas nicht und damit könnte man einfach Schritte gehen, Vielfaltsbeschränkungen aufzuheben, die zum Beispiel bei der Suchmaschinensuche ganz sicher gegeben sind, weil wir immer nur oben hängen bleiben. Wir schauen maximal das erste Ergebnis an oder vielleicht nur die ersten fünf. Herr Professor Gostomczyk, wie sehen Sie das? Die Autonomie der Nutzenden gewährleisten und trotzdem
sich das etwas genauer anzuschauen und ein bisschen zu regulieren. Ist das auflösbar, der Widerspruch, oder sagen Sie, werden wir nie hinkriegen? Ich denke schon, dass das auflösbar sein wird, aber man braucht in der Tat, und das sagte auch schon Reinemann, ein neues Denken, also ein neues Konzept, das nicht mehr darauf basieren kann, eine einfache Grundstruktur zu haben und sich dann zu vermuten, wann denn Risiken oder Gefährdungslagen bestehen denn für die Meinungsvielfalt und dann entsprechend auch wieder auf einer eher abstrakten Ebene zu intervenieren. Und da ist es ja auch sehr plausibel, also zu sagen, dass es nicht ausreichend ist, zu sagen, man nimmt das Zuschauermarktmodell und hat Sendezeiten und hat dort sehr unterschiedliche Inhalte. Das ist ja alles aus meiner Sicht völlig plausibel und auch zutreffend, diesen Ansatz zu haben. Ich glaube nur, dass man in diesem Punkt hier stärker auf eine Governance-Struktur zugreifen muss. Und in die Richtung ist ja genau argumentiert worden. Also ich sehe da jetzt auch gar keinen Dissens, weil es ist natürlich sinnvoll, erstmal als einzelne Nutzerin zu verstehen, welche Inhalte werden mir denn angezeigt. Also das ist ein Lernprozess, der stattfinden muss. Und die zweite Frage ist, habe ich denn überhaupt eine Auswahlmöglichkeit? Also bekomme ich immer das angezeigt, was ich angezeigt bekomme? Oder könnte das denn nicht auch anders aussehen? Da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe an Ansätzen, die auch sehr lehrreich sind, wenn man das spielerisch ausprobiert. Also welche anderen Varianten gibt es denn dazu? Und einfach zu sehen, dass die Informationswelt dort auch eine andere sein könnte. Hinsichtlich der einzelnen Regulierungsansätze, also die Frage, wenn jetzt jemand besonders viele politische Inhalte postet und dann vielleicht 50% der Inhalte von einem Akteur ausgestrahlt oder versendet werden, vielleicht noch das aus der alten Welt ausgestrahlt, aber versendet werden, gepostet werden, dann kann man natürlich auch die Frage stellen, gibt es dort besondere Risiken für die Meinungsbildungsprozesse und das dann als Ansatzpunkt zu nehmen, um auch über Regulierung nachzudenken. Also solche Umkipppunkte, die man dann finden muss und die man dann auch sicherlich nicht nur in Bezug auf die klassischen Medien finden muss, sondern auch auf neue Akteure. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe, dort die Informationsproduktions- und Weitergabeprozess so zu verstehen, dass man da zu neuen Ansätzen kommt. Jetzt muss ich mal ein bisschen provozieren. Das klingt ja alles wunderbar, was Sie sagen. Aber ich habe selbst mal Journalistik studiert, Kommunikationswissenschaft. Und ein Dilemma aus meiner Sicht war immer, es gibt unzählige Modelle der Medienwirkungsforschung und keines ist wirklich, sagen wir mal, allgemein anerkannt. Und irgendeine Basis müssen Sie doch aber zugrunde legen, wie denn nun diese Wirkung bei den Nutzern ankommt. Für welches muss man sich da entscheiden? Und ist denn dann nicht jedes Modell sozusagen wieder obsolet in dem Moment, wo ich sage, na also ich glaube aber, der dynamisch-transaktionale Ansatz ist doch der einzig wahre? Ich glaube, das ist ein Stück weit ein Missverständnis, weil am Ende zählt natürlich, was sozusagen an Befunden im Konsens der Wissenschaft insgesamt rauskommt, egal auf Basis welches theoretischen Modells man das jetzt macht. Und da gibt es ja nun einen großen Fundus, und ich habe eben diese Literaturanalyse, die wir gerade machen, erwähnt. Und natürlich stecken da ganz viele unterschiedliche theoretische Modelle aus der Wirkungs- oder Rezeptionsforschung dahinter. Aber die Befunde, die am Ende dann rauskommen, die sind dann eben doch relativ ähnlich. Und dann kann man eben sagen, okay, es gibt in den meisten Fällen keine generelle Überlegenheit einer Mediengattung gegenüber einer anderen im Sinne von Effekten, sondern es gibt eine ganz starke Inhaltsabhängigkeit. Deswegen wieder das Argument. Ja. Also das ist, ich glaube, da ist der Blick auf die Wirkungsforschung und den großen Stock, den wir in den letzten, ja, vielleicht gerade auch 10, 15 Jahren angehäuft haben, ist, glaube ich, ein großer. Genau wie man, glaube ich, kennst du dich aber besser aus, sagen muss, dass wir mit unterschiedlichen Analysen, mit unterschiedlichen Methoden, mit unterschiedlichen Dingen jetzt zeigen können, dass Personalisierungseffekte von sozialen Netzwerken vielleicht gar nicht so stark sind. Ja, also
Da würde ich nicht darauf gucken, dass da die einzelnen Forscherinnen und Forscher irgendwelche anderen Modelle haben, sondern gucken, ja, gibt es einen Konsens bei den Ergebnissen, genau wie wenn wir auf andere wissenschaftliche Fragen gucken. Das heißt, das Risiko, das wir haben durch dieses Mediensystem, das so ist, wie es jetzt ist, mit der Vielzahl der Anbieter, ist auf der anderen Seite, Frau Stark, da wäre ich jetzt bei Ihnen neugierig, die Chance, weil wir haben natürlich sehr viel mehr Daten. Also wenn man einen User von A bis Z tracken kann, ist das natürlich was völlig anderes, als wenn ich mich frage, was haben Sie eigentlich gestern in der Zeitung gelesen, was ist da bei Ihnen hängen geblieben? Also ist das sozusagen Segen und Fluch zugleich, die Vielzahl der Anbieter, aber auch der technischen Möglichkeiten, diese Nutzung jetzt zu erfassen, um auch die Wirkung besser zu verstehen? Ja, in erster Linie sind es einmal neue Optionen, die wir haben. Technisch automatisiert, sei es jetzt die Inhaltsanalyse oder auch das Tracking, was ich vorgestellt habe, da erfahren wir sehr viel. Aber solche Daten gilt es auch immer sehr vorsichtig zu interpretieren und anzuschauen, weil wenn Sie einfach mal jetzt hier dieses Tracking haben, Sie müssen kontextualisieren. Sie müssen immer eigentlich nochmal verbinden, im besten Fall befragen Sie auch die Menschen noch, weil dann können Sie diese technischen Daten nochmal besser in den Kontext stellen und können auch noch viel mehr erklären. Also es sind ungeahnte Chancen, aber es sind auch, damit lösen wir nicht alle Probleme, weil ein bestimmter Punkt bleibt ja nach wie vor offen. Wir haben in den letzten 10 Jahren, wir haben viel gelernt über Logiken und algorithmenbasierte Informationsauswahllogiken. Aber wir können immer noch nicht diese Blackbox komplett öffnen. Und das ist ein großes Problem, auch wenn wir uns annähern mit wirklich innovativen, methodischen Auseinandersetzungen, bleibt bestimmte, zum Beispiel bei der Vielzahl der Faktoren, da habe ich es versucht darzustellen, es bleibt eine große Zahl von Einflussfaktoren, die gegeben ist und es ist einfach schwierig dann festzulegen, liegt es an der Person, liegt es an der Interaktion, ist es die Aktualität? Und das ist der Punkt, um wirklich letztlich zu verstehen, was passiert, warum jetzt ein Thema ganz oben erscheint oder nicht, bräuchten wir noch mehr Insiderwissen. Und da sperren sich die Plattformen nach wie vor. Das muss man einfach klar sehen. Auch dieses Beispiel, dass die jetzt Druck ausgeübt haben auf die Organisationen, die das eigentlich initiiert haben und mit hohen Bußgeldern gedroht haben und die diese Methoden, also die mussten das Experiment dann abbrechen. Herr Gostomczyk, brauchen wir einen Auskunftsanspruch für Nutzer? Das Mikro ist nicht an. Einmal bitte nochmal. Gut. Auskunftsanspruche in Bezug worauf? Jetzt in Bezug auf mehrere Sachen. Im Grunde genommen, was kriege ich in welcher Reihenfolge reingespült in meinen Stream? Was macht ihr mit meinen Daten? Und letztlich ein Auskunftsanspruch auch für die Wissenschaftler, die hier sitzen, damit sie solche Projekte, wie es jetzt eines gab, was gerade gestoppt wurde, wirklich auf einer guten Basis zu Ende führen können. Ah ja, okay, gut. Also ich würde sagen, unbedingt. Ansätze dazu gibt es ja bereits im Medienstaatsvertrag, also mehr Transparenz in die algorithmischen, in die Kriterien, die der algorithmischen Ausspielung von einzelnen Inhalten zugrunde liegen, zu bringen. Auch müsste es mehr Auskunftsrechte geben seitens der Wissenschaft. Auch das wird ja versucht, jetzt gerade auch im Zuge des Digital Services Act auf europäischer Ebene zu erreichen. Die Frage ist immer, was nutzt dem einzelnen Nutzer dieses Wissen auf einer wissenschaftlichen oder analytischen Ebene? Glaube ich, dass es sehr sinnvoll ist. Die Frage ist, was hilft es, wenn ich weiß, dass folgende Kriterien eine Relevanz hatten, damit mir folgender Post angezeigt wird? Dann kann ich zwar darüber nachdenken, aber ich werde kaum ergründen können, warum es gerade diese 10 Posts waren, die mir angezeigt worden sind und nicht tausend andere, die möglich gewesen wären. So, das, also auf dieser Ebene, glaube ich, hat es eine starke Symbolwirkung und ist ja auch nachvollzogen worden, wobei zum Beispiel Facebook ja auch schon vorab auch merkt, Papiere, dort Faltblätter publiziert hat, wo auch immer das Bemühen darin bestand, zu erklären, wie dann die algorithmische Ausspielung funktioniert. Also man brauchte unbedingt mehr Wissen über die Plattform und man brauchte dieses Wissen auch deshalb, weil es sich dabei ja zumindest bei den großen Plattformen um Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen handelt, die einfach für die gesellschaftliche und Verständigung und individuelle Information so wichtig geworden sind, dass man das nicht alleine in der Hand von privaten Unternehmen
lassen kann. Herr Hinter, darf ich kurz nochmal vielleicht zurück zu einem Punkt von eben. Wir schlagen natürlich nicht vor, dass man alle Nutzer tracken soll. Ja? Also das ist mir nochmal ganz wichtig. Aber was wichtig ist, auch aus dieser, einfach aus dieser Nutzerperspektive, wenn wir Meinungsmacht, wenn wir sozusagen Vielfalt verstehen wollen, damit haben wir jetzt ja eine Situation, gerade weil wir sehr stark über die einzelnen Gattungen denken. Wir nehmen Datenbestände, die sozusagen nicht von Individuen stammen, sondern die nicht von denselben Individuen stammen, sondern die stammen aus ganz unterschiedlichen Datenquellen. Das heißt, was wir dann nicht haben, wir können nicht aus der Perspektive der Einzelnen das, was wir eben aus der Schweiz gesehen haben, Repertoires verstehen, bei welchem Anteil von Menschen meinetwegen soziale Medien dann eben eine besondere Bedeutung spielen und sozusagen das umzudrehen, einfach von der Logik der Betrachtung her und zu sagen, wir haben das verschiedentlich diskutiert, es gibt in der Marktforschung gibt solche Versuche, wo man versucht einerseits eben die gesamten Medienrepertoires abzubilden, dann mit sozusagen freiwilligen Panels, mit einer nicht zu kleinen Zahl von Menschen, die zu bitten, installieren Sie sich eine App und dann haben wir das sozusagen noch das Online-Verhalten dazu. Diese kleine Zahl von Menschen, die würde ich gerne tracken, zusammen mit einer Befragung, nicht natürlich alle Menschen, ja, aber sozusagen diese Umkehrung der Logik, das fände ich für unsere Betrachtung von Meinungsmacht und Meinungsvielfalt extrem wichtig. Herzliche Einladung, auch sich online zu beteiligen an der Stelle. Frau Stark, die Frage an Sie. In der SZ war vor wenigen Tagen der US-Soziologe Chris Bale, der hat geschrieben, aus seiner Sicht wird eigentlich dieses ganze Problem maßlos überschätzt, was Facebook und Google und so weiter machen, weil sich viele Menschen einfach überhaupt nicht für Politik interessieren und dann ist es auch relativ belanglos. Meine erste Frage, ist das ein Quatsch, was er sagt, oder sagen Sie, hat er gar nicht so Unrecht? Und die zweite Frage an dieser Stelle ist, Sie haben es ein bisschen angedeutet, es gäbe ja die Chance, Menschen auch noch mit der gegenteiligen Meinung zu konfrontieren. Wir reden immer sehr gefahrgetrieben, oh Gott, die öffentliche Debatte. Sind diese Intermediären aus Ihrer Sicht denn nicht mindestens genauso eine große Chance, auch Konsens zu fördern, und haben wir das einfach verlernt, in den Blick zu nehmen? Dann fange ich mit dem zweiten Teil an. Sie bieten eine Chance und wenn man jetzt auf die letzten Jahre zurückblickt, es hat sich nicht so entwickelt, wie vielleicht die Erwartung war, weil die ganze Diskurskultur und das, was jetzt abläuft, auch in Sachen Desinformation und Fake News, hat sich zum Negativen entwickelt. Natürlich war anfangs immer die Erwartungshaltung, ja natürlich, wir bekommen vielfältigere Inhalte präsentiert, wir können uns aus ganz unterschiedlichen Quellen informieren, wir kriegen Zugang zu Quellen, die wir sonst nie hatten. Also die Erwartungshaltung war positiv. Was hat sich verändert? Ich meine, erster Teil der Frage, es kommt darauf an, es ist teilweise Quatsch, sowas zu behaupten, weil es stimmt nicht immer, es stimmt in manchen Fällen. Also was wir zum Beispiel nie vergessen dürfen, nehmen wir das Beispiel Facebook, steht immer im Ziel der ganzen Auseinandersetzung oder im Mittelpunkt. Aber letztlich ist Facebook eine Plattform, die zu wie viel Prozent auch immer vernetzen sich die Menschen, wollen soziale Netzwerke hegen und pflegen und kontaktieren ihre Freunde. Die politische Information steht auf Facebook nie im Mittelpunkt. Also das heißt, auch hier, was wirklich, wie hoch der Anteil von politischen Inhalten im Newsfeed von Facebook ist, ist relativ klein, ist klein. Aber auf der anderen Seite ist die Wirkung manchmal groß. Und deswegen ist es, es kommt darauf an, weil wir nie davon ausgehen können, dass zum Beispiel, wenn durch Medienhypes bestimmte Themen hochgekocht werden und sehr intensiv auch von den traditionellen Medien aufgegriffen werden, kriegen wir einfach dieses falsche Bild. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt, auch wenn man die Wirkungsperspektive nochmal betrachtet. Die Wahrnehmung vom Meinungsklima, die kann immer verzerrt sein, weil diese Hypes auf eine bestimmte Art und Weise konstruiert werden, dass die öffentliche Meinung auch beeinflussen. Und so auch dann eben diese Wahrnehmung vom Meinungsklima auf eine bestimmte Art und Weise transportiert wird, wo das Falsche quasi da rauskommt. Vielen Dank. Wir haben die erste Frage von außen, die ich gerne dazu nehmen würde, da ich es auf dem Ohr nicht ganz verstanden habe, wenn Sie sich vielleicht einfach kurz vorstellen könnten und die Regie das Wort erteilt an unseren ersten Fragesteller. Also mein Name ist Jörg Uckrow von der Landesmedienanstalt Saarland. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Reinemann und eine Nachfrage auch an Frau Stark.
den Nachfragen Professor Reinemann mit Blick auf seine Ausführungen zur Gattung Fernsehen. Sie haben ja auf 48 Studien verwiesen, bei denen das Thema der Wirkmacht der verschiedenen Mediengattungen diskutiert worden ist, bei denen dann mehrheitlich eine besondere Wirkmacht der Gattung Fernsehen in Zweifel gezogen wurde. Reicht eine solche Basis eigentlich schon aus, um die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, auf die Sie ja einleitend verwiesen haben, schon sozusagen abschließend zu erodieren? Denn wenn das der Fall wäre, wäre natürlich nicht nur die Frage des Medienkonzentrationsrechts berührt, sondern die komplette positive Ordnung des Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland, die ja immer noch ganz zentral auf diese besondere Wirkmächtigkeit namentlich auch des Fernsehens abstellt. Die zweite Frage an die Frau Professor Stark bezüglich des Nudgings. Wer soll denn dann eigentlich wann, wie entscheiden, was aufgenommen wird an ergänzender Information für den Einzelnen, um hier solche individuellen Filterblasen gegebenenfalls auch durchbrechen zu können? Also ist natürlich dann eine ganz zentrale, auch grundrechtliche Fragestellung, wer hier die entsprechende Entscheidungskompetenz hat. Wenn diese Entscheidungskompetenz bei den Medienintermediären selbst liegen würde, würden natürlich ein Phänomen, das ja schon im Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz kritisch diskutiert worden ist, dass nämlich grundrechtssensible Fragestellungen immer weiter in die Sphäre privater hinein verlagert werden, nochmal eine ganz neue zusätzliche Dynamik bekommen. Ja, danke ins Saarland. Wir machen es einfach in der Reihenfolge, Herr Reinemann. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Ich würde sagen, das sind, ob das genug ist, das sind zumindest 48 bzw. 60 Studien mehr, als das Bundesverfassungsgericht nennt in seinen Begründungen, soweit ich das sehe. Das sind ja tradierte Argumente, die sozusagen auch aus einer anderen Zeit stammen. Und das bezieht sich sicherlich auch in erster Linie auf diese sogenannte Suggestivkraft. Über Reichweite kann man natürlich immer argumentieren, aber sozusagen diese Kombination, das ist, glaube ich, tatsächlich fraglich. Aber Sie haben recht und das ist ein Punkt, den wir auch immer wieder durchaus mal diskutiert haben. Man muss sich natürlich die Frage stellen, ob wirklich das Bundesverfassungsgericht oder die Medienordnung auf einem wackeligen Fundament eigentlich stehen kann. Oder ob man nicht sagen muss, als Gesetzgeber mache ich mich ehrlich und sage, ich will einfach in eine Medienordnung haben, in der ich Angebote habe, die tatsächlich Vielfalt präsentieren. Unabhängig davon, ob die jetzt so besonders wahnsinnig wirkungsstark sind, sondern ich will einen Mediensektor haben, in dem ich das garantiere. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich brauche, ja? Also ob ich wirklich dieses Argument, und da werden wir vielleicht auch von Natascha Just, vielleicht können wir diese Frage auch nochmal diskutieren, man kann da ja auch durchaus in andere Länder schauen, ob eigentlich dieses Argument der besonderen Wirkmacht da irgendwie eine Rolle spielt, aber jetzt sozusagen zu sagen, wir haben sozusagen nicht die empirische Evidenz, aber wir stellen das sozusagen weiterhin in den Mittelpunkt. Das fände ich nicht so glücklich. Nudging war die zweite Frage. Nudging. Die Frage kommt immer, wenn man Nudging vorstellt. Wer soll entscheiden, welche Inhalte priorisiert werden? Das ist natürlich keine leichte Frage, aber ich glaube, man muss es mehrstufig andenken. Geht es jetzt um eine Priorisierung, um eine Reihenfolge, die ich nur verändere, dann ist es ein Zusatzbutton, den kann ich klicken oder nicht. Ja? Und dann kann das eine zufällige Auswahl sein oder nach bestimmten Kriterien. Dann gilt es, die Kriterien festzulegen. Geht es jetzt wirklich um Inhalte, um Meinungen, konträre Meinungen, wird es natürlich spezifischer und wird es auch diffiziler. Aber ich denke, das kann ähnlich wie jetzt, was wir in anderen Kontexten gelernt haben, es kann nicht nur allein natürlich in der Hand der Plattform liegen, dann wären wir beim gleichen Problem. Nein, das müsste vielleicht eine unabhängige Organisation, einen Ethikrat oder was auch immer festlegen. Auch hier gibt es schon Beispiele, ob es positive Beispiele sind, weiß ich nicht. Aber natürlich gilt es zu überlegen, in welche Hände man sowas legt. Und ich denke, das kann dann eine gemeinsame Entscheidung sein von verschiedenen Einrichtungen, von verschiedenen Akteuren, die auch diese verschiedenen Perspektiven belegen. Wir haben zwei Wortmeldungen, die würde ich sehr gerne nehmen vor der Pause aus dem Saal. In der Reihenfolge Christoph Egle, wissenschaftlicher Geschäftsführer
das BIDT. Und danach hat sich Professor Müller-Terpitz gemeldet. Machen wir es doch einfach in der Reihenfolge. Ja, vielen Dank. Es wurde ja vorhin gesagt, dass wir vom BIDT nicht nur erforschen und erkennen möchten, sondern auch Impulse geben zur Gestaltung. Da wurde das Thema Medienstaatsvertrag schon mehrfach angesprochen. Ich freue mich sehr auf die Ergebnisse und hoffe, dass es den Impact gibt. Ich habe mich gerade gefragt, als vorhin der Begriff Digital Services Act genannt wurde, ob wir nicht gleich eine Stufe höher springen sollten nach Europa, wo jetzt auch diese Regulierungsfragen gestellt werden. Denn hier in Deutschland geht es uns ja noch vergleichsweise gut, sage ich mal. Ich glaube, das Mediensystem und die politische Kommunikation ist in anderen Ländern in einem schlimmeren Zustand. USA wurde genannt, Polen, Ungarn, Sie kennen alle diese Beispiele. Könnten wir nicht aus dem Projekt heraus auch einen viel größeren Hebel erzielen, wenn wir gleich versuchen, hier die europäische Ebene zu adressieren? Und die Frage an Sie beide, was wissen Sie, was dort im Moment diskutiert wird und sehen Sie da Anknüpfungsmöglichkeiten? Machen wir erst die Antwort und dann. Also man muss es vielleicht, teilweise müssen wir es etwas vertagen, weil wir hören eine internationale Perspektive im zweiten Teil von unserer Veranstaltung, im zweiten Panel. Und natürlich schauen wir auf die Entwicklungen auf europäischer Ebene und das, was dort passiert im Digital Services Act, adressiert ja auch viele dieser Problempunkte, die wir hier angesprochen haben. Die Beratungen starten, es gibt eine Vielzahl von Ideen und ich denke, diesen Prozess werden wir auch beobachten und weiter monitoren. Aber ein explizit ist das, was von welchen Problemen aus wir gestartet sind, nämlich von dem Konzentrationsrecht. Es geht ja viel weiter auf europäischer Ebene, was dort diskutiert wird. Und ich möchte wirklich verweisen auf unser Gutachten, was auch nochmal den Blick weitet, jetzt aus unserem engeren Blickwinkel und auf andere Länder quasi schreibt. Machen wir da einen Punkt, weil da haben wir wirklich noch viel vor. In der zweiten Hälfte, Herr Professor Müller-Terpitz. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei kurze Nachfragen zu MPR an Frau Stark. Die erste Frage knüpft an den letzten Punkt an das Nudging. Wenn man sich jetzt beispielsweise Tools vorstellt, die sozusagen auf freiwilliger Basis dann den Nutzern es ermöglichen sollen, mehr Vielfalt oder anders sortierte Vielfalt gezeigt zu bekommen, wie schätzen Sie denn die Effektivität eines solchen Tools ein? Also das wäre ja dann freiwillige Nutzung und mein Bedenken wäre jetzt ad hoc, dass das dann wiederum auch nur von denen genutzt wird, die sich sowieso schon sozusagen sehr stark für Vielfalt und Informationsfülle interessieren, aber gerade nicht von denen, die wir erreichen wollen. Also liegen Ihnen dazu Erkenntnisse oder Erfahrungen aus der Vergangenheit vor? Und das leitet dann auch zur zweiten Frage über. Sie haben ja von den News-Deprivierten gesprochen und da erschreckende Zahlen genannt. Ich habe mir spontan die Frage gestellt, wie war das denn früher? Gibt es da Erkenntnisse? Gab es da ähnlich große Zahlen von News-Deprivierten? Oder hat das tatsächlich jetzt im digitalen Zeitalter zugenommen? Zwei spannende Impulse. Wer möchte von Ihnen? Soll ich starten? Vielleicht nochmal zu dem ersten Punkt. Wir erreichen natürlich mit Nudges das Gros der Nutzer kaum. Also das gilt es auch zu überprüfen, wie weit so eine Maßnahme gehen kann und welche Nutzergruppen wir dann wirklich erreichen können. Aber es bedarf natürlich einer bewussten Ansprache und es besteht die Gefahr, was Sie gesagt haben, ganz wichtiger Punkt, dass wir natürlich die erreichen, die sowieso schon viel nutzen und die sehr interessiert sind. Aber es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie man sowas dann auch präsentiert, wie man es einbaut oder auch einbaut in andere Kompetenzmaßnahmen, in Aufklärungskampagnen. Also das heißt, da gibt es viel zu tun. Man muss versuchen, Bewusstsein zu schaffen, Sensibilisierung. Und das zeigt, also wenn man jetzt Nutzungsforschung, auch qualitative Nutzungsforschung im Kontext von Algorithmen anschaut, es gibt schon Wissen, was sich entwickelt und weiterentwickelt, auch auf Nutzerseite. Also das heißt, je mehr Erfahrung wir im Netz sammeln und je mehr unterschiedliche Plattformen auch populär werden, es tut sich viel. Und ich glaube, es gibt zwei konträre Seiten. Man darf sich nicht vorab vielleicht frustrieren lassen und sagen, man erreicht nur eine bestimmte kleinere Gruppe, aber die ist es vielleicht auch wert und wichtig, diese zu erreichen. Und zu den zweiten Teil noch ganz kurz die News Avoider, die sind, ich kenne jetzt keine Studien aus traditionellen Welten, die gibt es, glaube ich, aber... Es gibt tatsächlich Studien aus verschiedenen europäischen Ländern. Es gibt die Sachen, die Olaf Jandura beispielsweise gemacht hat, der tatsächlich zeigen kann, dass dieser Anteil von Nachrichten-Nichtnutzern abgenommen hat.
Ich versuche gerade den Anfangspunkt der Studie zeitlich zu verorten. Mir fällt es nicht genau ein. Ich weiß gar nicht, ob Olaf Jandura im Publikum ist. Der wollte eigentlich kommen, da könnte er das noch sagen. Aber es gibt aus verschiedenen europäischen Ländern tatsächlich Hinweise darauf, dass dieser Anteil der vor allem regelmäßigen Nachrichtennutzer zurückgeht. Und auch das ist ein Punkt, den wir übersehen, wenn wir sozusagen nur auf die Nutzer auf Marktanteile vor allem gucken, ja, also sozusagen die, die wirklich dabei sind. Wenn wir als Gesellschaft schauen wollen, wer ist auch nicht dabei, dann müssen wir eben die auch in den Blick nehmen. Und das ist natürlich eine Gruppe, wenn ich mich nicht regelmäßig informiere, wenn das sporadisch ist auch nur noch, ist natürlich eine Gruppe, die für Desinformation und all das natürlich ganz besonders empfänglich sind. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Eine Frage nehme ich noch online dazu, wenn Sie gerne ergänzen. Möchte ich noch ergänzen, weil Nachrichtenvermeidung ist auch eine Folge von Information Overload. Das heißt, in dieser hybriden Nachrichtenwelt, wo wir Tag für Tag konfrontiert werden mit einer Vielzahl von Nachrichten und Informationen, ist es auch eine Reaktion seitens der Rezipienten zu sagen, es wird mir zu viel, vielleicht ist es auch zu viel desgleichen. Das heißt, da weiß man, dass in den letzten Jahren auch aufgrund des Angebots, aufgrund der Entwicklung auch solche Reaktionen stattfinden. Timmann Lang hat sich zugeschaltet. Guten Tag. Erstmal vielen Dank für die wirklich sehr erhellenden Vorträge. Ich habe auch nochmal, ähnlich wie der Kollege Ukro, eine Frage zur Fokussierung auf die Inhalte, die immer wieder Thema war. Ich habe dafür auf der einen Seite sehr viel Sympathie und kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil es auch so ein bisschen in der Argumentationslinie der Entkopplung von Netzen und Diensten liegt. Und dennoch besteht bei mir die Frage, wir haben über Jahre immer wieder diskutiert über die unterschiedlichen Wahrnehmungsdispositive bei den unterschiedlichen Mediengattungen. Dass sich das ein Stück weit aufgelöst hat, ist richtig, oder sie weitgehend aufgelöst hat, aber es bleibt doch ein Unterschied in den Wahrnehmungsdispositiven, was die Medienform selber betrifft. Also ob ich Audioinhalte konsumiere, ob ich Bewegtbildinhalte kombiniere, ob ich sie on the go konsumiere, ob ich sie stationär konsumiere und all diese Dinge. Wie weit berücksichtigen Sie das bei Ihren Überlegungen zur subjektiven Wahrnehmung von Meinung oder von Informationen? Das ist sozusagen wieder die alte oder nochmal die Frage nach der sozusagen generellen Überlegenheit von audiovisuellen Inhalten. Da kann man sagen, okay, selbst wenn wir uns selbst, oder meinten Sie das gar nicht? Nein, ich meine keine Überlegenheit, ich meine die Differenzierung. Also die Überlegenheit, von der Überlegenheit ist keine Rede. Nur es gibt einfach Unterschiede, die will ich jetzt gar nicht hierarchisch werten, aber ist natürlich ein Unterschied, ob ich sozusagen unter welchen wahrnehmungsdispositiven Bedingungen ich Inhalte konsumiere. Das ist natürlich völlig richtig. Ja. Also gerade auch, wenn man denkt, unter welchen Bedingungen habe ich sozusagen eine hohe Aufmerksamkeit von den Medien halt, wo bin ich unter Umständen abgelenkt, habe Dual Use von Online und Fernsehen und solche Sachen. Also wenn ich jetzt eine Wirkungsstudie aufsetzen würde, dann würde ich sagen, klar, das will ich alles berücksichtigen. Wir haben auch tatsächlich in der Befragung, die wir jetzt gemacht haben, haben wir tatsächlich auch Parallelnutzungen erfasst, wo wir noch mal ein bisschen gucken wollen. Ich würde jetzt sozusagen aus einer pragmatischen Argumentation her, würde ich dann eher sagen, okay, vielleicht kommen wir, wenn wir an die Nutzung ran wollen, auch stärker sozusagen über die subjektive Wahrnehmung von Bedeutung zum Beispiel, wie das auf der Vielfaltsmonitor kommen, auf eine pragmatische, nicht zu aufwendige Art und Weise da dran. Wie gesagt, bei einer Wirkungsstudie würde ich das berücksichtigen, aber sozusagen für eine kontinuierliche Betrachtung ist das wahrscheinlich relativ aufwendig. Also vielleicht würde ich so sagen. Es ist ein bisschen immer, das haben wir auch immer wieder diskutiert sozusagen, und das ist auch in der sozusagen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Problemen des Konzentrationsrechts immer wieder so ein Zwiespalt. Man hat sozusagen ganz viel, was man eigentlich weiß aus der Wirkungsforschung, was irgendwie einen Einfluss hat, und auf der anderen Seite muss man natürlich einen Weg finden, wie man das auf eine praktikable und handhabbare Weise irgendwie ein Proxy, eine Annäherung finden kann an das, was an Wirkungsprozessen dahinter steht. Also von daher einerseits Zustimmung und andererseits vor die Klammer ziehen sozusagen.
Wenn wir jetzt beim Fußball wären, würde ich sagen, wir sind in der Nachspielzeit, aber ich gebe uns noch 2 Minuten, weil einen Fragesteller, den hat man mir noch ans Herz gelegt, den würde ich jetzt auch gerne mitnehmen, wenn alle noch durchhalten, diese kurze Runde. Das ist nämlich Professor Hein von der Uni Köln, wenn wir es vielleicht kompakt versuchen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich. Das ist schön. Ich habe sehr interessante Ausführungen gehört, jetzt von kommunikationswissenschaftlicher Seite. Eine Vielzahl von Wirkungszusammenhängen oder Wirkungsvermutungen, eine Vielzahl möglicher Kriterien, eine Vielzahl möglicher vielfaltsverstärkender oder vielfaltshemmender Effekte im Rahmen von intermediären Prozessen. Aus der Sicht des Juristen, der um ein neues Vielfaltssicherungsrecht oder Konzentrationsrecht in den Medien bemüht ist, frage ich mich natürlich, wie soll das auf der abstrakt generellen Ebene des Gesetzgebers zu operationalisieren sein? Und die Situation des Gesetzgebers ist ja eine völlig andere als die des Einzelfallanwenders. Soweit der Gesetzgeber mir Spielraum lässt, kann ich als Einzelanwender im Rahmen einer Gesamtabwägung sehr viele Effekte berücksichtigen. Der Gesetzgeber muss sich aber auf teilweise generalisierende Kriterien zurückziehen, die überhaupt im Rahmen einer abstrakt generellen Regelung operationalisierbar sind. Ja, wir hatten bisher das Zuschaueranteilsmodell oder haben es auch noch. Das hat Defizite, das ist klar. Aber da war die Technik des Gesetzgebers zu sagen, wir wählen ein bestimmtes Kriterium heraus, was natürlich plausibel sein muss, von der Sachrationalität geprägt sein muss. Und dann können soweit Spielräume für die Einzelanwendung bestehen, die allerdings das Bundesverwaltungsgericht weitgehend zugemacht hat, durch dieses unselige Urteil, dann können in der Einzelfallanwendung noch zusätzliche Aspekte eine Rolle spielen. Muss es uns nicht darum gehen, was das Konzentrationsrecht betrifft, dass wir, wenn wir ein Gesamtmarktmodell konzipieren, unsere Forschung möglichst darauf ausrichten, ein generalisiertes Kriterium oder von mir aus auch zwei bis drei generalisierende Kriterien zu finden, die in der Sachrationalität angelegt sind und dann im Übrigen für die Einzelanwendung auf der exekutiven Ebene noch Spielräume zu eröffnen, um gegebenenfalls zusätzliche relevante Gesichtspunkte in die Konzentrationsbetrachtung einzubeziehen. Müsste nicht das unser Ziel sein? Vielen Dank, Professor Hein, für die Frage. Das ist eigentlich der perfekte Teaser für den zweiten Teil dieser Runde. Da werden Sie nämlich die Antwort bekommen. Und damit wir auch alle gebannt nach der Pause dabei bleiben, frage ich trotzdem die beiden hier auf dem Podium ganz kurz. Hat er die richtige Frage gestellt und werden wir eine Antwort kriegen? Monaten, oder? Nee, er hat natürlich die richtige Frage gestellt, weil es ist jetzt deutlich geworden, aus der Wirkungsperspektive sind es eine Vielzahl an Kriterien, aber wie damals, wo es um Aktualität oder Breitenwirkung und Suggestivkraft geht, auf der Suche sind wir nach so einem Kriterium. Es ist nicht endlos, die Auswahl, aber es gibt natürlich auch schon Licht am Horizont, es gibt bestimmte Kriterien, die auf der Hand liegen, die man mit einbeziehen kann. Und Sie sind auch zuversichtlich, Herr Rannemann? Ja, also ich glaube, das ist genau das Problem, was wir eben bei der vorherigen Frage schon mal hatten. Ja, also wir sind uns natürlich völlig klar, dass es solche handhabbaren Kriterien geben muss. Und wir bemühen uns, aber sind noch nicht fertig. Dann haben wir jetzt viel besprochen. Vielen Dank bis hierhin. Wir machen eine kleine Pause, die geht bis 11.15 Uhr. Und machen Sie was draus, dann machen wir weiter. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind hoffentlich alle wieder frisch. Wir gehen in die zweite Runde an dieser Stelle. Unser Roundtable Nummer 2 ist überschrieben mit Stärkung der Meinungsvielfalt auf dem Weg zu einer Reform des deutschen Medienkonzentrationsrechts. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, auch was diese rechtlichen und damit möglichen politischen Fragen in der Folge anbelangt. Wir haben einen Impuls. Professor Natascha Just ist bei uns von der Uni in Zürich. Sie hat ganz frisch
ein Gutachten erstellt zu diesem Thema. Sie hat ihre Mitarbeiterinnen mitgebracht. Sie werden heute gemeinsam hier präsentieren. Freue ich mich sehr. Alina Birrer ist bei uns auch und Danja He an dieser Stelle. Rechtsrahmen und Indikatoren medialer Konzentrations- und Meinungsmachtkontrolle im internationalen Vergleich. Bitte schön. Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Herr Jenter. Ich weiß nicht, es erscheint, jetzt ist es hier. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Natascha Just und ich freue mich sehr, dass ich heute hier gemeinsam mit meinen zwei Kolleginnen Alina Birrer und Danja He Ergebnisse aus dem Gutachten Rechtsrahmen und Indikatoren medialer Konzentrations- und Meinungsmachtkontrolle präsentieren darf. Einleitend gleich einige Hinweise zur Vorgangsweise und auch zur Zielsetzung, die wir hatten. Das Ziel war nämlich die Darstellung der Medienkonzentrations- und Marktmachtkontrolle in verschiedenen Ländern und dies unter Berücksichtigung von laufenden und auch in den letzten Jahren durchgeführten Veränderungen und Reformen der Regulierung an die Digitalisierung. Und ganz zentral waren hier insbesondere die Fragen, wie und ob jetzt einzelne Länder auch Online-Mediäre und Internetplattformen in die Regulierung mit einbeziehen und welche Begriffe hier auch zentral sind. Bei den Ländern ist es so, dass wir eine bewusste Länderauswahl getroffen haben. Wir haben einerseits Deutschland als ein Referenzland genommen und andererseits haben wir Länder ausgewählt, bei denen uns bekannt war, dass in diesen Ländern Reformen stattfinden, beziehungsweise sind es Länder, die in der Vergangenheit auch bereits mit bestimmten Ansätzen und mit bestimmten Lösungsansätzen für die Medienkonzentrationskontrolle aufgefallen sind. Das sind jetzt, wie Sie hier sehen können, eben Deutschland, UK, Schweiz, Österreich und die USA. Methodisch basiert die Untersuchung auf Dokumentenanalysen. Hier war für uns natürlich eine Vielzahl an Dokumenten relevant. Das waren Gesetze, das waren Dokumente aus dem Gesetzgebungsprozess bis hin natürlich zu wissenschaftlicher Fachliteratur. Worauf liegt der Fokus? Der Fokus der Analyse liegt auf der Konzentrationskontrolle und Vielfaltsicherung im Medienrecht auf der einen Seite und andererseits aber auch auf der Marktmachtkontrolle im Wettbewerbsrecht. Und diese Kombination ist deshalb zentral und ergibt sich eben aus der Tatsache, dass im Medienbereich wir nicht nur sektorspezifische Regulierung kennen, die sich mit dieser Frage beschäftigt, sondern dass es auch Sonderbestimmungen im Wettbewerbsrecht gibt und natürlich auch generell das allgemeine Wettbewerbsrecht hier anwendbar ist. Diese zwei Bereiche sind also ganz stark verknüpft und wir sehen auch in den Analysen, dass es hier vermutlich zu einer stärkeren Verzahnung auch hinkünftig kommen wird, insbesondere auch bei der institutionellen Zusammenarbeit, bei der Frage auch, welche Gesetze überhaupt angewendet werden sollen und auch bei der Frage, in welchem Gesetz diese Reformen dann tatsächlich auch stattfinden sollen. Wir werden Ihnen jetzt einige Ergebnisse vorstellen, damit genug Zeit für die Diskussion bleibt, machen wir das recht kurz und knapp. Sie haben das Executive Summary bekommen und es gibt auch einen 250-seitigen Bericht, wo dann alle Feinheiten und Details enthalten sind, die natürlich jetzt hier nicht vorgestellt werden können, aber der steht Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung. Kommen wir als Auftakt zu Deutschland und Sie wissen ja, wir haben es heute bereits gehört, mit dem neuen Medienstaatsvertrag, der im letzten November in Kraft getreten ist, bleibt eben diese fernsehzentrierte Medienkonzentrationskontrolle mit dem Zuschaueranteilsmodell bestehen. Es wurden aber, es wurde bereits angetönt, Reformen in Aussicht gestellt. Das war mit der Protokollerklärung der Länder zum Medienstaatsvertrag. Und da wurde auch in Aussicht gestellt, dass man sich auch die lokale und regionale Medienvielfalt anschaut. Im Wettbewerbsrecht ist es so, dass wir bereits seit den 1970er Jahren Sonderbestimmungen kennen für den Pressebereich, die später dann auch auf den Rundfunk erweitert wurden. Es handelt sich unter anderem um Multiplikatorfaktoren bei der Berechnung der Umsatzerlöse im Rahmen der Fusionskontrolle. Und es ist auch so, dass wir seit 2013 diese Möglichkeit von Sanierungsfusionen haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Zusammenschlüsse im Zeitschriften- und Zeitungsbereich zu genehmigen, auch wenn
die, wenn beispielsweise eine marktbeherrschende Stellung hier entstehen könnte, und zwar dann eben, wenn eines dieser beteiligten Unternehmen ohne diesen Zusammenschluss in seiner Existenz gefährdet wäre. Wenn wir jetzt auf die Begriffe schauen, die verwendet werden, dann sehen wir, dass weiterhin die Meinungsvielfalt zentral ist. Mit dieser Meinungsvielfalt soll eben vorherrschende Meinungsmacht verhindert werden. Was wir auch sehen, ist, dass der Grundsatz der kommunikativen Chancengleichheit in unseren Augen eine Aufwertung bekommt hier in diesen Reformen. Er wird deutlicher akzentuiert. Es geht eben ganz zentral um diese aktive und passive Gleichheit sozusagen der Chancen beim Prozess der Kommunikation, beim Prozess der Meinungsbildung auch. Kommt auch zum Beispiel in diesem Verbot der unbilligen Behinderung ganz klar zum Ausdruck. Darüber hinaus haben wir neu diesen Begriff der Aufmerksamkeitssteuerung, die Aufmerksamkeitssteuerung durch Online-Gatekeeper, die sich eben auf die Wahrnehmbarkeit und auch die Auffindbarkeit von Online-Inhalten auswirkt. Im traditionellen Wettbewerbsrecht sind es die traditionellen Begriffe der Marktmacht und der marktbeherrschenden Stellung, die natürlich zentral sind, aber diese werden jetzt neu verbunden mit Begriffen, die die spezifische Funktionsweise der mehrseitigen Märkte prägen. Das sind zum Beispiel direkte und indirekte Netzeffekte oder es sind auch Daten. Ganz deutlich wird auch von Intermediationsmacht gesprochen, Intermediationsmacht, die diese Online-Plattformen haben und denen man eben entsprechend begegnen müsse. Wie sind jetzt konkret einige Reaktionen eben auf Plattformen und Online-Intermediäre in Deutschland aus? Wir haben einen neuartigen Einsatz der Einbindung von Online-Intermediären eben in dieses System der Vielfaltsicherung im Medienstaatsvertrag. Es gibt kein anderes Land, das wurde heute in der Früh ja schon erwähnt, das derzeit etwas Vergleichbares hat. Und im Zentrum stehen eigentlich diese drei Anbieter, Medienplattformen, Benutzeroberflächen und Medienintermediäre. Die Begriffe sind, so die Kritik, nicht trennscharf, was in der Praxis eben vermutlich zu Problemen führen wird. Und diese unterliegen nun eben Behinderungs- und Diskriminierungsverboten, aber auch unter anderem Transparenzgeboten. Und in diesen Bestimmungen kommen ganz zentral diese Aspekte eben der Vielfaltsicherung, der kommunikativen Chancengleichheit zum Tragen. Wir sehen das unter anderem bei dieser Frage der Offenheit der Übertragungswege, diese Offenheit der Übertragungswege, die der Sicherstellung einer Angebotsvielfalt dienen, damit eben es zu einer ausreichenden Meinungsbildung kommen kann. Es ist eine strukturelle Voraussetzung überhaupt, dass eben ein Meinungswettbewerb hier stattfinden kann. Wir sehen es bei Fragen um die Auffindbarkeit bzw. die privilegierte Auffindbarkeit, konkret auch von Public-Value-Angeboten. Wir sehen es bei Aspekten über die Signalintegrität, die auch ganz wichtig ist, weil sie die Hoheit der Anbieter über ihre eigenen Inhalte garantiert. Und wir sehen es bei Transparenzpflichten, im Wesentlichen auch bei Transparenzpflichten, bei Aggregation, Selektion und Präsentation von Inhalten, die eben auch auf Basis von Vielfaltsaspekten diskutiert werden und die darauf abzielen, dass es nicht zu einer Benachteiligung von irgendwelchen meinungsbildenden Inhalten kommt. Was wir auch ganz deutlich sehen, und wir sehen das in allen Ländern, es gibt Diskussionen und Aktivitäten, die sich stark auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Medienunternehmen beziehen, und zwar gegenüber ihren digitalen Konkurrenten. In Deutschland können wir hier die Absenkung der Multiplikatorfaktoren zuletzt 2021 nennen, aber auch die neue Ausnahme vom Kartellverbot für bestimmte Pressekooperationen. Die gescheiterte Online-Presseförderung wäre beispielsweise auch eine solche Maßnahme. Am bedeutendsten jetzt aber, und das ist natürlich in allen Ländern der Fall, kommt es im Hinblick auf Reaktionen auf diese Plattformen und Online-Intermediäre
um zu Änderungen im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder allgemein in den Wettbewerbsgesetzen, wo es eben genau darum geht, um diese Berücksichtigung der Spezifika dieser mehrseitigen Märkte in der Missbrauchsaufsicht und auch in der Fusionskontrolle. Die genannten direkten und indirekten Netzeffekte sind hier wichtig, die besondere Rollen von Daten, insbesondere eben auch der Zugang zu Daten als ein mögliches Kriterium der Marktbeherrschung. Was auch relevant ist, sind diese Märkte bei Unentgeltlichkeit, weil jetzt endlich eben anerkannt wird, dass Märkte auch bestehen können, wenn ein Nutzer, eine Nutzerin nicht monetär dafür bezahlt. Wir kennen das ja eigentlich aus traditionellen Medienmärkten und Deutschland war ja schon auch in den 90er Jahren hier eigentlich Vorreiter, die das gefordert haben, noch lange bevor wir über die Theorie der mehrseitigen Märkte eigentlich gesprochen haben. Was auch zentral ist, ist diese Möglichkeit des frühzeitigen Eingreifens gegenüber Online-Intermediären. Beispielsweise diese Transaktionsschwellenwerte in der Fusionskontrolle, die darauf abzielen, dass man eben sogenannte Killer-Akquisitionen erfassen kann. Das bedeutet, Unternehmen werden übernommen und damit potenzielle Wettbewerber beispielsweise eliminiert. Und dann haben wir dieses ÜMIP. Konzept und diese Bestimmung erlaubt es dem Bundeskartellamt per Verfügung festzustellen, dass einem Unternehmen eben eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt und sobald das eben festgestellt wird, kann es ex ante Verhaltensweisen auferlegen, beispielsweise eben, dass man sich nicht selbst bevorzugen darf oder dass man auch bestimmte Behinderungspraktiken nicht durchführen darf. Und diese letzte Neuerung, dieses ÜMIP, entspricht auch ganz stark dieser Forderung nach Ex-ante-Regulierung gegenüber Plattformen, wie wir es sehen, wie sie beispielsweise auch im Digital Markets Act ganz deutlich an Bedeutung gewinnen. Und damit kommen wir bereits zum Vereinigten Königreich und ich übergebe an Danja Hee. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu diesem Teil der Präsentation zum Vereinigten Königreich. Das Vereinigte Königreich stellt zusammen mit Deutschland eine Ausnahme innerhalb der untersuchten Länder dar, denn auch im UK wird aktuell über mögliche Reformen der Medienkonzentrationskontrolle diskutiert. Sie werden aber noch hören, dass das in anderen Ländern eben nicht der Fall ist. Im UK spielt die traditionelle Medienkonzentrationskontrolle, die auf die Struktur abzielt, kaum noch eine Rolle. Vielmehr sehen wir seit den 2000er Jahren, wie in zahlreichen anderen Ländern, weitreichende Deregulierung in diesem Bereich. Und das wird argumentiert, vor allem mit der Kanalvermehrung und dem Wegfall der Frequenzknappheit. Damit gewann das Wettbewerbsrecht auch an Bedeutung. Und im Wettbewerbsrecht ist der Media Public Interest Test verankert. Dieser Test ist für die Medienkonzentrationskontrolle im UK ganz zentral. Denn er erlaubt es, bei Medienfusionen die Sicherung der Anbieter-, Angebots- und Meinungsvielfalt zu berücksichtigen. Konkret können aufgrund dieser gesetzlich definierten öffentlichen Interessen kann der Secretary of State, also Kulturminister, Medienfusionen untersagen. Die Verankerung des Media Public Interest Test im Wettbewerbsrecht weist bereits auf eine starke Verzahnung zwischen Medien- und Wettbewerbsrecht hin. Und diese starke Verzahnung zeigt sich außerdem auch in den geteilten Zuständigkeiten zwischen dem Ofcom als sektorspezifischer Medienaufsichts- und auch Wettbewerbsbehörde und der CMA als allgemeiner Wettbewerbsbehörde. Hier ist noch wichtig zu betonen, dass eine Prüfung der Medienkonzentration durch das Ofcom bislang nur im Rahmen des genannten Media Public Interest Tests stattfinden kann. Nach der Deregulierung verbleiben zur Sicherung der Anbietervielfalt im UK insbesondere noch Eigentumsbeschränkungen für bestimmte nationale crossmediale Verflechtungen. Zudem existieren weiterhin Lizenzbedingungen für den Rundfunk. Unter anderem können, wie Sie später auch in der Schweiz sehen werden, im UK auch private Anbieter mit einem Public Service Auftrag betraut werden. Während die traditionelle Medienkonzentrationskontrolle im UK also kaum noch von Bedeutung ist, werden im Hinblick auf Internetplattformen aber ganz konkrete Reformen diskutiert oder geplant und das sowohl im Medien- als auch im Wettbewerbsrecht. So hat das Ofcom vor kurzem auch mit Verweis auf die Entwicklungen in Deutschland ein Konsultationsverfahren durchgeführt zur Zukunft der Medienvielfalt. Im Fokus steht dabei auch die Rolle von Online-Intermediären und von Algorithmen für die Nachrichtennutzung und die Medienvielfalt. Und zudem ist ein Gesetz geplant aktuell im UK zur Regulierung schädlicher Online-Inhalte.
Diskutiert wird ebenfalls, ob das Ofcom auch außerhalb des Media Public Interest Tests in der Fusionskontrolle, den ich eben genannt habe, die Medienkonzentration auch regelmäßig überprüfen können soll. Noch liegen dort aber keine ganz konkreten Vorschläge auf dem Tisch. Darüber hinaus plant die britische Regierung umfassende Reformen des Wettbewerbsrechts zur Anpassung an digitale Märkte. Sie betont hierbei auch ihre Souveränität nach dem EU-Austritt. Im Moment finden Konsultationsverfahren in diesem Bereich statt. Wir wissen also noch nicht ganz genau, wie die wettbewerbsrechtlichen Reformen ausgestaltet sein werden. Aber es gibt schon einige konkrete Vorschläge, die zeigen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt zu den Anpassungen in Deutschland, von denen wir eben gehört haben. Deutschland wird auch dezidiert als Vorbild genannt in diesem Bereich. Konkret soll ein neues wettbewerbsförderndes Ex-ante-Regulierungssystem entstehen, das die Spezifika mehrseitiger Märkte berücksichtigt, insbesondere auch in der Missbrauchsaufsicht und in der Fusionskontrolle. Ähnlich wie für die ÜMÜB-Unternehmen in Deutschland sollen besondere Regeln gelten für Unternehmen mit einem sogenannten strategischen Marktstatus, SMS, und damit sollen auch vor allem die mächtigsten Digitalunternehmen adressiert werden. Die britische Regierung thematisiert und betont bei diesen genannten Anpassungen zur Regulierung digitaler Märkte auch die Notwendigkeit einer Kohärenz zwischen der sektorspezifischen Regulierung einerseits und eben dem Wettbewerbsrecht. Und zur Förderung dieser entsprechenden sektorübergreifenden Zusammenarbeit auch auf Institutionenebene wurden bereits neue Formate geschaffen, beispielsweise zum Austausch zwischen dem Ofcom, der CMA und der Datenschutzbehörde. Ja, in der Schweiz wird im Gegensatz zum UK und zu Deutschland keine Reform der Medienkonzentrationskontrolle diskutiert. Ganz im Gegenteil sehen wir sogar, dass selbst im Jahr 2021 die Deregulierung fortgeführt wird. So soll zukünftig der Erwerb von Rundfunkkonzessionen nicht mehr zahlenmäßig beschränkt werden. Seit 2016 ist zudem die Nichtgefährdung der Angebots- und Meinungsvielfalt keine Voraussetzung mehr für die Erteilung einer Konzession. Im Wettbewerbsrecht gibt es anders als in Deutschland und im UK seit 2003 keine medienspezifischen Sonderbestimmungen mehr. Die Schweizerische Wettbewerbskommission WEKO will in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich verhindern, dass wesensfremde Elemente wie medienpolitische Erwägungen ins Wettbewerbsrecht eingeführt werden sollen. Als struktursichernde Vorschrift im Medienrecht wird in Zukunft somit vor allem eine Vorschrift zum Konzessionierungsverfahren für den Rundfunk verbleiben. Demnach kann bei der Konzessionserteilung, wenn gleichwertige Bewerbungen vorliegen, die Bereicherung der Meinungs- und Angebotsvielfalt als Präferenzkriterium berücksichtigt werden. Zudem gibt es im Konzessionssystem die Möglichkeit, wie auch im UK, private Anbieter an einen Leistungsauftrag zu binden. Auch hier wird gerade über Reformen diskutiert. Darüber hinaus existieren außerhalb des Konzessionssystems noch verhaltensbezogene Vorschriften gegen die Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt. Darin zeigt sich eine starke Verzahnung von Medien- und Wettbewerbsrecht. Denn der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist Voraussetzung dafür, dass diese eben genannte Bestimmung überhaupt angewendet werden kann. Und den Nachweis dafür muss auch die Wettbewerbskommission erbringen, auf Basis von kartellrechtlichen Grundsätzen. Nicht untersucht werden kann dagegen die Gefährdung der Meinungsvielfalt bei Fusionen. In der Praxis ist daher diese verbleibende Vorschrift kaum relevant. Anders als in den anderen untersuchten Ländern zeigt sich die Medien- und Wettbewerbspolitik in der Schweiz insgesamt eher zurückhaltend, was Anpassungen bezüglich digitaler Plattformen angeht. Diese werden nämlich weder im Medienrecht noch im Wettbewerbsrecht explizit adressiert. Und das steht eigentlich auch im Einklang mit der generellen Zurückhaltung der Schweiz in der Regulierung des Online-Medien- und Telekommunikationsbereichs. Stattdessen liegt der strategische Fokus darauf, durch Medienförderung die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Medienanbieter gegenüber den internationalen Plattformen zu stärken. Dies sei insbesondere auch nötig aufgrund der sinkenden Werbeeinnahmen nationaler Medienanbieter. Und so sieht ein 2021 neu beschlossenes Maßnahmenpaket in der Schweiz wirtschaftliche Fördermaßnahmen vor für einheimische Medien, besonders für regionale und lokale Online-Medienangebote sowie für Service-Publik-Angebote. Trotz dieser insgesamten Zurückhaltung der Schweiz, die wir hier sehen, beobachtet die Schweiz aber auch sehr genau die Situation, wie eine Reihe von in Auftrag gegebenen Studien zeigt. Und nun zu Österreich. Vielen Dank. Genau, wir kommen zu Österreich. Auch hier sehen wir ab den 2000er Jahren eine Deregulierung im Bereich der Medienkonzentrationskontrolle.
So wurden striktere Cross-Ownership-Bestimmungen bereits Anfang 2000er Jahre in den Rundfunkgesetzen abgeschafft, ebenso die Möglichkeit zur Entflechtung von Medienunternehmen im Kartellgesetz. Die letzte Lockerung erfolgte dann 2012 und betraf Zulassungsbeschränkungen. All diese Änderungen wurden nun wiederum mit dem Wegfall der Frequenzknappheit und aufgrund von Kanalvermehrung begründet. Seitdem sehen wir in Österreich keine Änderungen in der Medienkonzentrationskontrolle und es sind auch aktuell keine Reformen geplant. Genau. Es verbleiben somit einige wenige Medienkonzentrationsbestimmungen. Diese setzen hauptsächlich an der Eigentumsstruktur an und zielen auf die Sicherung der Anbietervielfalt ab. Ähnlich wie in der Schweiz kann Meinungsvielfalt zusätzlich im Rahmen des Zulassungsverfahrens berücksichtigt werden. Besonders bedeutsam in Österreich ist jetzt, dass das Kartellgesetz Medienvielfalt auch explizit als Regelungsziel anerkennt und diese auch dezidiert als Anbietervielzahl definiert. Zum Ausdruck kommt dies in den Sonderbestimmungen für Medienzusammenschlüsse, die das Kartellgesetz seit 1993 kennt. Beispielsweise gelten auch hier Multiplikatorfaktoren für die Berechnung von Umsatzerlösen. Und diese wurden jetzt aber im Unterschied zu Deutschland seit der Einführung 1993 nicht mehr verändert. Insgesamt zeigt sich also, dass Reformen der traditionellen Medienkonzentrationskontrolle in Österreich nicht diskutiert werden. Plattformen und Intermediäre werden nun aber durch verschiedene Reformen, vor allem im Wettbewerbsrecht, adressiert. Obwohl sich Österreich insgesamt bei den Reformen sehr stark an Deutschland orientiert, wird hier aktuell nicht darüber diskutiert, Plattformen und Intermediäre in das System der Vielfaltsicherung mit einzubeziehen. Sie werden aber bei der Regulierung von illegalen Inhalten adressiert, beispielsweise im neuen Kommunikationsplattformengesetz, das diese verpflichtet, solche Inhalte zu entfernen. Sie haben bereits gehört, dass in anderen Ländern auf die Plattformisierung vermehrt mit Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit traditioneller Medienunternehmen reagiert wird. Und das sehen wir jetzt auch in Österreich, so durch neue Ausnahmen vom Kartellverbot für Pressekooperationen. Weiter zeigt sich, dass Fragen der Marktmachtkontrolle in Österreich nun primär mit Fokus auf die ökonomische Marktmacht diskutiert werden und deshalb im Wettbewerbsrecht adressiert werden. Konkret wurden 2017 und 2021 verschiedene Anpassungen am Kartellgesetz bereits vorgenommen und diese Reformen nennen jetzt explizit Deutschland als Vorbild und führen beispielsweise auch das Konzept der Intermediationsmacht in die Missbrauchsaufsicht ein, ebenso wie die Transaktionswertschwelle in die Fusionskontrolle. Ebenfalls wurde eine dem ÜMIB-Konzept angelehnte Maßnahme eingeführt. Und im Unterschied zu Deutschland ist an die Feststellung einer solchen besonderen Marktstellung in Österreich allerdings kein Ex-ante-Verbot von Verhaltensweisen geknüpft. Es handelt sich hier also eher um eine Maßnahme als Warn- und Signalfunktion. Schließlich sehen wir, wie in Deutschland und im UK, auch in Österreich, dass Bekundungen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen wichtiger werden. Und damit kommen wir abschließend zu den USA. Hier sehen wir generell ein viel stärkeres Vertrauen in den freien Wettbewerb und eine größere Skepsis gegenüber Markteingriffen. Das zeigt sich in zweierlei Hinsicht. Einerseits gibt es auch hier seit den 2000er Jahren eine graduelle Abschaffung von Medienkonzentrationsbestimmungen. Begünstigt wurde diese schrittweise Deregulierung dadurch, dass die Konzentrationsregeln in den USA regelmäßig im Hinblick auf die Entwicklungen im Markt überprüft werden müssen. Und diese für die USA charakteristischen Review-Verfahren wurden in der Vergangenheit allerdings immer wieder durch Gerichtsverfahren verzögert. Beispielsweise wurde die Abschaffung von Medienkonzentrationsbestimmungen von 2017 erst 2021 durch den obersten Gerichtshof bestätigt.
Im aktuell laufenden Review finden sich bereits zudem erste Hinweise und weitere Hinweise, dass in den nächsten Jahren weitere Lockerungen der Medienkonzentrationskontrolle geplant sind. Andererseits kommt jetzt das stärkere Vertrauen in den Markt auch dadurch zum Ausdruck, dass Diskussionen über die Regulierung von Plattformen in den USA eigentlich erst relativ spät einsetzten. Dazu gleich mehr. Nach der schrittweisen Deregulierung existieren nur noch wenige Eigentumsbeschränkungen in den USA. Diese dienen auch der Sicherung der Anbietervielfalt, wie auch in den anderen Ländern, beispielsweise durch eine landesweite Reichweitenobergrenze für den Besitz mehrerer Fernsehsender oder auch durch ein Zusammenschlussverbot für die überregionalen TV-Networks, beispielsweise ABC oder NBC. Wie sehen nun in den USA explizit diese spät eingesetzten Reaktionen auf Plattformen und Intermediäre aus? Einerseits gibt es in den USA aktuell keine Diskussion über die Einbindung von Internetplattformen in das System der Vielfaltsicherung. Aber wir sehen, dass man auch hier vermehrt traditionelle Medienunternehmen gegenüber digitalen Wettbewerbern stärken will. Konkret sieht eine Gesetzesinitiative hier die Förderung lokaler Medien vor, und zwar durch Steuervergünstigungen bei Abos und Werbeschaltungen. Ebenso gibt es einen Vorschlag, der im Wesentlichen eine Art Leistungsschutzrecht in den USA einführen will. Seit kurzem setzt nun auch die US-amerikanische Wettbewerbspolitik neu einen stärkeren strategischen Fokus auf die Bekämpfung marktmächtiger Internetplattformen. Das zeigt sich in verschiedenen Kartellverfahren gegen die größten Tech-Konzerne, aber insbesondere auch in einer Reihe von Reformvorschlägen und aktuellen Gesetzesinitiativen. Im Wesentlichen soll auch hier das Wettbewerbsrecht an die Spezifika der Plattformmärkte angepasst werden. Und nennenswert ist hier insbesondere, oder sind hier insbesondere die Vorschläge zum Verbot von wettbewerbswidrigen Übernahmen. Hierbei sollen strategische Übernahmen verboten werden, die zur Eliminierung von Wettbewerbern führen. Damit rückt in den USA auch die Frage in den Vordergrund, ob nun Wettbewerb oder eben eher Wettbewerber geschützt werden sollen. Und damit kommen wir zu den zusammenfassenden Erkenntnissen. Ja, fassen wir kurz zusammen, was sehen wir? Also Deutschland nimmt ganz klar eine Vorreiterrolle ein und hat eigentlich relativ frühzeitig, auch wenn es vielleicht für einige hier nicht so wirkt, aber doch im internationalen Vergleich relativ frühzeitig genuine Reformen auch im Hinblick auf diese Online-Intermediäre vorgelegt. Und es wird auch immer wieder, insbesondere auch beim Wettbewerbsrecht, als Vorbild genannt eben für andere Länder. Inwiefern jetzt diese neuen medienrechtlichen Bestimmungen auch zukünftig eine Vorbildwirkung haben werden, hängt sicherlich auch noch mit der Frage zusammen, wie jetzt die Europäische Union diesen Sonderweg unter Anführungszeichen von Deutschland auch mit diesem Marktortprinzip weiter beurteilen wird. Des Weiteren sehen wir auch, dass eben mit der Ausnahme von Deutschland und vermutlich noch vom UK, wo wir es nicht ganz genau wissen, weil die konkreten Reformvorschläge noch nicht vorliegen, es keine dezidierten Reformen der medialen Markt- und Meinungskontrolle gibt in den Ländern, dass es kein prioritäres Politikfeld ist, sondern dass die Schwerpunkte auf ganz anderen Regulierungsproblemen liegen. Einerseits natürlich auf der Marktmacht durch das Wettbewerbsrecht, andererseits auf dieser Frage von schädlichen, illegalen Inhalten, Desinformation etc. Was aber in den Mittelpunkt rückt, ist eben diese Stärkung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Plattformen. Also wir sehen diese Diskussion in allen Ländern, die wir derzeit angeschaut haben. Wie kann man nationale Medienanbieter gegenüber diesen internationalen digitalen Konkurrenten sozusagen schützen? Und man muss einfach sagen, die Reformen erfolgen schwerpunktmäßig im Wettbewerbsrecht mit dieser Anpassung an die Spezifika der mehrseitigen Märkte, und damit rückt eben gleichzeitig ganz stark dieses Verhältnis zwischen Wettbewerbsrecht und Regulierung wieder in den Mittelpunkt. Wir danken Ihnen ganz herzlich
für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns jetzt auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Professor Just. Vielen Dank, Frau Birra und Frau He. Ich darf die Runde erweitern, darf Sie herzlich einladen, mit nach vorne zu kommen. Frau Just bleibt bei uns. Die beiden Mitarbeiterinnen haben auch die Option, vom Platz dazuzukommen. Und dann freue ich mich, begrüßen zu dürfen in dieser Runde, wenn Sie möchten, gleich bei mir in der Nähe. Carolina Gernbauer, Staatsrätin, Amtschefin der Bayerischen Staatskanzlei. Herzlich willkommen, Frau Gernbauer. Danke. Dann gehe ich weiter. Den sollten Sie kennen, Thorsten Schmiege, Geschäftsführer und künftig Präsident der BLM und vorhin schon eingeschaltet in die Debatte der Mitglied der Kommission KEK, Professor Ralf Müller-Terpitz. Herzlich willkommen. Wenn ich mir das jetzt nochmal so Revue passieren lasse, was Sie vorgestellt haben, Frau Just, und dann am Ende das Fazit gezogen haben, Deutschland ist Vorreiter an dieser Stelle, gebe ich jetzt und dann vielleicht die Entgegnung von Ihnen die Frage an die Vertreterin der Politik gleich weiter. Können wir denn irgendwas lernen von den anderen Ländern, wenn Sie sich das hier anhören, oder sagen Sie, schade, das müssen wir alles selber hinkriegen? Naja, lieber Jenta, zuerst bin ich mal ganz überrascht, dass wir hier so als Vorreiter gelten, sage ich jetzt mal. Das finde ich ja grundsätzlich erfreulich, das ist das eine. Das zweite ist, man kann immer von anderen lernen, das ist der generelle Grundsatz und da will ich auch gleich mal einsteigen, vielleicht bei dem Thema, das Sie jetzt zum Schluss aufgerufen haben. Für mich ist ja die Frage, die aus diesem internationalen Vergleich auch kommt, brauchen wir überhaupt ein Medienkonzentrationsrecht? Wir haben seit langer Zeit ein Medienkonzentrationsrecht in Deutschland, das, sage ich jetzt mal, leer läuft, wenn man ehrlich ist. Jetzt kann man sagen, gut, dass es leer läuft, sage ich jetzt mal. Wir haben offensichtlich kein Problem in der Kontrolle. Oder vielleicht ist es aber auch nicht das richtige Recht dazu, um die Kontrolle richtig auszuführen. Deswegen glaube ich schon, wir brauchen ein solches Recht für die Meinungsvielfaltsicherung. Und ich glaube auch, wenn ich das sagen darf, wir brauchen andere Kriterien für die Zukunft, wenn ich das gleich einführend so sagen darf, weil sich halt einfach die Welt geändert hat, die Medienwelt. Aber wir müssen vielleicht schon auch, wenn Sie mir das noch erlauben zu sagen, mal ein bisschen gucken, was kann Medienkonzentrationsrecht überhaupt leisten? Ich hatte bei den wirklich sehr interessanten Vorträgen hier einfach das Gefühl, dass man, ich sage jetzt mal, das Medienkonzentrationsrecht in keinem Fall überfrachten darf. Ja? Weil man muss sehr stark unterscheiden, was kann es, was muss es eigentlich leisten, um diese Meinungsvielfalt überhaupt zu erhalten und was kann es eben nicht. Und was es nicht kann, das ist mir heute Vormittag so richtig klar geworden, es kann nicht politische Bildung sichern. Es kann Angebote sichern, das kann es und deswegen glaube ich auch ganz ehrlich gesagt, dass es angebotssichernd weiter sein muss und angebotsbezogen und nicht inhaltssichernd. Das hätten wir zwar sehr gerne auch in der Politik, dass auch, ich sage jetzt mal, das Richtige gemacht wird, aber auch früher mussten Sie den Fernseher erstmal einschalten, um Nachrichten zu hören und wenn Sie eingeschaltet haben und trotzdem Tatort geguckt haben und keine Nachrichten, dann war das eben so. Ja? Also wir dürfen jetzt auch nicht, ich sage jetzt mal, das übertreiben und meinen, ich sage jetzt mal, wer im Internet surft, der muss halt einfach auch damit politischen Inhalt generieren. Das wäre zwar schön, aber das ist nicht die Aufgabe eines Medienkonzentrationsrechts. Ist das etwas, vielen Dank Frau Gernbauer, wo Sie sagen, als Wissenschaftlerin gehe ich mit, weil es auch sonst gar nicht handhabbar wird an der Stelle? Also ich bin vielleicht die Ausnahme dann unter den zwei Kolleginnen, dass ich es einfach als sehr, sehr schwierig sehe, tatsächlich hier einen empirischen Nachweis zu erbringen für viele dieser normativen Annahmen, die wir haben. Ja? Und dadurch, wie Sie richtig sagen, Frau Gernbauer, einerseits läuft es leer, aber andererseits stellt sich eben die Frage, was kann es tatsächlich eben erfüllen und erbringen? Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man ein großes empirisches Projekt irgendwie rundherum bauen muss, das vermutlich auch lange dauert, wo wir methodische Probleme haben werden, ich glaube, das kann eben so ein Gesetzgeber in diesem Recht nicht so berücksichtigen, obwohl er natürlich auch adaptive Politik berücksichtigen könnte. Ja, und ich glaube, da in diese Richtung müsste es schon gehen und ich würde es auch begrüßen, wenn empirisch in diese Richtung weiter geforscht wird. Aber ich glaube, gerade das, was wir eben sehen in den verschiedenen Ländern, dass es diese weitere Deregulierung gibt, ist eben, dass man gesagt hat, es ist einfach schwierig, das empirisch tatsächlich festzulegen mit einem einzigen Maß.
beispielsweise, weil es zu viele quantitative und qualitative Kriterien zu berücksichtigen gilt. Herr Müller-Terpitz, nun sind Sie in einer Kommission, die früher oder später ja auch eine Stellungnahme abgeben muss und das hat dann Folgen. Was ist denn, wenn Sie sich die Debatte des Vormittags und auch jetzt anhören, sozusagen für Sie der Ansatzpunkt? Welche Kriterien hätten Sie denn gerne noch, damit auch Sie sagen, dann könnten wir eine zeitgemäßere, eine möglicherweise fundiertere Entscheidung für die heutige Medienlandschaft treffen? Die KEK hat dazu ja schon einen Vorschlag vorgelegt in Gestalt dieses Gesamtmarktmodells. Und das Gesamtmarktmodell ist ja im Grunde genommen die normative Ummantelung des Vielfaltsmonitors. Also es ist ja gerade die Idee der KEK, dass man den Vielfaltsmonitor als empirische Grundlage, als empirisches Tool sozusagen in den normativen Rahmen mit hineinholt. Deswegen würde ich da auch gar keinen Gegensatz machen. Also das, was die KEK macht, das ist Vollzug von Gesetzesnormen, das ist normatives Arbeiten. Was der Vielfaltsmonitor leistet, ist die empirische Grundlage für Entscheidungen zu geben. Ich konzediere und es gab da auch aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht der meisten KEK-Mitglieder überhaupt keinen Widerspruch zu all dem, was heute Morgen referiert worden ist, auch von kommunikationswissenschaftlicher Seite, dass die Normen, wie wir sie im Moment haben, völlig defizitär sind, dass sie sich auf die falschen Themen fokussieren, dass wir von falschen sozusagen ja, normativen Gewichtungsfaktoren und so weiter ausgehen. Deswegen haben wir schon im Jahre 2017 ein Gesamtmarktmodell als normativen Rahmen vorgeschlagen. Das ist bislang nicht umgesetzt worden. Sie hatten ja darauf hingewiesen, es gibt diese Protokollerklärung, dass man an dem Thema seitens der Länder, der Gesetzgeber weiterarbeiten will. Aber ich denke, heute Morgen ist auch klar herausgekommen, warum es nicht umgesetzt worden ist bislang. Also das ist zumindest meine Bewertung. Es ist wahnsinnig kompliziert, es ist wahnsinnig komplex und wir müssen uns natürlich, Herr Hein hat es angedeutet, auch auf sozusagen abstrakt generelle Parameter dann einigen. Da habe ich vielleicht einen kleinen Dissens zu dem, was heute Morgen gesagt worden ist, im Sinne sozusagen einer Operationalisierbarkeit, einer Vereinfachung und dann auch Vollziehbarkeit von Normen, glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, sich auf ein, zwei Parameter zu beschränken. Und das wäre dann wahrscheinlich für ein Medienkonzentrationsrecht, das tatsächlich ja eher so ein Marktdesignrecht ist, die Anbietervielfalt. Und Anbietervielfalt ist auch nach wie vor meines Erachtens, und so habe ich auch Frau Stark verstanden, ein ganz wichtiger Parameter. Und da sollten wir, glaube ich, da gebe ich Frau Gernbauer völlig recht, das Medienkonzentrationsrecht auch gar nicht überfrachten. Es hat dann diese Aufgabe, sozusagen Anbietervielfalt zu gewährleisten und da sozusagen rote Linien zu definieren. Das tut es ja im Moment im Übrigen auch. Wenn wir das derzeitige Medienkonzentrationsrecht trotz seiner ganzen Defizite nicht hätten, hätten wir möglicherweise schon eine Fusion aus RTL und Sat.1, beziehungsweise ProSieben Sat.1. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den Sie vor allen Dingen dann in die Diskussion gebracht haben mit der Nutzervielfalt, das ist meines Erachtens ein Aspekt, den müssen wir vornehmlich außerhalb des Medienkonzentrationsrechts behandeln. Und da denkt man natürlich dann insbesondere an Intermediärsregulierung etc. Da haben wir ja erste Ansätze. Und das kann dann gegebenenfalls ausgebaut werden. Das ist sozusagen dann die rechtspolitische Diskussion, die wir führen müssen. Herr Schmiege, Anbietervielfalt, das war ein starkes Plädoyer, sich darauf zu konzentrieren. Die BLM schaut auf Anbieter, jetzt auch in Ihrem Bereich. Was ist denn da das sinnvolle Startniveau? Also sagen wir da jetzt einfach, Anbietervielfalt ist dann gewährleistet, wenn es so bleibt wie jetzt. Also jetzt ist alles super, wir haben genug Anbieter und alles, was dann weniger wird oder sich konzentriert, ist ein Problem. Oder kann man es auch umgekehrt angehen und sagen, wir haben eigentlich schon ein Problem? Also von welcher Basis wollen Sie starten? Ja, ich würde erstmal starten, dass wir eigentlich zwei Bereiche haben, jetzt auch in diesen Studienergebnissen. Das eine ist, dass man das bestehende Markt oder das Medienkonzentrationsrecht mal unter die Lupe genommen hat, festgestellt hat, es ist an vielen Stellen vielleicht nicht mehr ganz plausibel. Man muss es auf jeden Fall weiterentwickeln. Und das Zweite, und das war ja sozusagen dann auch diese Hinwendung zum Thema Nutzer, dass man sagt, wir haben aber auch das Phänomen Medienintermediäre, die ja sozusagen in den bisherigen Systemen gar nicht richtig abgebildet werden. Wie will man das denn in ein stimmiges System bringen? Ja? Insofern sind es streng genommen zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir wollen halt die Meinungsvielfalt schützen. Wir wollen auch den freien Meinungsbildungsprozess schützen. Da ist bisher als ausreichend empfunden worden, dass man halt eine Anbietervielfalt hat. Auch nicht Angebotsvielfalt, sondern bewusst Anbietervielfalt. Die wird durchs Medienkonzentrationsrecht geschützt. Daneben gibt es dann noch Maßnahmen oder auch Anreize, um Angebotsvielfalt zu stärken.
Aber was natürlich eine ganz neue Aufgabenstellung ist, wie geht man mit Medienintermediären um? Die schaffen selbst keine Angebote, sie sind auch nicht Anbieter, aber sie haben natürlich einen sehr großen Einfluss darauf, welche Informationen zum Nutzer kommen. Und das finde ich, jetzt würde ich diese beiden Diskussionen fast sogar getrennt voneinander führen wollen, dass man sagt, was müssen wir beim Medienkonzentrationsrecht tun? Müssen wir was tun? Ist sozusagen der Aufwand, den man jetzt vielleicht auch mit einer etwas genaueren Erfassung von Meinungsmacht von Anbietern erreicht, ist der gerechtfertigt? Lohnt er sich? Oder haben wir da überhaupt kein Problem mehr? Und die andere Frage, und das ist ja auch so ein bisschen der Spiegel der allgemeinen Diskussion in der Medienpolitik, dass man sagt, wir haben einige Phänomene, die wir als potenzielle Bedrohung auch für die Meinungsbildung empfinden. Blasen sind angesprochen worden, auch Echokammern, die jetzt eigentlich mit der, mit den herkömmlichen Instrumenten gar nicht erfasst werden, sondern wo wir uns fragen müssen, kommt man daran, indem man anfängt, bei den Medienintermediären Instrumente zu entwickeln. Und dass das natürlich, dass wir da sehr am Anfang stehen, auch dass natürlich immer kritisch hinterfragt werden muss, ob das wirklich funktioniert oder ja, ob das dann vielleicht in eine andere Richtung falsch läuft, das denke ich, das wird auch der weitere Verlauf auch noch dieser Studien näher beleuchten. Gleich eine Frage von Professor Hein, der sich zuschaltet, aber an Frau Just nochmal der Punkt. Wir haben heute Morgen gesagt, es könnte hilfreich sein, damit wir vorankommen, sich auf die politische Kommunikation zu konzentrieren. Das war so ein bisschen der Vorschlag der ersten Impulse. Jetzt kommt der Vorschlag, lass uns wirklich auf die Intermediären konzentrieren. Glauben Sie erstens, dass das zielführend ist und zweitens, kommen wir da weiter, indem wir bestehende Regelungen, Gesetzesrahmen und Ähnliches nachbessern? Oder sagen Sie aus Ihrer Expertise heraus, das ist so anders, wir müssen wirklich einen echten Cut machen. Wir müssen tatsächlich, so mühsam das ist, von vorne anfangen. Also einerseits glaube ich, dass es schon zentral ist, in gewisser Weise eine Anbietervielzahl zu sichern, weil uns einfach für die anderen Zugänge die empirischen Daten fehlen. Ja, wir wissen es nicht. Anders als jetzt Kollege Reinemann bin ich nicht sicher, ob man sich ausschließlich eben auf diese politische Kommunikation beschränken darf oder soll, weil ich auch denke, dass andere Medienangebote, sei es auch Unterhaltungsangebote, kulturelle Angebote, Bildungsangebote einfach auch ganz zentral sind insgesamt für die Meinungsbildung und nicht nur für die Meinungsbildung, sondern auch für den kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Nicht? Es ist wichtig zum Beispiel, dass man Sportberichterstattung hat, besonders wichtige Ereignisse auch frei zugänglich sind in öffentlichen Angeboten. Das heißt, ich würde die Medienkonzentrationskontrolle nicht verengen eigentlich auf diesen Bereich. Das Wort paternalistisch ist auch heute schon gefallen, weil wir da uns auch immer wieder in diese Richtung bewegen. Ja? Und wie gesagt, wir wissen zu wenig, wie sich tatsächlich die Anbieterstruktur auf die Meinungsbildung am Ende wirklich auswirkt. Und daher ist es schwierig, hier das ganz strikt so zu verteidigen. Erhascht bei Ihnen, Frau Gernbaum. Mein Eindruck war, wenn Sie so dieses gesamtgesellschaftliche Gleichgewicht im Blick haben, dann würden Sie da mitgehen bei Frau Just. Würde ich damit mitgehen, weil Meinungsvielfalt heißt natürlich nicht nur erstens politische Meinung, sondern sehr viele, ich sage jetzt mal auch kulturelle. Und wir wollen uns ja nichts vormachen. Politische Meinung wird auch nicht in Nachrichtensendungen nur geprägt oder in Kommentaren, sondern politische Meinungen wird also sehr vielfältig geprägt. Ich sage mal, da will ich ja noch nicht mehr auf die Intermediären. Schauen Sie auf die von uns wirklich, ich sage jetzt mal, hochgelobten Öffentlich-Rechtlichen, zu denen Sie ja auch gehören, Herr Enter, aber Fakt ist, in einer Satire-Sendung, wenn Sie die mal genau anschauen und einfach mal so unter dem Blickpunkt, was wird da politisch transportiert, dann werden Sie sehen, dass eine oft sehr gut gemachte Satire-Sendung aber natürlich politische Inhalte transportiert und damit natürlich auch Meinung macht. Man muss es, ich finde, das ist jetzt nichts Schlimmes, man muss es einfach nur wissen auch. Und oft wird Meinung im Übrigen nicht so gemacht, dass ich sage, okay, ich kriege jetzt also einen Inhalt, also mir wird jetzt dies und dies gesagt, ich nehme das kognitiv so wahr. Oft wird politische Meinung ja geprägt durch etwas, was ich gar nicht merke, dass es meine Meinung prägt.
Deswegen muss es natürlich alles letztlich umfassen, diese rein politischen Sendungen. Da muss ich wirklich leider widersprechen, weil ich das zu häufig selbst mir ansehe und gucke, was transportiert wird. Dann muss man das schon breiter aufstellen, glaube ich. Und deswegen geht es auch nicht meines Erachtens inhaltsbezogen, sondern immer angebotsbezogen. Ja? Also ich muss das Angebot so vielfältig gestalten, dass jeder die Möglichkeit hat, sozusagen das vielfältig wahrzunehmen. Ich glaube, mehr kann ich über Medienkonzentrationsrecht sowieso nie machen. Halten Sie das aus, Herr Reinemann, wenn ich erst Herrn Hein nehme, oder wollen Sie gleich kurz dagegen? Gerne. Ja, machen wir doch kurz die Replik vielleicht. Also es ist ja interessant, wir bewegen uns in einer Zeit, in der wir viel über evidenzbasierte politische Entscheidungen sprechen. Und wenn ich dann jetzt mit Verlaub Sätze höre, wie wir wissen ja alle, dass sozusagen Unterhaltung quasi genauso prägt Meinungen wie politische Nachrichten oder sonst irgendwas, dann müssen wir uns schon über die Frage unterhalten, über welche Art von Meinungen reden wir hier. Und das ist, glaube ich, ich finde es an der Stelle ein bisschen zu unspezifisch. Ja, man kann sich darüber streiten und das habe ich ja auch genau gezeigt. Ich glaube, natürlich muss man Kabarett und Satire, wo aber originär politische Inhalte drin sind, natürlich anders betrachten als mein Beispiel heute ist Let's Dance. Ja? Aber ich glaube, dass man dieses Erkennen, dass wir tatsächlich in diesem Bereich von Inhalten die größte Gefährdung haben, dass wir das ja auch zum Beispiel im Vielfaltsmonitor sehen. Ja? Da ist ja genau dieser Versuch gemacht, stärker auf Informationen zum Zeitgeschehen einzugehen. Das heißt, dieser Art der Informationen ein größeres Gewicht zu geben. Das heißt nicht, dass man sozusagen, ich plädiere, ich habe das angedeutet, natürlich gibt es Forschung zu Wirkungen von Unterhaltungssendungen, aber dann muss man immer, glaube ich, genau hingucken, dass man da nicht alles in einen Topf schmeißt. Ja, das ist sozusagen die Sicht des Wirkungsforschers, da würde ich für Differenzierung plädieren. Ich glaube einfach, dass wenn man über die Frage nachdenkt, was wäre sozusagen optimal und man behandelt sozusagen in einem Marktanteilsmodell alle Inhalte gleich, dann vergibt man sich, glaube ich, was. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Auch im Vielfaltsmonitor ist es ja so, dass wenn wir auf die Online-Angebote gucken, die einbezogen werden, da wird ja schon so eine Entscheidung getroffen. Sind das Angebote, die sozusagen im engeren Sinne meinungsbildend sind, oder ist das eben nicht der Fall? Das heißt, da ist, glaube ich, schon bei vielen, auch die hier mit den Dingen zu tun haben, der Eindruck, dass wir da nicht alles vollkommen identisch behandeln sollten. Nur eine Frage noch an Herrn Schmiege. Medienvielfaltsmonitor war jetzt schon 2-3 Mal genannt. Sind damit alle Probleme gelöst oder sagen Sie, naja, das ist jetzt mal so eine Startrampe, gucken wir mal, sammeln wir Erfahrungen an dieser Stelle, werden wir aber auch nachbessern müssen? Ja gut, jetzt würde ich mich erstmal gegen den Begriff Startrampe wehren, ja, weil das jetzt ein sehr etabliertes Instrument, wo viele Dinge... Mit Blick auf die Intermediären, meinte ich. Ja. Wo viele Dinge, die auch Professor Reinemann identifiziert hat als Problem des bestehenden Medienkonzentrationsrechts, die sind da schon adressiert. Da versucht man nämlich auch die Informationsnutzung anders zu gewichten als die Unterhaltung. Dass Unterhaltung auch natürlich Meinungsbildung macht, das ist klar, deswegen fällt es da auch nicht ganz raus. Aber das setzt immer wieder bei der Anbietervielfalt an. Und da erfassen wir natürlich Medienintermediäre nicht. Das ist also auch in dem bestehenden System gar nicht abzubilden, welchen Einfluss derjenige hat, der gar nicht selber Anbieter ist, sondern wirklich nur dafür verantwortlich ist, wie kommt was zum Nutzer. Und das ist die Frage, kann man tatsächlich dieses bestehende System erweitern oder braucht man ein ganz neues System für ein anderes Segment, wo man hier ehrlicherweise sagen muss, Anbietervielfalt wird natürlich streng genommen auch durchs Wettbewerbsrecht geschützt. Und das hat natürlich, wenn man ehrlich ist, bei Plattformen und Medienintermediären ein Stück weit versagt. Ja? Wir haben jetzt bei Google einen sehr beherrschenden Einfluss. Ja? Das ist halt vielleicht auch eine Schwäche des Wettbewerbsrechts, wenn man sozusagen organisch in eine marktbeherrschende Stellung wächst. Und jetzt muss man sozusagen aus dieser Ex-ante-Chance, was zu verhindern, raus und muss sozusagen schauen, was kann man denn ex post machen. Und das ist vielleicht jetzt auch die Frage für die Medienregulierung. Müssen wir vielleicht weg von der Ex-ante-Konzentrationskontrolle hin bei den Medienintermediären Vielfalt zu sichern? Und das ist, denke ich, es war vorhin mal die Frage, wer soll das machen? Also Vielfaltsicherung, das in aller Bescheidenheit ist so das Kerngeschäft der Landesmedienanstalten.
auf unterschiedlichen Wegen. Insofern glaube ich auch, das wäre eine Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, wie das denn auch bei Medienintermediären erreicht werden könnte. Da würde ich nachher gerne anschließen, wer regelt was sinnvollerweise, auf welcher Ebene. Da kommen wir vielleicht nochmal schön in die Diskussion. Jetzt haben wir Herrn Hein ein bisschen warten lassen, aber gehen gerne nach Köln zu Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne auch noch mal einen Aspekt ansprechen, der eben stark aufgeploppt ist. Diese Frage, sollten wir uns beschränken auf die Angebote, die im Schwerpunkt politische Informationen machen, vielleicht inklusive Satire-Sendungen und so weiter. Der freie Meinungsbildungsprozess ist durch das Grundgesetz geschützt, sowohl im Hinblick auf private als auch öffentliche Meinungsbildung. Die Notwendigkeit und die normativen Vorgaben für den Meinungsbildungsprozess schützen sowohl sozusagen den Bourgeois als auch den Citoyen. Insofern ist eine Beschränkung auf vorwiegend politisch informierende Angebote meiner Ansicht nach normativ ausgeschlossen. Im Übrigen geht es im Konzentrationssicherungsrecht um die Bannung von Missbrauchspotenzialen, und zwar ex ante. Und auch das spricht dafür, nicht eine beschränkende Auswahl zu treffen im Hinblick auf zu erfassende Angebote. Missbrauchspotenziale bieten alle Bereiche der Sendungen der Medien. Insofern ein ganz starkes Plädoyer dafür, nicht zu verzichten, sozusagen auf die Angebote in ihrer Breite im Hinblick auf die Erfassung von Konzentrationsprozessen. Wichtiger ist mir ein zweiter Punkt. Es wurde ja gesagt, wie können wir Intermediäre erfassen? Da beschäftigt mich seit geraumer Zeit ein Gedanke, der Resonanz gefunden hat, auch in der Äußerung von Frau Stark, die sagte, wir müssen im Grunde genommen an den technischen Prozessen ansetzen. Wenn das richtig ist, ja, dann und andererseits es möglich wäre, Meinungsbeeinflussungspotenzial durch Intermediäre mit einem Regulierungsansatz zu neutralisieren, der auf die Technik abstellt, indem man etwa Transparenz fordert, Diskriminierungsfreiheit fordert im Hinblick auf die Algorithmisierung und so weiter, dann ist die Frage, ob dann noch eine Einbeziehung der Intermediäre in das eigentliche Konzentrationssicherungsrecht notwendig ist. Oder inwieweit es notwendig sein kann, welche Konstellationen es geben kann, wo wir sagen müssen, nein, es reicht nicht aus, sozusagen so einen technischen Regulierungsansatz zu haben, sondern zusätzlich Intermediäre in die eigentliche Konzentrationssicherung einzubeziehen, die ja bisher eigentlich mehr den Inhalteproduzenten galt. Das ist meiner Ansicht nach eine Frage, die auch darauf abzielt, müssen wir da Doppelregulierungsstrukturen vermeiden? Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Hein. Herr Müller-Terpitz, fühlen Sie sich da angesprochen von dem Impuls oder sagen Sie, nee, das müssen wir anders lösen? Also die Diskussion ist ja nicht neu und in der KEK, Herr Hein ist ja auch in der KEK, führen wir sie schon seit Jahren sehr intensiv. Ich habe da einen leicht anderen Blickpunkt auf diese Thematik als Herr Hein. Ich würde schon die Intermediäre auf den vorgelagerten Märkten in die Betrachtung mit einbeziehen, aber gleichzeitig natürlich berücksichtigen, dass sie dann möglicherweise in den Punkten, die relevant sind, einer gesonderten Intermediärsregulierung unterliegen, was sozusagen wieder die Vermutung dann in sich trüge, dass sie für die Meinungsbildung eben, was Konzentrationsprozesse anbelangt, kein Gefährdungspotenzial darstellen. Aber das sind so Fragen, Herr Hein hatte das ja in seinem ersten Statement am Vormittag auch schon mal angesprochen, die muss man dann eigentlich einer Kommission oder der Exekutive sozusagen in ermessensausübender Verantwortung überlassen. Also das kann, glaube ich, der Gesetzgeber nicht bis ins letzte Detail regeln. Im Prinzip hat er recht, wenn wir eine spezielle Intermediärsregulierung haben, spricht das dafür, es auch nicht mehr mit der gleichen Schärfe auf der Ebene des Medienkonzentrationsrechts zu machen. Nichtsdestotrotz können
natürlich Konstellationen vorstellbar sein, wo man dessen ungeachtet zu dem Ergebnis kommt, bei der Betrachtung des Gesamtvorgangs, dass möglicherweise der Intermediär doch entweder den Konzentrationsprozess verschärft, vielleicht aber auch sogar umgekehrt sozusagen entschärft, weil er eben bestimmte algorithmische Kriterien anwendet, die besonders meinungsbildungsfreundlich sind. Das müsste man aber immer in der Einzelfallbetrachtung machen und da braucht dann sozusagen, da muss der Gesetzgeber entsprechenden Ermessensspielraum auch für die Vollzugsorgane einräumen, sonst funktioniert das meines Erachtens nicht. Ist das das, warum sich die Politik auch so schwer tut, weil Sie sagen, da ist so viel Ermessen dabei und wir kriegen es kaum in einen rechtssicheren Rahmen, Frau Gernbauer? Naja, Politik tut sich schwer, weil sich die Dinge ja so verändert haben. Ja? Ich komme nochmal zurück, warum überhaupt Medienkonzentration und was soll die eigentlich? Ja? Sie soll Meinungsvielfalt sichern. So ist es jetzt im Gesetz, steht es im Gesetz, so ist es definiert. Jetzt ist es ja eigentlich so, dass die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte, ja eigentlich zunächst eigentlich zu einer, diese Meinungsvielfalt eigentlich vergrößert hat, wenn man ja ehrlich ist. Ja? Also wir hatten, ich sage jetzt mal, in der, wie es immer so schön heißt, in der alten Welt, hatten wir also die, ich sage jetzt mal, die Öffentlich-Rechtlichen, hatten dann irgendwann die Privaten, sage ich jetzt mal, dann hatten wir Zeitungen, so. Diese ganze neue Welt, die gab es nicht. Auf dieser alten Welt sozusagen hat diese Medienkonzentration aufgesetzt. Jetzt ist die neue Welt dazu gekommen. Die neue Welt führt ja eigentlich, und das haben wir ja auch alle so begrüßt, sage ich jetzt mal zunächst mal auch im Sinne der Demokratie, führt ja plötzlich dazu, dass sehr viel mehr Meinung möglich ist sozusagen und in ganz neuen Medien, dass die Leute auch sehr viel mehr untereinander kommunizieren. Früher war es ja so, ein Medium, ich sage jetzt mal öffentlich-rechtliches, war der Gatekeeper oder eine Zeitung für eine Meinung, sage ich jetzt mal. Und da setzt das Konzentrationsrecht an, dass das nicht immer weiter, ich sage jetzt mal, begrenzt wird, indem man einfach, ich sage jetzt mal, wie gesagt, der eine Konzern kauft den anderen Konzern auf, sage ich jetzt mal, und dadurch wird aus zwei Meinungen eine Meinung, sage ich jetzt mal. So. Also haben wir ja eigentlich eine größere Vielfalt bekommen und jetzt stellen wir aber fest, dass in dieser Vielfalt natürlich möglicherweise ein Problem liegen kann, dass nämlich auf das Medium hin, ich sage mal, das wiederum zu Bubbles führt und dergleichen. Das war ja zunächst mal, ist das ja alles anders irgendwie zunächst mal begrüßt worden, aber dass das Meinung einschränken kann, aber eigentlich durch einen anderen Prozess als denjenigen, den wir versuchen, durch das Medienkonzentrationsrecht zu regeln, nämlich also durch einen Prozess, der innerhalb stattfindet, dieses Medium. Also ist es ja eigentlich eher, sage ich jetzt mal, so ein Thema tatsächlich von Missbrauchskontrolle auch. Es ist gar nicht das Thema von Medienkonzentration, sondern eigentlich von dem Thema Missbrauchskontrolle. Und deswegen ist tatsächlich auch die Frage, inwieweit ist das überhaupt in das Medienkonzentrationsrecht einzubeziehen. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ganz generell in dem Bereich des Rundfunkrechts, nicht nur im Bereich Medienkonzentration, sondern wir Politik sich insoweit schwer tut, weil wir aus einer anderen Welt kommen, die schön reguliert ist, sage ich jetzt mal, wo wir in schönen alten Bahnen gefahren sind und die wir jetzt Stück für Stück in allen Bereichen verlassen müssen. Und das alles mit 16 Ländern in einem wunderbaren Föderalismus, das ist anstrengend, aber lohnend, wie es so schön ist. Vielen Dank. Siegfried Schneider beziehen wir gerne ein. Ich bin gespannt. Er hat mal die Abschaffung der KEK gefordert. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, dass es nicht dazu gekommen ist. Ist das jetzt auch heute der dringende Appell? Oder sagen Sie, nee, ich habe eigentlich einen ganz anderen Punkt? Das war dieser Föderalismus. Nachdem Sie schon apostrophiert haben, darf ich es nicht mehr machen. Nein, der Hintergrund ist ganz einfach. Ich will nochmal auf die Idee des Vielfaltsmonitors ganz kurz eingehen. Man muss ja immer, wenn man etwas ändert, es muss praktisch sein, es muss umsetzbar sein, es muss finanzierbar sein. Und deshalb kann man viele Ideen entwickeln, aber wenn ich die Daten nicht habe, sondern zuerst mich auf den Weg machen muss und eigene Daten zu erfassen, dann weiß ich, dass es nicht umsetzbar ist. Und deshalb haben wir beim Vielfaltsmonitor nur auf bestehende Daten gesetzt, haben aber dann als zweites gesagt, den Nutzer kann man nicht völlig ausblenden. Es ist schon entscheidend, was wird gesehen. Angebot ist das eine, aber was wird auch gesehen, welche Bedeutung hat es? Und darum fragen wir in dem Punkt bei der Gewichtung
wenn Sie an das Zeitgeschehen denken, also nicht nur Politik, ans Zeitgeschehen denken, welches Medium ist für Sie wichtig? Und haben uns nicht getraut, zu Recht die Medienintermediäre auch noch mit dazu zu nehmen, sondern haben uns auf die klassischen Medien beschränkt, aber über das Fernsehen hinaus. Ich nehme jetzt nur zwei Namen. Der Name Bertelsmann ist nicht nur im Fernsehbereich aktiv. Und der Name Springer kam bis überhaupt nicht vor im Fernsehbereich, hat aber doch ein bisschen was mit Meinungsvielfalt und Meinungsmacht mitzutun. Das war also die grundsätzliche Annahme. Wir sind überzeugt, dass wir hier eine gute Grundlage hätten, dass der Gesetzgeber das auch in den Medienstaatsvertrag aufnehmen könnte, ohne das System grundlegend über den Haufen zu werfen. Das zweite Thema, da beschäftigen wir uns in der Gewichtungsstudie auch mit Fragen, was ist mit Intermediären? Bis hin, wer nutzt sie, wie intensiv nutzt sie die? Aber es ist ein anderes Thema und darum gehört es zur Vielfaltssicherung, wo wir jetzt im Medienstaatsvertrag als Landesmedienanstalten den Auftrag haben. Wir haben Satzungen zu entwickeln gehabt. Wir müssen die Themen der Transparenzsicherung, der Diskriminierungssicherung angehen. Und da stehen wir jetzt am Anfang. Und ich bin überzeugt, dass wir die Themen leichter über diesen Weg hinbekommen, als wenn wir versuchen, krampfhaft klassische Medien, klassische Strukturen mit anderen in eine Verbindung zu bringen. Vielen Dank. Frau Just, ich werfe Ihnen mal ein, zwei Dinge hin. Mit der Frage, was denn ein sinnvoller Weg wäre. Wenn ich jetzt sage, das sollte auf Landesebene geregelt werden, ist das eine gute Idee oder ist das nicht so ein großes Problem, dass man sagt, also wenn ihr gegen Google und Facebook antreten wollt, dann mindestens auf EU-Ebene oder schlechte Idee, weil da sowieso nichts zustande kommt, weil es viel zu kompliziert wird. Und der dritte Punkt, nun sitzen hier ganz viele Experten, also wir haben eine Expertise. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass viele der Leute, die man dafür braucht, um wirklich gut agieren zu können, die Daten zu bewerten und sonst wie eben doch bei Google mehr verdienen als in der Landesmedienanstalt und gar kein Interesse haben, dass sie kommen. Also, auf welcher Ebene kann man es regeln, sinnvollerweise? Muss es der Herr Schmiege lösen? Und mit wem? Also einerseits glaube ich, dass auf jeden Fall der Nationalstaat an sich eine Bedeutung haben muss im Bereich der Medienvielfaltsicherung. Ja, also wir wissen ja auch, dass es hier diese Kompetenzstreitigkeiten auch gibt zwischen der europäischen Ebene und den Nationalstaaten, inwieweit hier überhaupt eine Kompetenz für diese kulturellen Belange existieren. Und da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass hier eine gewisse Souveränität der einzelnen EU-Mitgliedstaaten gegeben sein muss, damit sie ihr Mediensystem so gestalten können, dass es eben eine Medienvielfalt erzeugt, die ausreichend eben zu einer Meinungsbildung beiträgt. Wer dann dezidiert, ob das jetzt der Herr Schmiege macht, dazu kann ich mich in Deutschland zu wenig äußern, zum ersten Teil wäre das meine Antwort gewesen. Wir sagen, er muss dabei sein, vielleicht können wir uns darauf einigen, ob er es alleine stimmen muss. Frau Stark, Sie haben sich auch noch gemeldet. Ich möchte auch nochmal den Gedanken aufgreifen, den Herr Hein in die Diskussion gebracht hat und auch die Frage aufwirft, darf es der Herr Schmiege oder wer soll es denn richten? Ich glaube, was wichtig ist oder was jetzt auch in dem Gutachten, in der langen Version zum Tragen kommt, muss man sich die Frage stellen, was leistet das Medienkonzentrationsrecht, was kann es leisten? Und ich kann ja auch mal verschiedene Szenarien überlegen und kann sagen, gut, lass das Medienkonzentrationsrecht hier in dem Bereich TV und versuch Schwellenwerte oder Kriterien zu finden, die anwendbar sind. Und ich gehe neue Wege in anderen Bereichen, auch mit dem Wettbewerbsrecht. Und ich fand, das kam sehr gut zum Tragen, dass viele Länder ja sagen, das Wettbewerbsrecht ist jetzt angesichts der Marktmacht der Plattform der bessere Weg oder vielleicht der sinnvollere Weg, um da zu schauen. Und dann gehe ich noch wirklich ganz eigene Wege, die jetzt im Medienstaatsvertrag schon angekündigt wurden oder gezeigt werden, wo ich dann spezifische Regeln anwende, die sich auch diesen spezifischen Logiken anpassen und darauf abzielen. Und ich denke, es kann vielleicht auch wirklich nur so ein ganzheitlicher Ansatz sein, wo man sich die Frage stellen muss, bei bestimmten Monopolsituationen, die auch schon gegeben sind, siehe Suchmaschinenmarkt, was können bestehende Gesetze überhaupt noch bewirken und in welche Richtung kann eben eine neue Lösung gehen? Herr Müller-Terpitz, gleich dazu.
Ja, ich wollte mich genau gleich dazu äußern. Das ist in der Tat eine interessante Erkenntnis, die ich auch aus Ihrem Vortrag mitgenommen habe, dass es da diese starke Fokussierung jetzt auf diesen wettbewerbsrechtlichen Ansatz in anderen Ländern zu geben scheint. Jetzt müssen wir natürlich in Deutschland die Besonderheit in Rechnung stellen, dass wir ein föderaler Staat sind. Da tut sich dann wahrscheinlich Großbritannien, möglicherweise auch Sie, weil es bei Ihnen eine Bundeskompetenz ist, einfacher als die Bundesrepublik Deutschland, wo Medien eben auf der Landesebene geregelt werden. Und dadurch haben wir ja auch dieses Auseinanderfallen zwischen dem wettbewerbsrechtlichen Ansatz und dem medienkonzentrationsrechtlichen Ansatz. Das ist jetzt sozusagen mal der kompetenzrechtliche Hintergrund davon. Losgelöst stellt sich eben die Frage, kann das Wettbewerbsrecht das mitleisten? Das ist ein Punkt, der ja schon lange diskutiert wird. So wie das Medienkonzentrationsrecht im Moment ausgestaltet ist, muss man leider Gottes sagen, ja, kann es. Nicht? Sogar effektiver, weil der BGH hat sozusagen die bundeskartellrechtliche Untersagung von ProSiebenSat.1 und Springer damals untersagt und die Keck-Entscheidung, die eigentlich die Medienkonzentration sichern soll, wurde aufgehoben. Das war ja für mich auch so ein bisschen die Ironie der Geschichte. Also das Wettbewerbsrecht war genau in diesem Fall stärker als das Medienkonzentrationsrecht. Ja, von daher auch das muss in Reformüberlegungen natürlich hinein. Also wenn das Medienkonzentrationsrecht dann neben dem Wettbewerbsrecht hier eine eigenständige Bedeutung haben soll, mit Blick auf die Anbietervielfalt, muss man sich natürlich über die Grenzwerte, über die Schwellenwerte Gedanken machen. Die dürfen jetzt natürlich nicht genauso sein wie im Wettbewerbsrecht. Man muss sich über die Rechtsfolgen Gedanken machen, möglicherweise über abgestufte Rechtsfolgenszenarien, also welche Rechtsfolge greift bei welchem Schwellenwert, der erreicht wird in einem Konzentrationsbereich, dann hat das Medienkonzentrationsrecht auch eine eigenständige medienrechtliche Bedeutung und dafür würde ich auch sehr stark eintreten. Ich glaube, es ist eine super anspruchsvolle Aufgabe und trotzdem stelle ich mir die Frage, kommen wir auf dem Weg, den wir jetzt gerade diskutiert haben, zu einem Ziel? Wir versuchen es zu regeln, wir versuchen es zu kontrollieren. Man könnte ja auch umgekehrt sagen, wir setzen voll auf Anreizmodelle. Also dass wir Anbieter, die sozusagen diese Vielfalt sichern, bei Frau Just im Gutachten, glaube ich, gibt es da auch ein, zwei Ansatzpunkte in Ländern, die sozusagen die Guten sind, denen machen wir es leichter. Ist das jetzt so eine Hoffnung oder hat das eine reale Grundlage? Aus Ihrer fachlichen Sicht glauben Sie, dass dieser Weg beschritten werden kann? Also ich glaube, dass diese Frage der Incentivierung auf jeden Fall wichtig ist. Ja, und was wir natürlich auch sehen, wir haben in den meisten Ländern auch starke duale Systeme, das muss man ja auch noch betonen. Und es stellt sich auch immer wieder die Frage, was passiert mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beziehungsweise braucht man daneben auch vielleicht private Public-Value-Angebote, die irgendwie gefördert werden. Ja, und auch die Regeln im Medienstaatsvertrag sind ja auch so, dass durch diese privilegierte Auffindbarkeit man ja auch irgendwie hofft, dass auch Private hier angeregt werden, solche Public-Value-Inhalte zu produzieren, damit sie eben beispielsweise besser gerankt werden oder dass es ein Must-Be-Found beispielsweise für diese Inhalte gibt. Gibt es da noch Meinungen aus der Runde oder sagen Sie, nee, ist einfach nicht unsere Baustelle an dem Punkt? Ja, ich will vielleicht ganz gerne nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, das klang vorhin auch bei Frau Gernbauer an. Wir können ja nicht den Nutzer zwingen, bestimmte Inhalte zu konsumieren. Ja, also unsere ganze Regulatorik ist ja so, dass wir sagen, es wird ein Angebot geschaffen, das muss frei sein. Aber was der Nutzer dann damit macht, das sehen wir ja jetzt, das führt ja bei Algorithmen, die sich vor allen Dingen am Nutzerwillen ausrichten, führt das halt zu einer extremen Verengung dessen, was der Nutzer dann konsumiert. Das ist natürlich ein generelles Problem, dass ich sage mal in unseren klassischen Medienregulierung nicht das große Problem war. Man konnte sich halt die Süddeutsche kaufen oder die FAZ, je nachdem, was man halt gerne liest. Jetzt, wo das alles sehr digital geworden ist, führt das natürlich wirklich zu einem Problem, dass sich auch eine Gesellschaft sich, sage ich jetzt mal, immer mehr auseinanderentwickelt, also nicht mehr diese gemeinsamen Informations- oder Kommunikationsräume sind. Und das ist, glaube ich, auch jetzt bei allen Fragen, wie man das denn weiterentwickeln möchte, muss man natürlich immer schauen, wie weit wollen wir den Nutzerwillen oder die Nutzerautonomie denn einschränken, ihn sozusagen zwangsbeglücken, dass er sich gefälligst dann auch nochmal eine andere Meinung anhört. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch für die Politik so ein Hemmschuh, dass man halt sagt, wir glauben ja eigentlich schon an den mündigen Bürger, stellen aber fest, dass es dann auch manchmal Entwicklungen gibt, die dann nicht so positiv gesehen werden. Aber das ist einfach dieses Thema, sage ich jetzt mal, von einer gewissen Missbrauchskontrolle, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen meines Erachtens. Das ist nicht mehr das Thema Angebot,
Es gibt ja ein Angebot, sage ich jetzt mal, aber die Frage ist, wie wird dieses Angebot, ich sage jetzt mal, auf den Nutzer zugeschnitten, sage ich jetzt mal, ja? Führt es dazu, dass der Nutzer sich eben nur noch, ich sage mal, in seinem eigenen Raum befindet? Nur, wenn man ja ehrlich ist, muss man ja schon sagen, ich sage jetzt mal, wenn ich früher nur BR geguckt habe, dann habe ich ja auch, sage ich jetzt mal, eine bestimmte Meinung vermittelt bekommen. Natürlich eine gute, sage ich jetzt Danke. Mal. Das ist klar. Aber sage ich jetzt mal, ich bin sozusagen durch diesen Gatekeeper, öffentlich-rechtliches Fernsehen, durch gute Journalisten, durch objektive Journalisten, sage ich jetzt mal, ordentlich informiert worden. Aber eben auch eventuell, wenn ich nur BR gucke, eben nur in dieser Richtung. Und das ist etwas, sage ich jetzt mal, da glaube ich, gibt es eine gewisse Grenze, ich sage mal, wo des Medienkonzentrationsrechts oder auch des Eingriffs, den ich da sehe. Das Ganze wird erst dann eben ein Problem, wenn Algorithmen wirklich dazu führen und dass es so begrenzt wird, dass ich eigentlich den davon ausschließe, dass er nochmal irgendwas anders überhaupt mitkriegt, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich so die Schwelle. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wo fängt die an? Und dazu kommt ja, dass durch diese ganzen Plattformen diese Kommunikation unter den Menschen, den eigentlichen Nutzern, es ist eine Nutzerkommunikation innerhalb der Nutzer. Das ist nochmal eine ganz neue Geschichte, die ich ja vorher, wenn ich SZ lese, dann kriege ich sozusagen SZ-Meinung. Wenn ich BR höre, kriege ich BR-Meinung. Aber jetzt kriege ich ja sozusagen plötzlich die Meinung meiner Nachbarn, sage ich jetzt mal, die ich nicht kenne, aber eben nur der Nachbarn, die das Gleiche denken wie ich. Und wie das durch Algorithmen und dergleichen, durch diese Methoden gesteuert wird und wie ich das auch transparent mache beispielsweise den Leuten überhaupt, das ist, glaube ich, eine ganz andere Frage als das Thema Medienkonzentration. Mhm. Trotzdem sind Sie in der Kommission ja für Konzentration zuständig und Sie haben gerade den Impuls gehabt, da noch was zu antworten. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass wir die Schaffung von Public Value ja auch schon im medienkonzentrationsrechtlichen System haben, nicht? Also in Gestalt dieser Fensterprogramme. Nee. Auch das ist natürlich völlig überholt oder zumindest partiell, nicht? Darüber sind wir uns, glaube ich, weitgehend einig, weil es sich eben auch wieder nur auf das Fernsehen konzentriert. Aber man kann natürlich ein neu designtes Medienkonzentrationsrecht dazu nutzen, um hier neue Schnittstellen zu bauen. Neue Schnittstellen, wo dann eben Public Value Angebote unter bestimmten Voraussetzungen durch bestimmte Anbieter geschaffen werden müssen. Stellt sich dann natürlich wieder die Frage der Finanzierung. Ich glaube, da tun wir uns im Moment noch ein bisschen schwer im bestehenden Rundfunkbeitragssystem. Das müsste man also mitdenken. Aber das wäre eben, finde ich, eine interessante Schnittstelle, die dann auch einem Medienkonzentrationsrecht eine eigenständige Bedeutung eben gegenüber dem Wettbewerbsrecht wieder geben würde. Herr Schmidt, das ist, glaube ich, ein ganz guter Gesichtspunkt mit dem Public Value. Da ist ja sozusagen der Regulierungsansatz, dass man sagt, es gibt einen Status, wo man sich bewerben kann. Und das wird sozusagen belohnt oder angereizt mit einer besonderen Auffindbarkeit. Das ist, glaube ich, auch die Währung, die immer wichtiger wird, dass man halt sagt, in einem unüberschaubaren Angebot von Vielfalt, da ist sozusagen, wie werde ich auffindbar, wird immer wichtiger. Insofern ist das vielleicht genau das, was auch Frau Professor Just meinte, dass wir auch mehr in diesen Kategorien denken müssen, sozusagen nicht der harte Schlag, sondern wirklich die Anreizwirkung, dass es auch dem Nutzer wieder leichter wird, solche Angebote zu finden. Wird die Aufgabe, das wäre meine Schlussfrage, dadurch erschwert, dass es letztlich ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil die technische Entwicklung einfach so schnell ist, dass wir nicht hinterherkommen? Teil 1 der Frage in die Runde. Und Teil 2, wie hoch ist denn wirklich das Interesse, das zu regeln? Weil wir sind ja auch in einer Wettbewerbssituation als Standort. Man freut sich in Bayern, wenn Google hier ist, man freut sich, wenn Apple ist und wir haben, was die Digitalisierung anbelangt, im Vergleich zu anderen Ländern eher ein Nachholbedarf. Also gibt es überhaupt ein politisches Interesse, den Anbietern allzu enge Fesseln aufzulegen? Oder sagt man, kommt Leute, Hauptsache ihr macht ein bisschen mehr bei uns? Ja, also wenn Sie mich fragen, ist der Kampf gegen Windmühlen tägliche politische Aufgabe und deswegen schreckt der Politik auch nicht. Und was getan werden muss, muss getan werden. Das
Das ist unabhängig davon, dass wir natürlich, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich die in Bayern haben wollen, weil es besser ist, in Bayern zu haben als in woanders, sonst bevor ich das falsche Land nenne. Als in China. Zum Beispiel. Und wie Sie ja sehen, ich sage jetzt mal, was mich ja erfreut, um darauf zurückzukommen, sind wir ja offensichtlich als Vorreiter unterwegs und bemühen uns um das Thema, versuchen auch neue Lösungen zu finden, sage ich jetzt mal. Im Übrigen ist schon seit längerer Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das heißt ja, das schließt sich beides nicht aus, sage ich jetzt mal, diese Anbieter zu haben. Aber wenn es Missentwicklungen gibt, dafür auch Vorsorge zu tragen, dass es die eben denen vorzubeugen und dass es die nicht gibt. Ich finde, das schließt sich nicht aus. Ich gehe in die Schlussrunde, mache gleich weiter mit Herrn Schmiege. Was nehmen Sie mit von heute als Auftrag? Ja, dass es noch ein weiter Weg ist, dass Handlungsbedarf besteht, dass es aber auch Ansätze gibt und dass es sich auch lohnt, da hinzuschauen. Weil jetzt noch die Frage war, gerade bei der Intermediärsregulierung, ob das denn immer konfrontativ gehen muss und ob dann nicht sozusagen dann die Anbieter verschwinden. Nun ist es ja formal so, dass sie sowieso nicht in Deutschland sitzen, sondern in Irland. Ja? Das hat vielleicht auch einen Hintergrund, dass man einer strengen Regulierung aus dem Weg geht. Aber unsere Erfahrung ist schon, dass da nicht so der ganz große Interessensgegensatz immer ist, sondern dass man auch, sag ich mal, mit den Intermediären reden kann. Und das ist ein längerer Prozess, die sind auch nicht immer gleich begeistert, aber ich glaube, es lohnt sich schon. Und wenn uns dann sozusagen der Rechtsrahmen auch so ein bisschen mehr Möglichkeiten und Flexibilität gibt, dass auch dann, sage ich jetzt mal, ein motiviertes Gespräch stattfindet, dann kann das auch dazu führen, dass gerade bei dem Thema Vielfalt wahrscheinlich sogar mehr als auf europäischer Ebene bei uns im Sinne der Meinungsvielfalt viel erreicht werden kann. Herr Müller-Terpitz, wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen und ich Sie frage, haben Sie die Intermediären jetzt im Griff? Wie optimistisch sind Sie? Ich bin relativ optimistisch, dass wir sie besser im Griff haben als jetzt, weil wir einfach auf vielen Ebenen Regulierungsansätze sehen. Wir sehen es im Bereich des Medienrechts, also Stichwort Intermediärsregulierung des Medienstaatsvertrags. Wir sehen es im Bereich des Wettbewerbsrechts, also Ex-ante-Regulierung, insbesondere jetzt, die neu aufgenommen wird in das GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und demnächst auch sozusagen als Verordnung über den Digital Markets Act. Und wir sehen auch interessante Ansätze im Zivilrecht, also dass auch sozusagen dass das Nutzer-Plattform-Verhältnis wird ja zunehmend durch Grundrechte durchwirkt und da kristallisieren sich auch Prozesse heraus, wie mit Desinformation umgegangen wird, wie mit Hate Speech umgegangen wird. Und wir sehen im Übrigen auch eine strafrechtliche sozusagen Nachjustierung in den letzten Monaten, die eben versucht, solchen Phänomenen wie eben Verrohung auf Plattformen entgegenzuwirken. Also es bewegt sich meines Erachtens in die richtige Richtung, langsam, es sind Windmühlen, gar keine Frage, aber vor der Technik zu kapitulieren, das ist für einen Juristen natürlich überhaupt kein akzeptabler Ansatz. Da geht es an die Ehre. Frau Professor Just, wenn wir uns wieder in 5 Jahren treffen, meinen Sie, dass Sie dann immer noch zu dem Ergebnis kommen, Deutschland ist da in einer Vorreiterrolle? Oder sagt Ihre Einschätzung, naja, die anderen, die werden da jetzt auch ordentlich Gas geben und Sie werden sich wundern, da kommen spannende Regelungen früher, als Sie denken? Also ich glaube, bei komplexen adaptiven Systemen ist die Vorhersehbarkeit sehr gering und daher kann man das nicht eindeutig beantworten. Aber ich glaube, dass es insgesamt einfach für Rechtsrahmen wichtig sein wird, dass man diese Flexibilität, die Sie auch gerade noch erwähnt haben, einbaut. Ja? Flexibilität, periodische Reviews, adaptive Politik, glaube ich, wird hier zentral sein und vielleicht nicht zu viel in Stein meißeln, sondern auch weitere Bestimmungen haben, die eben auch auslegbar sind und adaptierbar sind an Veränderungen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, die Sie hier auf dem Podium waren. Ich danke allen, die davor sich schon beteiligt haben. Ich danke auch der BLM, dem Gastgeber Siegfried Schneider, für die Organisation und der fachlichen Unterstützung, die wir alle im Vorfeld da auch genießen konnten und dass es so geklappt hat. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, Sie alle haben etwas mitgenommen und auch an Sie zu Hause oder in Ihrem Büro, die Sie das verfolgt haben. Vielen Dank und einen angenehmen Tag noch.